Okay. Hallo. Nessie, was geht? Matze, was geht? Ey, was geht, Leute? Ach ja, da sind wir doch wieder. Einfach nur, yo, was geht? Sleepy, was geht? Leute, ey, wie geht's euch? Wie war euer Tag? Was habt ihr so gemacht? Ja, was macht die Kunst? Bizza, du Unmensch. Was hab ich dir getan, Digga, kam hier, ey? Ey, Janine, schön dich zu sehen. Oh, und Trixi, wie geht's? Was für Unmensch, Digga. What the fuck? Ey, Milve, was geht, Leute? Wie geht's euch? Wie war euer Tag? Was habt ihr so geschrieben? Wie war Ostern, dies, das? Schnauze, der König ist da. Björn? Also, du sprichst von mir, oder? Oder von dir selbst? Mir geht's gut und selbst? Ey, mir geht's sehr, 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 sehr gut. Dankeschön, Jof. Danke der Nachfrage. Du hast ihn zum Weinen gebracht. Ey, ihr redet jetzt nicht vom Raid, oder? Ihr redet jetzt nicht vom Raid. Digga, ich wusste nicht, dass der Typ so krass reagiert. Wirklich. Ey, Lucius, was geht? Lennox, was geht? Trixi, was geht? Wie geht's dir? Schön, dich zu sehen. Ey, Trixi ist sogar bei Twitch, oder? Ey, Trixi, nice. Damien, wie geht's dir? Gurkigen Tag, Digga, nix mit Gurke. Leute, der Typ, den ich das letzte Mal geradet habe, der hat sich todes gefreut, der hat geheult, Digga. Und ich wusste nicht, dass der so abgeht, Bro. Das konnte ich nicht ahnen, okay? Ich dachte einfach, da stand Geburtstagsstream, komm, raiden wir mal rein. Freut er sich und fertig. Was steht heute so an? Digga, Bro, einfach nur, yo, ich bin gerade erst reingekommen. Ich hab grad den Stream gestartet. Erstmal steht an, bisschen meine Dampfe nehmen, bisschen klarkommen auf mein Leben, bisschen talken. Also 5 Minuten vielleicht. Und dann, ich will heute auf jeden Fall Korra mal mehr angucken. Was sind das für Korra-Missionen? Was ist die neue Fähigkeit? Dies, das. Will ich erst so in Runden rausfinden jetzt, ne? Ob man die freispielen kann und so weiter. Schon was gegessen? Ja, Björn, ich habe mir auf schnell eine Pizza gemacht vor dem Stream. Kannst du annehmen? Elijah, jetzt gerade noch nicht. Wir sind noch nicht im richtigen Tab. Du siehst es da, ne? Bisher hast du endlich geguckt, den ich dir per Insta geschickt habe. Ich glaube, ich habe ihn mir angeguckt, aber der war gar nicht live, Lucius, zu dem Zeitpunkt. Digga, Bisher redet so laut, dass seine Cam wackelt. Hä, meine Cam wackelt? Nein. Oder? Nein, hä? Was laberst du, Sleepy? Hä, bin ich zu laut? Nein, oder? Ey, Nathalie, was geht? Schön, dich zu sehen. Wie geht's dir, Nathalie? Meine Cam wackelt vielleicht, wenn ich hier so am Tisch irgendwie rankomme. Nathalie, was hast du so gemacht? Wie war dein Ostervent? Doch, sie wackelt manchmal. Ja, wenn ich an den Tisch komme oder so irgendwas mache, ne? Dann ist ja normal. Bisa, ich habe hier Bratwurst und die ist gefroren. Soll ich die trotzdem braten? Hä, was ist das für eine Frage, Kami, Digga, hä? Jonas, wie geht's dir? Schön, dich zu sehen. Was hast du Ostern gemacht? Ich habe ehrlich gesagt Ostern nicht wirklich was gemacht. Gut dir? Mir geht's auch sehr gut. Dankeschön, Nathalie. Mein Osterfest ist wie immer sehr, ich sag mal, sehr überschaubar. Also, ich bin nicht so der Osterfeier, ne? Also, erstens suche ich nicht so gerne Eier. Und zweitens, hat der Feiertag, ich kann dem Feiertag einfach nichts abgewinnen, ne? Ey, Stilbi, dankeschön für deinen Resub im neuen... Alter, im 19. Monat, Digga. Ich bin schon viel zu lange hier, Stibbi. Man kann nicht zu lange da sein. Du könntest ruhig noch ein bisschen länger hier sein und vielleicht auch wieder Mod sein, ne? Das wäre auch nicht schlecht. Mein Internet geht jetzt wieder, ey, Tami, freut mich. Nils, wie geht's dir? Schön, dich zu sehen. Stibbi, du könntest auch einfach wieder mal den Mod für uns machen, ne? Was hältst du davon? Nessie, oh mein Gott. Dankeschön für deinen Resub im 10. Monat. Vielen, vielen Dank. Weiß ich sehr, sehr, sehr zu schätzen. Dankeschön, wo wir schon mal dabei sind, ja? Nessie, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen, vielen Dank. Dankeschön für den Support. Dankeschön. Ja, Leute, Dankeschön für den Support, wirklich. Vielen, vielen Dank. Leute, was muss ich heute beachten, um Korra zu bekommen? Wie kann ich Korra bekommen? Was muss ich tun? Und so weiter. Weiß das schon einer? Moin, Domsi, was geht? Und moinen... Ey, Banane! Nein! Mein Bro, Banane, wie geht's dir, Digga? Gerade hat noch jemand von dem Raid gesprochen. Ey, Banane, wie geht's dir, Digi? Dein Sound-Alert bei den Follows ist ja gut, ey. Guck, bei Aufträge, okay, mache ich gleich. Trixi, wie geht's dir? Ey, gern geschehen, Banane, gern geschehen. Wie geht's dir? Wie läuft das Studium? Wie läuft das Studium, mein Lieber? Hoffe, alles fit bei dir. Ey, einfach die legendäre Banane. Bei Aufträge. Okay, ich gucke gleich bei Aufträge. Bist du auf Discord? Ja, Ausrufezeichen DC. Wenn ihr auf meinen Discord-Server wollt, Ausrufezeichen DC, da kriegt ihr den Link und könnt ihr joinen, wenn ihr Bock habt, ne? Danke dir, Nessie. Hey, Bizza, wie geht's dir? Ey, Monkey, mir geht's sehr, sehr gut. Wie geht's dir, mein Lieber? Ey, Sergen Tagi, Diggi. Wie geht's dir? Schön, dich zu sehen.
Einfach der legendäre Sergen Tagi bei mir. Okay, lass mal abchecken, die Aufträge. Okay, was müssen wir machen? Cora steigt aus dem Bastler. Sammle mythische Gegenstände auf. Was sind die mythischen Gegenstände, Jungs? Also, was sollen wir da aufsammeln? Was für mythische Gegenstände? Füge Gegnern vor der zweiten Sturmphase Schaden zu. 2000, okay, easy. Zieh dich hoch, überspringe Hindernisse oder rutsche. Okay, ja, okay, auch easy. Triff den gleichen Spieler mit einer mythischen Waffe und einer nicht-mythischen Waffe. Okay, ja, das ging auch hin. Schließe Aufträge von Seite 1 ab, Seite 2, okay. Wir machen erstmal die erste Aufgabe, okay? Erstmal Seite 1, würde ich sagen. Moin, moin, oi, oi, was geht? Lenny, Kalli, wie geht's dir? Schön, dich zu sehen. Okay, Feuerball, komm rein, Leute, ihr könnt mir jetzt Beitrittsanfragen schicken, ne? Mir geht's nicht so gut, ich bin krank, gute Besserung, Mann. Ey, wir gehen nicht in Rank, ne? Das stelle ich gleich noch um. Wir gehen nicht in Rank, Leute, ich hab keinen Nerv für Rank gerade. Ich hab gestern Rank bekommen und ich wurde so gefistet wieder, Digga. Mann, ich wurde wieder so gefistet, das ist so schwitzig, Mann. Es ist so schwitzig, Digga. Ich bin scheiß Dia-Lobby und fühle mich, als würde ich auf Unreal spielen, Mann. Ey, es ist so nerv... Digga, Feuerball hat sich einfach schon Cora freigespielt, Mann. Gelber Tod, wie geht's dir? Schön, dich zu sehen. Ach Gott. Okay, alle angenommen, ja. So. Ja, Benane, wie geht's dir? Schön, dich zu sehen auf jeden Fall. Und danke für dein Follow. Ich habe gesehen, dass du gefolgt bist, ne? Habe heute gut gelernt, also hoffe, wird dann in ein paar Wochen... bei meinen Prüfungen auf jeden Fall, Benane. Viel Erfolg, ne? Dranbleiben, durchziehen, das wird schon. Möhre, meine Möhre, wie geht's dir? Wie geht's meinem selbstüberschätzendsten Fortnite-Spieler der Welt, Digga? Bisher gelber Tod bekommt noch VIP? Stimmt, gelber Tod bekommt noch VIP. Ich muss da noch ein paar Leuten VIP wegnehmen, fällt mir gerade auf. Aber das habe ich noch nicht gemacht, mache ich irgendwann. Okay, gelber Tod kriegt jetzt VIP, stimmt. Der hat sich auf jeden Fall verdient. Gelber... Tod, Untenstrich, nee, gelber, gelber Tod, Untenstrich, Real, ne? So, irgendwie so war es doch, oder? Ja, so. Nils, wie geht's dir? So ist richtig, oder? Ja. Let's go, gelber Tod. GZ zum VIP nochmal, ne? GZ zum VIP und danke, dass du so oft am Start bist, ne? Was ist VIP? Monkey, das ist etwas, auf was nur auf Twitch geht. Wenn du bei mir zum Beispiel häufig anwesend bist, häufig am Start bist und so weiter, dann, ja, dann kriegst du halt VIP. Also, wenn du oft im Chat bist, eine hohe Watchtime hast und so weiter. So. Abi heute Hide and Seek. Ich weiß noch nicht, Sergi. Erstmal Cora, dann gucken wir, okay? Dann gucken wir. Wo ist mein VIP? Lennox? Gelber Tod war ein bisschen öfter am Start als du. Die Wahl war zwischen Gelber Tod und Eisfuchs, glaube ich. Aber Eisfuchs hat ein bisschen nachgelassen. Ein Hype Train nähert sich. Digga, Leute, ich muss euch kurz was zum Thema Hype Train sagen, okay? Ich war neulich bei einer Streamerin und die hat einen Satz gesagt, der hat sich bei mir eingeprägt, okay? Und der war: Wenn der Hype Train kommt, dann komme ich auch. Digga, Bro. Wie dem auch sei. Ab wann kann man VIP bekommen? Also circa Watchtime. Einfach nur Jo, ist immer unterschiedlich. Je nachdem, wie lange man am Start ist halt, ne? Hast du eine Sniper? Ey, ich will unbedingt eine Sniper. Ey, Sleepy, drück mal Ready Up, bitte. Drück mal Ready Up, Sleepy. Ach, Mann, ey. Mann, Leute. Ey, Will Dumm, wie geht's dir? Alles fit bei dir? Schön, dich zu sehen. Okay, ich mach, glaube ich, als erstes mal... Welchen Auftrag mache ich als erstes? Muss mal kurz gucken, ne? Gewagong, darf man mitspielen? Na, normal, Luigi, darfst du mitspielen, Digga. Jeder darf mitspielen, okay. Sammle mythische Gegenstände auf. Okay, füge Gegner mit zwei... Okay, ich mache als erstes mit dem Schaden zufügen, ne? Das ist am besten, glaube ich, gerade. Bin im Lurk, spiele jetzt selbst ein bisschen Fortnite. Alles klar, Banane. Dankeschön für deinen Lurk. Vielen, vielen Dank. So, ne, auf jeden Fall, ich werde, denke ich mal, zuerst in Dings gehen, ne? In dieses Damage-Ding. Ich glaube, das ist am einfachsten, oder? Leute, am Anfang in Damage gehen ist, glaube ich, am leichtesten, oder? Was sagt ihr? So, okay. Bizar, Emir! Was kann ich für dich tun? Das ist mit Steiger aus dem Wasser, das ist das Einfaches. Du musst dich einfach nur ins Wasser und wieder raus. Okay, ja, easy. Leute, Kopf oder Zahl ist aktiv, ihr könnt jetzt wetten. Wie war dein Tag? Ey, Nathalie, mein Tag war ziemlich chillig, muss ich ehrlich sagen. Wirklich chillig. Wie ist dein Name? Mein Name ist Bizarboss TTV, also bei Fortnite. Genau. Damage und mythischer Guess, ja, Damage und mythisch irgendwas. Kannst du mir dann Battle Pass gönnen? Warum soll ich den Battle Pass gönnen, Digga? Hä? Aus welchem Grund? Aus welchem Grund soll ich den Battle Pass gönnen, Digga? T
Digga. Ich muss gerade die ganze Zeit laut reden wegen dieser scheiß Copyright-Musik. Ja, auf jetzt. Okay, Copyright-Musik ist stumm. So, speichern, ja. Chaotix, was geht? Wie geht's dir, mein Lieber? Schön, dich zu sehen. Wie geht's dir, Chaotix? So. Wie war dein Tag, Nathalie? Im Prinzip kannst du die Seite 1 in einer Runde abschließen, wenn alles gut läuft. Okay, aber ich achte da nicht drauf. Also ich weiß die ganzen Aufträge nicht. Ist Seite 2 schwer? Wenn du eine mythische Waffe hast, darf ich die auch kurz? Ja, nochmal. Lass die dann tauschen, okay? Wenn wir mythische Waffen haben, lass die tauschen. Landcraft, was geht? Schön, dich zu sehen. Wer von euch ist 777 Krone? Sag mir bitte, wer das ist, dann nehme ich die Person an. Kaufst du Kratos, wenn er in den Shop kommt? Janine, normal, wenn er in den Shop kommt, kaufe ich Kratos natürlich. Aber er muss halt erstmal in den Shop kommen, ne? Wir haben Menschen unter uns, die gerne auf einem Boden sitzen und warten, bis sie etwas bekommen. Frage für einen Freund. Chaotix? Bettler, oder? Das ist ein Bettler, von dem du sprichst. Auch gut, war mit Jesse Nägel machen und dann waren wir noch was essen. Wo ist das Nägelbild in Selfies, Nathalie? Wo ist das Fresh Nails Bild? Nicht, dass mich Nägel interessieren, aber für den Flex einfach, ne? Für den Flex, du weißt es doch. So, okay. Zack, zack, zack. Super, keine mythische Waffe. Okay, wir haben eine Schrotflinte mit 3 Schuss zum Anfang. Das ist sehr gut. Sehr gute Voraussetzung, um zu überleben, Jungs. Ah, wen haben wir da? Du bist ein Bot, oder? Ja, du bist safe ein Bot. Du bist safe ein Bot, Digga. Gib mir den Bot-Kill. Gib mir den Bot-Kill jetzt. Gib ihn mir. Gib ihn mir. Gib ihn mir. Gib mir jetzt den Bot-Kill, Bro. Dankeschön. So. Okay, ich habe keine Muni, ne? Ich habe nichts. Ich bin absolut aufgeschmissen. Möhre! Was machst du hier? Möhre, hier sind Steps, Digga. Du musst mich retten. Ich habe keine Muni, Möhre. Du warst Möhre. Da liegt Schrottmoney, Bro. Oh mein Gott. Hat Möhre ein Gold? Ja, okay. Möhre hat den Gold. Easy. Digga. Keine Nägel an Ramadan. Kausa. Stimmt eigentlich, oder? Stimmt eigentlich. Hältst du dich da dran, Kausa? Bist du so strenggläubig? Kann man das sagen? Ich glaube schon, oder? Landcraft, schön dich zu sehen. Ey, mir geht's auch sehr gut. Danke der Nachfrage. Kann mich echt nicht beklagen. Bizar, mache Red zum ersten Mal Essen für mich selbst. Du machst heute zum ersten Mal Essen für dich selbst. Was machst du? Bizar, gleich gibt es bei mir Spare Ribs. Ey, guten Appetit. Spare Ribs sind lecker eigentlich. Immer. Oh, okay. Ja, Kausa, ich weiß ja nicht. Manche Leute sind halt strenggläubig, manche sind halt nicht so krass strenggläubig, ne? Ist ja unterschiedlich von Mensch zu Mensch, ne? Also jeder soll es machen, wie er will. Aber warum darf man keine Nägel machen an Ramadan? Also welchen Hintergrund hat das? Nachher noch Customs, wenn wir genug Leute sind, wenn ich Lust habe, dann ja. Ups. Bleibst du wieder bis 2 Uhr wach? Nils, ich weiß nie, wie lange ich streame. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ich habe heute nur 4 Stunden oder so gepennt, weil ich fett im Loch gefangen bin. Aber ich habe mir einen Wecker gestellt extra, ne? Auch außerhalb? Auch außerhalb? Warum? Ist das so schlimm? Also ich hab ja mal, also viele von euch wissen das vielleicht nicht, ich habe ja mal den Koran gelesen, ne? Also die sinngemäße deutsche Übersetzung. Und das habe ich da nie gefunden. Also irgendwie, Digga, was soll das? Irgendwie habe ich das nie gefunden. Aber Frauen dürfen sich doch schminken und so. Also das ist ja erlaubt, oder? Also, soweit ich weiß. Keine Ahnung. Will auch nichts Falsches sagen. Nachher gibt es gebratene Würstchen bei mir. Kommt vorbei. Boah, gebratene Würstchen wären nice. Fastest du auch, Kause? Okay, wir gehen auf das und dann das. Zack, zack, so easy. So. Nils, was soll das? Warum gehst du in Rage rein? Du hast keinen Grund. Möhre hat noch überhaupt kein Blue Life, ne? Möhre, ich leg dir hier immer noch einen Saufpack hin. Kannst du den noch mitnehmen, wenn du willst. Du hast noch überhaupt kein Blue Life, Digga. Das geht gar nicht. So. Habe Nacht Fortnite durchgezockt. Fortnite durchgezockt? Wie zockt man denn Fortnite durch? Das geht doch gar nicht. Oder meinst du hast die ganze Nacht Fortnite gesuchtet? So auf den. Leute, ich bin gerade nicht bei Zeus, ne? Ich bin gerade nicht bei Zeus. Aber ich komme jetzt. Ey, Madi, was geht? Schön, dich zu sehen. Bizar, ich glaube, du brauchst mehr Schrotflinten. Ja, ich glaube, ein paar Schrotflinten wären noch gut. Digga, das Ding ist, ich habe einfach nichts anderes gefunden. Ich habe nichts anderes gefunden, außer Schrotflinten. Was soll ich machen? Möhre hat mir Saugunterricht gegeben. Kann jetzt besser saugen als er, Digga. Damien, das klingt so falsch und so eklig, Digga. Auf so vielen Ebenen, dass ich gar nicht darüber nachdenken will. Ich will gar nicht darüber nachdenken, Digga. So falsch und widerlich klingt das, Bro. Was ist denn los mit dir? Was für Saugunterricht? Willst du Toffifee? Musst nur abholen. Oh, Toffifee ist Baba, ne? Toffifee würde ich halt instant nehmen. Toffifee würde ich halt instant nehmen.
Zack, zack, easy. Easy, easy, Jungs. Okay, ey, nehmt ihr ruhig die legendäre Waffe. Ich hab's nicht so eilig. Ich hab's nicht so eilig. Ich würde halt... Gibt es jetzt schon... Leute, das Dings. Gibt es jetzt eigentlich schon... Ey, Megapod, was geht? Megapod, ja, war richtig. Was machst du? Was machst du? Ich spiel Fortnite, Digga. Und du? Gibt es jetzt eigentlich schon dieses Wasserbändigen und so? Bisa, welches sind deiner Meinung nach die besten Pringles? Die klassischen. Ketchup Rot, Digga. Die Classic Pringles sind die besten Pringles. Wieso? Neolino, wie geht's dir? Schön, dich zu sehen, Digi. Wie geht's dir? Leute, die klassischen Pringles sind die besten. Und Madi, wie geht's dir? Bisa, ich kann nicht mal Reis kochen. Leute, ich bin leider, was Kochen angeht, auch nicht so ganz krass, ne? Ich bin mehr so der Auftauer. Ja, ich kann mehr so Sachen, die tiefgefroren sind, warm machen. Das ist meine Sparte, okay? Wenn ich mal ein Date habe, dann ist meine Strat auch ganz einfach. Was muss ich jetzt damit machen? Was für eine Mission habe ich damit jetzt? Muss ich damit Schaden machen oder muss ich die einfach wieder zurückgeben? Was muss ich damit machen, Möhre? Kannst du es gut sagen? Ich bin mehr so der, wenn ich ein Date habe, Essen-Besteller-Typ, ne? Möhre, was muss ich damit machen? Schreib mal kurz in den Chat, bitte. Froster carried? Ja, Froster carried wirklich, ne? Ich kann Nudeln mit Ketchup? Ja, das ist auch schon gut. Soll ich sie dir einfach zurückgeben, Möhre? Oder gehe kurz essen? Eben, guten Appetit. Sorry, dass ich letztes Mal aus dem Live rausgegangen bin. Musst du auf, ey, Madi, kein Problem. Möhre, wenn ich sie dir wiedergeben soll, sag Bescheid. Digga, Feuerball hat ihn einfach schon freigespielt, Digga. Du hast doch einfach so krass reingesucht. Einmal Damage an Gegner, selber Gegner mit normaler Waffe. Ah, okay, okay, perfekt. Dankeschön. Möhre, mach ich dann gleich, okay? Mach ich dann gleich. Mach ich gleich. Magst du Toffifee oder Merci mehr? Eher Toffifee, würde ich fast sagen. Frittenbombe, wie geht's dir? Schön, dich zu sehen. Habe jetzt Discord? Ey, nice. Dann komm doch auf den Server, der ist unten verlinkt. Wenn du jetzt Discord hast. Komm gerne am Start rein. So, okay, wo ist mein Hoppelhasen-Emote eigentlich? Ich will mich eigentlich nur noch hoppelig fortbewegen. Ich will mich eigentlich nur noch so hier fortbewegen. Das ist jetzt meine neue Art zu spielen. Das ist mein neues Gameplay. Das mache ich nur noch so. Bizza ist aufwärmen und gut ist. Oder bestellen. Ja, das stimmt, Chaotix. Aber auf Dauer bestellen geht halt auch auf den Geldbeutel, ne? Auf Dauer bestellen geht halt auch auf den Geldbeutel. Sagen, warum kein Delay Sage? Das check ich nicht. Darf ich dann auch wieder? Ja, auf jeden Fall, Miro, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Du hast sie mir ja gegeben. Du hast sie mir ja gegeben. Was haben wir hier noch? Eine Kette. Brauchen wir nicht unbedingt, oder? Mir geht es gut. Wie geht's dir? Ey, Neolino, ich sag dir ehrlich, mir geht's bestens. Hast du noch Spaß mit dem Skin? Mir geht's wirklich gut. Ich habe halt wenig geschlafen, ne? Aber was willst du machen? Ich habe gestern nach 9 Uhr morgens geschlafen. Ich bin so tief im Loch gefangen, Bro. Ich bin so am Ende, was mein Schlafrhythmus angeht. Ich komme darauf halt gar nicht klar. Es ist so zum Kotzen. Hast du Angst und, aber... Nee, noch nicht, Sergen. Ich habe gehört, dass da irgendwas ist, aber ich weiß nicht genau, wo das ist. So Easter Egg-mäßig, oder? Bisa, wann neuer OF-Post? Ey, ich mach kein OF, okay? Ich mach kein OF, hört auf damit. Ich habe noch nie in meinem Leben OF gemacht. Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Oh, da hinten sind Schüsse. Ich weiß nicht von wem. Möhre, fightest du gerade? Oder was passiert da gerade, Möhre? Ja, sind die im Eiswürfel? Ah, okay, okay, okay. Oh, Möhre fightet tatsächlich gerade. Und Möhre ist auch dead, Leute. Kommt mal bitte alle mit. Möhre ist dead. Wir müssen Möhre carryen. Natascha sagt was anderes. Nathalie, was sagst du da? Nathalie? Möhre? Where are you, my friendo? Wo sind die Gegner, Jungs? Wo sind die Gegner? Und wo ist Möhre? Ach, scheiß Zone, Digga. Wo ist scheiß Möhre? Ach, Mann. Möhre. Ich würde jetzt ungern dich sterben lassen, sage ich ehrlich. Ich glaube... Ich hab den Möhre rebootet. Es wird halt schwierig, Möhre zu rebooten. Ach, ist er durch Fallschaden? Nein, Möhre, du bist nicht durch Fallschaden gestorben, oder? Möhre, nein, du bist nicht durch Fallschaden... Ach, Digga, Möhre. Und ich guck die ganze Zeit nach Gegnern wie ein Bauer, Alter. Moin, moin, Koko, wie geht's dir? Digga, Möhre, du kannst doch nicht durch Fallschaden sterben, Bro. Nein? War der Gegner? Ich habe keinen gesehen, ne? Ich habe Real Talk keinen gesehen, Möhre. Da war keiner. Da war einer, okay. Er hat Headshot Snipe bekommen. Okay. Ey, sollen wir zum Tresor gehen, Jungs? Die kommen bald im Mini-Battle Pass. Ja, safe. Also, Ahn wird ja auch noch kommen, das weiß ich. Ich muss noch ein paar Hindernisse mich hochziehen, schwingen und so eine Scheiße. Leute, sollen wir zum Tresor gehen oder nicht? Obwohl, der ist ein bisschen Zone eigentlich, ne? Scheiße. Wie du damals, Digga, Bro. Ich bin niemals durch Fallschaden gestorben. Habt ihr einen Beweis, dass ich jemals durch Fallschaden... Gebt mir einen Beweis, dass ich jemals durch Fallschaden gestorben wäre. Einen einzigen Beweis. Mehr will ich nicht.
Ein Beweis. Ey, Flocky, wie geht's? Hui, bui, danke schön für deine Stream, 7er Stream-Serie, Digga. Vielen, vielen Dank. Weiß ich sehr zu schätzen. Haben wir hier? Ah. Ne, ich bleib lieber hier bei. Digga, wer kommt da mit Karre? Du hast ja schon mal in die Luft gesnipert, als du runtergefallen bist. Ich bin nicht runtergefallen, Digga. Digga, Sleepy, ich schwör, du hast ADS, ne? Du hast ADS, Sleepy. Beruhig dich, Digga. Fahr mal wie ein Mensch. Fahr mal wie ein Mensch und lass mich meine Raucherpause genießen. Hallo, Sleepy. Ich will Raucherpause haben. Komm jetzt sofort her. Ach, Digga. Keine Raucherpause für mich. Ja, doch, Raucherpause. Sehr gut. Digga, ich bin da nicht runtergefallen. Ich habe einen Headshot-Snipe bekommen. Ich bin gleich im Fortnite-Update. Nice, nice, nice. Wie kann man Twitch-Clips machen? Unten ist so ein kleines Katze. Wie heißt das? So eine Klappe. Da kann man das machen. Unterm Bild ist so eine Klappe, da kannst du raufdrücken und da steht dann, glaube ich, Clip erstellen oder so, ne? Manche Leute haben das auch irgendwie mit so einem Command, Ausrufezeichen Clip oder so. Aber das geht bei mir irgendwie nicht, ich weiß nicht. Aber ja, irgendwie so geht's halt. Irgendwie so geht's halt, ne? Digga, ist okay, ja. Digga, Stromausfall? Wer ist Stromausfall? Bei dir? Möhre, ist bei dir Stromausfall? Nein, oder? Digga, Möhre, bist du nicht mehr in-game? Ach. Warum hupst du die ganze Zeit, Sleepy, Digga? Geht's dir gut? Digga, Sleepy, warum hupst du die ganze Zeit? So. Zu anstrengend. Viel zu anstrengend. Möhre dead? Ja, Möhre dead. Nice. Wahrscheinlich Stromausfall, Digga. Wahrscheinlich Stromausfall, Möhre. Okay. Okay, okay. Möhre, wenn bei dir nicht mehr der Strom ausfällt, ist wahrscheinlich kein Stromausfall gewesen. Was war es wirklich, Möhre? Hast du jetzt wirklich, hast du for real jetzt einen Stromausfall? Niemals, Digga. Niemals hast du tatsächlich einen Stromausfall, oder? Ey, Bowser, was geht? Schön, dich zu sehen. Okay. Können wir vielleicht gleich abschließen, den Auftrag? Digga, Bro. Ich hab. Dem einen habe ich Schaden gemacht. Jetzt muss ich nur noch treffen da hinten. Aber wie kann ich da jetzt ran? Digga, es ist schon wieder Bug, Digga! Mann! Was ist denn los mit Fortnite in letzter Zeit mit diesem Scheiß nicht bewegen, Bug? Da dreh ich ja komplett durch. Ach, Digga, Bro. Digga, das ist so verbuggt, die Scheiße! Seit wann ist das so? Es ist wirklich Bug, Stibbi! Es ist wirklich Bug! Ach, Digga, Bro. Okay, unklar, komm rein. Einfach nur Jo, komm rein. Und wer wollte jetzt nochmal Möhre oder so? Aber Möhre, da musst du eine Anfrage schicken. Okay, Möhre, dann nehme ich dich nächste Runde nochmal rein, okay? Dann nehme ich dich nächste Runde nochmal rein. Ich hoffe, es ist okay. Eine Sekunde, Jungs. Ich will ganz kurz googeln, warum es auf PlayStation in letzter Zeit so krass buggt bei Fortnite. Ach, Digga, Bro. Es ist in letzter Zeit wirklich so hart verbuggt. Das fuckt so krank ab. So. Er ist mad. Leute, ich bin nicht mad. Es ist Real Talk verbuggt. Ich mein's wirklich ernst. Es ist verbuggt. Digga.
Och, Digga, ich kann nichts drücken. Wartet ganz kurz, Jungs. Bin sofort bereit, okay? Bin sofort bereit, okay? Brauch nicht lang. Nur ganz kurz. Okay, okay. Digga. So. Bisser, kann ich nächste Runde mitmachen? Frittenbombe. Ich kann immer vorher nicht sagen, wer mitmachen kann. Lass mich da mal bitte immer nach den Runden warten und dann entscheiden wir, okay? Immer nach den Runden und dann warten wir und dann einfach warten, okay? Digga, ich finde da legit dazu gar nichts, ne? Ich finde da legit. Leute, wer von euch hat derzeit eine PlayStation? Wer von euch hat derzeit eine PlayStation und kann mir sagen, woran es liegt? Dass man. Momentan hat man bei PlayStation immer dieses Freezen, okay? Es freest immer und dann geht's nicht weiter. Warum ist das so? Leute, warum ist das so? Sag's mir bitte. Ich weiß es nämlich nicht. Ihr habt es auch gerade wieder in-game gesehen. Es ist einfach gefreezed und ich konnte nichts machen. Kann man dagegen irgendwas machen? Weil es fuckt einfach nur ab. Es fuckt Real Talk einfach nur ab. Digga, Bro, darf ich bitte was drücken? Digga, Bro. Was muss ich machen? Ich hab doch ready abgedrückt, Digga. Warum spielst du eigentlich mit PS5-Controller? Ich kann besser mit Controller spielen als ohne. Also ich kann viel besser mit Controller als ohne spielen. Wie spielt ihr denn? Spielt ihr mit oder ohne Controller, Jungs? So. Ey, Voiceless, was geht? Schön, dich zu sehen. Wie geht's dir? Digga. Ja, True, Zocke. Was, wer hat denn das angepinnt? Hab ich das angepinnt? Warum hab ich nicht scheiße angepinnt? So. Ich hab gerade Fettverzögerung. Das liegt aber an dir, oder? Das liegt aber an dir, dass du Verzögerung hast, oder? Liegt das an dir oder an mir? Das müsste safe an dir liegen, oder? Alles bestens bei dir? Ey, bei mir ist auch alles bestens, wirklich. Leute, lass Pleasant Plaza landen. Lass Pleasant Plaza landen. Sorry, Jungs, ich musste gerade kurz gucken, ob ich irgendeine Lösung dafür finde, aber habe ich nicht. Voiceless, bist du gerade erst aufgestanden oder bist du wieder wach? Sag ehrlich. Ich weiß, was man kann Fortnite deinstallieren. Nein, Fortnite niemals deinstallieren. Niemals Fortnite deinstallieren, Digga. Was ist denn das für eine Scheiße jetzt? Wie kommst du denn darauf? Wie kommst du jetzt auf sowas, Digga? Wir deinstallieren doch Fortnite nicht, Junge. Bist du verrückt? Bist du des Wahnsinns? Okay. Fett gegonnen, 17 Uhr aufgewacht. Okay, das ist wirklich geisteskrank. Ey, ich hab mir einen Wecker gestellt, ne? Ich hab mir wirklich einen Wecker gestellt. Ich bin aufgewacht um 15 Uhr irgendwas, ne? Ist das der echte Legend Illusion? Normal der echte, Digga. Normal. Ne, ich bin irgendwas 15 Uhr irgendwas aufgewacht. Bin um 11 schlafen gegangen. Ach du Scheiße, wie war eigentlich dein Vortrag, Voiceless? Wie war dein Vortrag? Ich habe nicht viel geschlafen. Boah, ist das ätzend, Digga. Ist das ätzend. Ey, ich hab's vorhin auch nicht geschafft mit der legendären Waffe, ne? Vortrag rasiert, okay, das ist das Wichtigste, oder? Das ist das Wichtigste. Wenn du den Vortrag gut gerissen hast, was willst du mehr, ne? Mehr brauchst du eigentlich nicht. Mehr brauchst du eigentlich nicht. Vortrag gut rasieren, das ist das Wichtigste. Digga, wer schießt denn da? Achso, das ist ein Bot. Digga, immer diese Bots, Bro. Immer diese Bots, Bro. Ey, ihr werdet heute safe noch beobachten, wie dieser Bug funktioniert, okay? Ihr werdet sehen, ich werde nichts machen und es wird trotzdem Borg sein. Ich werde einfach so einfrieren und kann da nichts mehr drücken. Das fuckt so hart ab, Mann. Das ist gestern im Rank passiert.
Und da rastest du halt aus, ne? Im Rank passt du, da rastest du halt komplett aus. Bisa, ich bin Gordon Ramsay, ich kann kochen und jetzt 2 Wochen noch kochen, weil ich sturmfrei habe. Okay, warum hast du sturmfrei? Sind deine Eltern arbeitstechnisch irgendwo unterwegs oder so? Darf ich das hier haben? Oh, Blueberry Gist, nice. Nice, nice, nice. Nice, 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 nice. Hey, mein Bre, ey, Bakka, Bakka, wie geht's dir? Schön, dich zu sehen. Geht's dir gut? So, okay. Also, was müssen wir jetzt machen? Warte, ich habe mir doch gerade die Aufträge geöffnet. Ich will nochmal sehen. Man muss jetzt irgendwie so eine legendäre Waffe öffnen oder so, ne? So, wir brauchen so eine Legendary Waffe. Soweit ich weiß. Ah, ich find's nicht, Digga. Mann. Scheiß drauf, okay. So. Ey, Dankeschön, Voices, für Like und Lurk. Vielen, vielen Dank. So. Da oben ist noch Dings. Ich will noch kurz looten, okay? So, zack. Ah, ich komme da nicht ran. Lass mich jetzt hier hoch. Ey, Voices, wie war es gestern Nacht noch, um so späte Zeit zu streamen, Digga? Das war ja geisteskrank. Ich hätte nicht gedacht, dass du es wirklich durchziehst, ne? Also, ich habe den Bug so gelöst, dass ich Fortnite deinstalliert habe, Digga. Laber doch nicht. Hast du Fortnite wirklich deinstalliert und installiert auf PlayStation, Sleepy? Laber wirklich jetzt? Nein, ich habe keinen Bock. Das muss doch irgendwie anders zu fixen sein. Aber du weißt, welchen Bug ich meine, oder? Dass es manchmal so einfach stehen bleibt und man nichts drücken kann? Hat heute ein Turnier. Was für ein Turnier hattest du? Nachher hat's geklappt, okay. Was für ein Turnier hattest du? Dieser Bug ist so abfuck, Digga. Das ist auch nur auf PlayStation so. Ich check nicht, warum, Mann. Digga, back eben hier, WB. WB. Ey, Leute, wer von euch hat jetzt wieder Schule und wer nicht? Oh mein Gott, Ben Luca, du hast diese Wasserbändigen-Fähigkeit, ne? Ich will die auch noch finden. Dazu gestern im Call, okay. Ja, aber deinstalliert, das macht doch keinen Sinn. Fußball, und wie war's? Ben Luca hat die Wasserbändigen-Fähigkeit, ich will die auch mal finden. Hab 3 Wochen Ferien seit gestern. Leute, kann man die Wasserbändigen-Fähigkeit überall finden oder gibt's sie nur an bestimmten Orten? Ey, darf ich die mal benutzen, Ben Luca? Darf ich die mal kurz testen? Ey, Ben Luca, darf ich die mal testen? Ne, das nicht. Das will ich nicht testen. Digga, es ist wieder Bug! Dankeschön. Macht die viel Damage? Kann man damit noch irgendwas anderes machen? Ah, das war Eis, oder was? Was war das? Nee, warte. Achso, wenn man hier gedrückt hat, kann man so Eis schießen, oder was? Okay, das ist ganz geil auf jeden Fall. Will ich mir mal angucken, wenn ich sie finde, genauer. Du kannst dich im Wasser healen. Warte. Wenn ich die Fähigkeit habe, kann ich mich im Wasser healen? Wie funktioniert das, Digga? Ich check's nicht. Ich check's Real Talk nicht. Real Talk nicht. Ach, Digga. Es ist Burg. Einfach rein, maybe? Okay. Gut. Ja, lass weiter, Leute. Ich habe richtigen Much-Loot, aber lass weiter einfach. Ey, Lemmy, was geht? Schön, dich zu sehen. Lemmy, Entschuldigung. Lemmy, wie geht's dir? Lemmy, wie geht's? Okay, so, ja. Ich nehme lieber Softpack mit als das hier, glaube ich. Ach, Mann, ich habe so einen Much-Loot. Wann wieder Rank Duo? Boah, ich weiß nicht, ob ich das mache, ne? Ich habe ein Turnier bei dir. Ich spiele Fortnite, Digga. Ich habe quasi auch ein Turnier bei Fortnite. Lemmy, wie geht's dir? Und Finny, wie geht's dir? Leute, wie geht's euch? Es kann halt sein, dass ich gleich den Stream kurz neu starten muss, ne? Weil ich habe so einen fetten OBS-Bug, dass ich den Chat nur so komisch sehe. Also, ich sehe nur die Hälfte vom Chat. Und ich kenne das, das ist ein Bug. Und da muss man eigentlich OBS neu starten. Aber man, kein Bock eigentlich. Es geht und selbst, ey Bowser, mir geht's gut. Wieso nur, es geht? Es ist Burg! Wieso ist unklar dead? Es ist Burg! Ab wie viele Abonnenten verdient man Geld mit YouTube? Udo, das ist keine Frage von Abonnenten, sondern das ist eine Frage von, bist du YouTube-Partner oder nicht? Ich mecker zu viel. Bowser, nicht immer meckern. Nicht immer meckern einfach, ne? Einfach mal auch mal versuchen, positiv zu sein. Kopf oder Zahl, stimmt. Ich starte nach Kopf oder Zahl mal kurz neu, okay? Ich starte nach Kopf oder Zahl mal kurz neu, glaube ich. Ich gucke, ob ich es noch gefixt bekomme, aber wenn nicht, starte ich nach Kopf oder Zahl mal ganz kurz den Stream neu.
Aber es fuckt mich zu sehr ab. Ich habe in 2 Wochen Psychologentermin, 2 Tagen Psychologentermin, das ist gut. Das ist gut. Mach das auf jeden Fall. Vielleicht hilft es dir auch, ne? Also schaden kann es ja nicht. Es kann ja nur besser werden, sage ich. So, bisher bekomme ich ein Skin, bitte. Lemi, was soll das? Verstehen keine Skins. Sind wir hier bei der Wohlfahrt, Lemi? Bro. Lemi, sind wir hier bei der Wohlfahrt oder nicht? An den Views da und dann Leute Werbung in den Videos machen und wenn du... Warte nochmal. Und den Views und dann... Achso, ja, ja, Linecraft, du meinst jetzt über YouTube, oder? Du redest gerade von YouTube, wie man Geld verdient mit YouTube. Ja, du brauchst halt, um überhaupt Geld mit YouTube zu verdienen, musst du YouTube-Partner sein. Also, sprich, du musst eine gewisse Voraussetzungen erfüllen, damit YouTube dich als Partner akzeptiert. Und wenn dich YouTube als Partner akzeptiert, dann kannst du damit auch Geld verdienen. Vorher nicht. Und das ist halt so ein kleiner Weg, den du zurücklegen musst, ne? Möhre ist zu süchtig? Ja, sowieso. Möhre ist immer süchtig. Nicht geiern? Was nicht geiern? Möhre? Warum bist du... Wonach bist du süchtig, Möhre? Okay. Wie viel Wiedergabezeit? Ne, 3000 ist nicht wahr. Also 3000 ist nur, wenn du eine kleine Partnerschaft willst. Das heißt, da verdienst du aber kein Geld mit Werbung. Wenn wir jetzt über das reden, worüber ihr redet, also auf YouTube Geld mit Werbung verdienen, braucht ihr 4000. Also 4000 ist für die Partnerschaft mit Werbung. Das ist halt einfach so, ne? Also 3000 ist die kleine Partnerschaft, da könnt ihr dann einfach reingehen und könnt was verdienen mit Subs und so weiter. 4000 mit Werbung. So ist es halt. Und auf was? Wie lange spielst du? Was meinst du, Udo Wagner? Die Frage verstehe ich nicht. Lass Reboot Van gehen, damit wir Dings wiederholen können. Landcraft. Leute, lass Reboot Van gehen, damit wir Landcraft wiederholen können, okay? Okay. So. Okay, okay. Unklar wiederholen können, nicht Landcraft, ich bin lost. Ja, ich bin lost, Leute, ich bin lost, ich bin lost, ich bin lost. Nicht Landcraft, ja, ja, ich bin lost, ich bin lost. Ich bin lost. Landcraft, sorry. Ist auch, ihr hättet ihr auch merken können, Leute, Landcraft stirbt nicht bei Fortnite. Spaß. Oh mein Gott, cool. Wasserbändiger Fähigkeit. Ich will die einmal austesten, Jungs. Ich will die wasserbändigen Fähigkeit austesten. Bei wem kann ich die machen? Ist so, das stimmt, ist so. Achso, ich spiele auf PS5. Fortnite spiele ich auf PS5, Jungs. Bisa, wann bringst du HG raus, Kami? Wofür brauchst du HG? Meinst du wirklich, ich bin der richtige Ansprechpartner für HG? Meinst du das? Glaubst du? So, Leute, lass Zone gehen. Ja, lass Zone gehen, Jungs. Wie lange geht die Kanalpunkte-Wette? Okay, nach der Runde starte ich einmal ganz kurz Streamer. Oder soll ich jetzt ganz kurz? Ah, ich weiß nicht. Ich kann halt den Chat nicht richtig sehen, Digga. Ihr müsst euch vorstellen, ich sehe immer nur die Hälfte von euren Namen. Das heißt, ich rate immer, wer schreibt, ne? Gerade sehe ich da zum Beispiel Kettle und ich weiß, dass es Kami ist. Manchmal muss ich aber nach da gucken, in diesen Chat da, damit ich das sehe. Ne? Und bei Craft, denke ich, steht nur Craft. Also da weiß ich aber, es ist Landcraft. Bisher, zeig mal dein Haares, lieb die Fresse. Tuslo, was geht? Deswegen fuckt's halt so ab, Mann. Ich muss unbedingt den Stream kurz neu starten. Bisa braucht Icon Skin. Normal, Janine. Normal. Normal brauche ich Icon Skin. So, okay. Das eine haben wir jetzt erledigt. Jetzt gucken wir mal weiter. Kriegt man nach Seite 1 schon den Skin oder muss man Seite 2 machen? Digga, was für Haarwuchs raus, Digga, Bro. Wenn ich ein Mittel gegen Haarausfall hätte, würde ich es euch sagen. Dann wüsste ich es als erstes, sag ich mal so. So, okay, gucken. Alter. Alter, ist das geil, Digga. Also, geil aussehen tut die Fähigkeit schon mal, oder? Ey! Bartgel könnte ich rausbringen, ja. Ach, Digga. Das war jetzt unnötig, finde ich. Das war jetzt mehr als unnötig, finde ich.
Digga, Bro. Dieser kleine Go. Ich wollte einmal mit dieser Dings spielen, ne? Starte auch gleich PS5 neu. Und schließ vorher Fortnite. Warte. Warum, Stibi? Warum? Stibi, warum soll ich das machen? Warum soll ich das machen, Stibi? Okay, nice, wir sind tot. Stibi, warum PS5 neu starten und Fortnite schießen? Wegen den Freezes bringt es was? Okay. Okay, Leute, ich bin in 30 Sekunden wieder da. Stopp die Zeit, okay? Ich bin in 30 Sekunden wieder da. Ich starte kurz PS5 neu und Fortnite. Bis gleich. Mhm. So, okay, ich bin schon wieder da. Hallo. Okay, hallo. Ey, Wibui, danke schon für deine 7er Stream-Serie. Ich hoffe, ich bin wieder da, Leute. Ich bin schon wieder da, Leute. Ey, so lange war ich nicht weg, okay? Ich sehe jetzt den ganzen Chat. Ich habe PlayStation neu gestartet, dies, das. Ich hoffe, jetzt geht alles, okay? Leute, ich war nicht lange weg, okay? Ich war nur mies kurz weg sogar. Mies kurz. Okay. Sollte jetzt alles gehen, hoffe ich. So. I'm sorry, guys, für die kurze Unterbrechung. So. 27 Sekunden pünktlich, dankeschön. Ja, ich habe nur einmal ganz kurz OBS geschlossen und wieder geöffnet, damit der Chat nicht mehr verbuggt ist. Busy, ey, Möhre, ja, schick mir eine Anfrage, du darfst nochmal mitspielen, ich weiß. So, ich hoffe, dass das jetzt gegen die, dass das was bei den Fortnite-Freezes jetzt gebracht hat. Keine Gruppeneinladung, bitte. Beitrittsanfragen. Bitte Beitrittsanfragen. Ey, wer von euch ist Luke? Leute, wer von euch ist Luke? Wer von euch ist das? Oi, kenne ich und Möhre würde ich auch gerne noch annehmen, aber Möhre hat noch nichts geschickt. Leute, wer von euch ist Luke? Bitte sagen, damit ich weiß, ob ich mit der Person spielen kann. Bisa, was soll der Titel heißen? Nichts. Nichts soll der Titel heißen. Es waren 1 Minute und 14, hab Timer gehabt. Nein, es war niemals 1 Minute. Aber gute Runde, ja, gute Runde. Ich kann keine Beitrittsanfrage schicken. Digga, warum ist es so verbuggt bei dir, Möhre? Wo ist es so verbuggt bei dir? Tag, Möhre in Gruppe einladen, so. Okay. Wieso kannst du keine Beitrittsanfragen schicken? Das macht ja gar keinen Sinn. Macht ungefähr 44 Schaden. Okay, die Fähigkeit ist halt nicht so gut. Ah, okay, der Damage ist nicht gut. Ich zähle, denke ich. Ey, Janine, war ich rechtzeitig wieder da oder nicht? Dankeschön für dein Lurk, Sleepy. War ich rechtzeitig wieder da oder nicht? Sleepy, ich habe dich hier eingeladen. Du musst annehmen. Sleepy, sage ich. Möhre. Keine bekommen. Ja, dann weiß ich auch nicht, Digga. Dann weiß ich auch nicht, Möhre. Es ist Bock. Und Jenny, was geht? Vanessa, was geht? Schön, euch zu sehen. Schön, euch zu sehen. Was ist eigentlich Lurk? Lurk ist, wenn du halt einfach den Stream anguckst, aber nichts mehr reinschreibst, aber den Streamer noch supporten willst und dann bist du halt einfach noch im Stream, ne? Das ist Lurk, ungefähr. Kann man so sagen. Denke ich mal. Und Jenny, wie geht's dir? Wie war dein Day? Hast du schon Cora freigespielt oder noch nicht? Gute Runde euch. Ey, dankeschön. Digga, Frittenbombe spielt einfach mit Alien, Digga. Wieso hast du Alien? So ein hässlicher Skin, Bro. Aber ich hab ihn auch. Ich hab ihn halt auch, ne? Lurk, aber alles ist aus. Jenny, das macht keinen Sinn. Man kann nicht lurken und alles ist aus, Digga. Ach, Jenny. Ey, ich hasse so sehr, den Stream neu zu starten, ne? Das fistet immer deine gesamte Statistik. Das fistet deine Statistik so ins Bodenlose. Aber ist halt so, ne? Ist halt, wie es ist. Eieiei. Na gut. Tosu, dankeschön für deine 3er Stream-Serie. Bisa, willst du eine Cosplayerin als Freundin? Kami, wo finde ich eine Cosplayerin als Freundin? Sag's mir. Wo finde ich die? Sag. Der ist geil. Nee, der ist Spaß, Jenny. Okay, der Alien-Skin ist nicht geil. Ey, Kylo, wie geht's dir? Schön, dich zu sehen. Alles gut bei dir? Waren neue Kanalbelohnungen? Habe ich noch nicht drüber nachgedacht, Luca. Auf E-Pearl findest du einen, ja, aber das ist keine wahre Liebe, das Geld, ne? Mir geht's gut und dir? Ey, Kylo, mir geht's auch sehr gut. Ich kapiere nicht, warum bei mir PC steht und ich spiele auf Fire TV Stick, keine Ahnung. Findest du Figur von Black Widow besser als Chun-Li? Fürs Game oder Real Life? Also, Jenny, bezogen aufs Game oder auf Real Life bezogen? Das ist halt jetzt die Frage, ne?
Game, nee, dann Chun-Li. Also Game würde ich bei Chun-Li bleiben. Lass Pleasant landen, Jungs, für den Loot. Also beim Game bin ich bei Chun-Li, aber Real Life... Nerv nicht. Beides? Also, guck mal. Ja. Ich finde Black Widow irgendwie besser. Black Widow hat schon eine gute Figur auf jeden Fall. So, ist auf jeden Fall so, ne? Aber Chun-Li hat einfach so diesen Hüftschwung-Ass, ne? Was ist neu? Was meinst du mit was ist neu? Also man muss schon Chun-Li haben. Ey, Wolze, ich habe eine Frage an dich, okay? Wolze? Ich weise diese Unterstellungen zurück. Unterstellungen ist sind ein journalistischer Trick. Ich kann sein, dass ich gestern schön gefickt habe, dass ich entspannt bin. Sonst wäre ich schon da vorne. Ja? Bin in deiner Lobby, jetzt wird gestreamt, Snipe. Wahrscheinlich viel zu Fortnite, Digga. Du bist doch noch auf deiner Weltreise, Bro. Bin kurz das Essen. Ey, einfach nur, yo, guten Appetit, Bro. Guten Appetit. Ey, für alle, die es nicht mitbekommen haben, ich musste leider gerade den Stream kurz neu starten wegen Bock. Ey, Wolze, ich habe eine Frage an dich. Bist du da? Wolze, ich habe eine Frage. Sag, ob du da bist. Ich muss wissen. Was für Weltreise, Emma? Das ist eine gute Frage. Also, die Frage ist GD? Fragezeichen. Das ist meine Frage. Okay. GD? Fragezeichen. Ey, Frozen, was geht? Schön, dich zu sehen. Was? Ey, kann dir mal jemand holen, Digga? Wurde ich gerade von einem Bot gekillt? Nicht GD. Also doch, GD, ja. Mr. GD, also nein. Okay. GD, Digga. Mr. größter Fortnite-Pray. Ey, ich hab den geholt, Mann. Ey, Frozen, wie geht's? Er ist so dumm, Mann. Er ist einfach nicht gestorben. Was war das denn bitte, Bro? Was war das denn bitte? Das war Bug! Leute, es war Bug. Ihr habt's auch gesehen, okay? Ihr habt's auch gesehen. Ey, Digga. Ey, Bro. Voiceless. Du weißt noch, worüber wir immer so im Call geredet haben, ne? Check's mal aus. Bild dir mal noch eine Meinung. Hast du Code gekauft? Ja, habe ich gekauft von Vanessa, ja? Glaub schon. Ah, habe ich geschenkt bekommen, ne? Ich habe Kurt geschenkt bekommen. Hast du Widow geholt, Jenny? Ich habe Widow geschenkt bekommen. Was ist heute geplant für den Stream? Erstmal ein bisschen Mission machen für die Cora-Mission. Und dann mal gucken, ne? Vielleicht Customs und so weiter. Das Ding ist, Leute, ihr dürft eine Sache nicht vergessen. Es ist mitten in der Woche. Manche haben schon wieder Schule. Wir müssen gucken, wie viel los ist und so weiter, ne? Wir schauen einfach. Es ist auch schon ein bisschen später. Wir gucken einfach mal, wie es läuft. Und dementsprechend entscheiden wir dann, was wir machen. Ich versuche jetzt erstmal nicht mehr den Stream neu starten zu müssen. Kann ich mit dir spielen? Normal kannst du mit mir spielen, Frozen. Ich habe leider zuerst das hier genommen. Tut mir leid, Luca. Bin wieder da. King Bowser WB. King Bowser, wie lange hast du noch WLAN? Bald bist du wieder ohne WLAN, oder? Kann ich dir einen Discord-Link schicken? Was für einen Discord-Link willst du mir schicken? Achso, kann wer den Discord-Link schicken? Ja, der Discord-Link ist reingeschickt worden. Dankeschön, Möhre. Ey, Herbert, was geht? Schön, dich zu sehen. By the way, Leute, alle, die auf YouTube sind, ihr könnt auch gerne auf Twitch kommen, wenn ihr wollt, ne? Da ist der Main-Chat. Keine Ahnung, wann der genau weg ist. Okay. Warum wollen deine Eltern kein WLAN haben? Oder warum wird das? Warum seid ihr immer ohne WLAN unterwegs? Check ich nicht so genau. Frittenbombe? Oha, Frittenbombe, dankeschön. Dankeschön, Frittenbombe. Besser. Die meisten wohnen eh NRW, da sind Ferien. Ah, wir gucken, wir werden ja sehen. Es ist ja, wie es ist, wir werden es ja sehen einfach. Kannst ja jetzt nicht sagen. Man kann es ja jetzt noch nicht sagen, wir werden es einfach später sehen, ohne Druck, dies, das, ne? Einfach Chili-Milli. So, eine Banane, nützt uns aber nicht viel. Ja, Leute, lass mal weitergehen, oder? Fertig gelootet. Bisher gibt mal Tipps, wie ich eine Freundin kläre. Ja. Also Tipps, wie du eine Freundin klärst, ist schwierig zu sagen. Ich glaube, um heutzutage eine Freundin zu klären, brauchst du Riz. You got the Riz. Und wenn du Riz hast, kommt das von alleine, ne? Die Frage ist halt, hast du Riz oder hast du halt keinen Riz? Das ist halt die einzig relevante Frage. Finito, was geht? Finito, wie geht's?
Wie geht's dir? Wie war dein Tag? Was hast du so gemacht? Wo ist meine Pumpgun? Ich dachte, ich hätte eine Pumpgun aufgesammelt. Hä, wo ist die Pump? Hier ist die Pump. So. Gib mal einen Riss-Spruch. Einen Riss-Spruch, okay. Ey, Süße, du hast den gleichen Arsch wie Chun-Li. Würde ich jetzt, also, das wäre jetzt ein Riss-Spruch, den ich anwenden würde auf der Straße. Wenn ich jetzt eine kennenlernen würde und so versuchen würde, bei der zu landen, würde ich das sagen. Meint ihr, das würde gut kommen oder nicht? Würde es generell gut kommen, wenn man direkt so auf körperliche Attribute geht oder nicht? Dann guckst du so, wer ist Chun-Li? Bist du geistig behindert? Nee, Leute, das Ding ist, ich sag euch ehrlich, ich hab leider gar keinen Riss, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn es darum geht, jemanden kennenzulernen, bin ich eher so der Typ, der, auch wenn ihr es nicht glaubt, ja, vielleicht der eine oder andere wird es nicht glauben, ich bin eher so der Typ, der Leute kennenlernt, indem ich mich einfach mit denen unterhalte, gepflegt, ne? Mal ohne Druck kennenlernen, ohne Erwartungen kennenlernen und einfach mal schauen, wie es läuft. Das ist eher so mein Ding, ne? Und das kann ich ganz gut. Also ich kann mich ganz gut unterhalten. Zeig einfach deinen Fortnite-Kleiderschrank. Oh, das wäre gut, Jenny, ne? Das wäre gut, dann werde ich direkt jede. Aber ich bin, also ich lasse es eher so natürlich kommen. Leute, können wir Zone gehen bitte oder wollen wir nicht? Hier ist ein G-Waggon. Nee, ich finde es natürlich halt besser, ne? Frittenbombe, wo ist der Rest eigentlich? Okay, die kommen. Ey, Naruto ist cool, wie geht's dir? Bisher gibt es heute Custom Games, Gamertopf. Wir schauen einfach, okay, Leute? Wir schauen einfach, okay? Ich weiß noch nicht genau. Ich bin jetzt im Discord. Kylo, freut mich, dass du auf dem Discord-Server bist. Deine erste Frage, zockst du Fortnite? Stimmt, also das ist schon meine erste Frage auf jeden Fall, ja? Gleich wieder da, Nessie, bis gleich. Gut dir? Hey, mir geht's auch sehr gut, Naruto. Vielen, vielen Dank. Also ich persönlich, wie seht ihr das denn? Findet ihr es... Pami, geht's dir gut? Habt ihr schon mal wirklich versucht, aktiv jemanden zu klären? Oder seid ihr auch so eher natürlich gucken, wie es läuft halt, ne? Dampferpause. Oder seid ihr auch so, dass ihr eher mal schaut, wie es so läuft, wenn ihr euch einfach... Ja, warum halten wir eigentlich, wenn ihr es so natürlich entstehen lasst? Ich hab zwar einen Crush, aber... Ist trotzdem schwer so. Wer ist denn dein Crush? Wer ist dein Crush? Sehr gern, WB, mein lieber WB. WB. Mein Crush ist meine Freundin. Benuka, du hast eine Freundin? Nice. Wie lange bist du denn schon mit deiner Freundin zusammen? Da sind Gegner, Jungs. So, okay. Die ist Smash. Ja, deine Freundin sollte ja für dich auch Smash sein, oder? Also, wäre ja dumm, wenn nicht. 107 auf Kopf mit der DMR, Digga. Das sehe ich auch selten, ne? 107 mit DMR auf Kopf. Sieht man selten, hat man selten. Meine jetzt normale Freundin, keine feste. Ah, okay, okay. Eisfuchs, geht's dir schön, dich zu sehen. Wenn die Ja zu Fortnite sagt, muss der nächste Satz lauten, bin unreal. In einer Woche heiratet ihr. Ey, meinst du, das zieht? Meinst du, das zieht, aber ich bin nicht unreal? Meinst du, ich kann lügen und sagen, ich bin unreal, obwohl ich es nicht bin? Wäre das möglich? Und Icefox, wie geht's dir? Darf ich gleich mitspielen? Theoretisch kann jeder mitspielen, Madi. Du sagst, du kannst Edits 90 Sekunden. Kommen wir nun zu den Edits. Die hat blonde Haare und oben sind die so schwarz. Und die hat lange Haare. Okay. Ist es zufällig die Frau vom Kiosk, die dir Zigaretten gibt? Digga, Bro, Stevie. Kommen wir nun zu den Edits. Mir geht's gut und dir, Busy. Ey, Icefox, schön, dich mal wieder zu sehen. Du warst länger nicht mehr da, ne? Also, du warst so ein paar Tage nicht da. Ey, Icefox, ich sag dir ganz ehrlich, du wärst fast VIP geworden. Aber am Ende hat das Rennen Gelber tot gemacht. So. War irgendwo noch eine Kiste, aber kein Bock jetzt zu suchen. So. Auf jeden Fall, wie geht's dir, Eisfuchs? Alles eisig bei dir oder nicht? Können wir traden? Können wir jetzt mal traden? Digga, blonde Haare generell fast immer geil bei Mädchen. Findet ihr es wichtig, wer von euch ist Vengu Credit? Müsst mir sagen, wer das ist, sonst nehme ich euch nicht an. Findet ihr die Haarfarbe bei Frauen wichtig oder nicht? Also ist das ein Point für euch? Hey Nanashi, wie geht's dir? Schön dich zu sehen. Wie geht's dir? Nee, nicht so, nee.
Tschüss, muss leider gehen, weil morgen Schule habe. Alles klar, Kylo, bis dann. Also eine Blondine, ja. Rosane Haare, Pluspunkt, rosane Haare. Diesmal bleibe ich bis Ende. Ey, Madi, dankeschön. Wieso denn rosane Haare, Jungs? Also den rosane Haare, was ist denn da los, was lässt? Warum denn rosa Haare? Haare sind okay. Also, mir sind Haare eigentlich relativ egal, muss ich sagen. Sakura von Naruto, Digga. Das Einzige, was ich nicht so fühle, sind rote Haare. Hatte jetzt 3 Tage kein Internet, musste mein Taschengeld verdienen. Oha, was hast du gemacht, Eisfuchs? Hast du jetzt für Internet geackert? Niemals, oder? Rosa Haare sind komisch, nicht komisch, aber so unkonventionell einfach, oder? Hast ja auch keine, Digga, Schnauze. Nur weil ich keine Haare habe, heißt das nicht, dass ich nicht auf Haare achten kann. Besser will eine Frau mit Haarausfall. Ach, Digga. Ihr seid so verlorene Seelen. Also, die Haarfarbe ist mir nicht so wichtig. Ich mag nur keine roten Haare, weil rote Haare habe ich Flashbacks, schlechte Erinnerung. Digga, hat keiner eine Sniper? Mann, ich finde gar keine Snipies mehr, Digga. Das ist zum Kotzen. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine Sniper hatte in diesem Game. Nur diese scheiß DMCRs. Verlorene Leute, Glatzen sind schön. Ist so. Glatzen auf die 1, sage ich. Glatzen auf die 1! Oh mein Gott, ist das eine Sniper? Kann ich die haben? Hast du auch Sniper-Muni? Hat jemand Sniper-Muni? Bitte! Ich habe nur 3 Schüsse. Hallo? Danke schön, Luki. Ich küsse dein Herz. Nice. Wieder meine Sniper erslattet! Wenn der Hype-Train kommt, dann komme ich auch! Ey, Mann. Nee, nicht für Internet, habe nur Freunde von meinen Eltern ein bisschen geholfen und habe ein bisschen Geld verdient. Nice, Icefox, nice. Ich habe rote Haare. Naruto ist ja okay, kannst du haben. Aber ich meine bei Frauen halt, ne? Du bist ja keine Frau. Boah, nee. Ey, Jenny. Diesen Satz, der stammt nicht von mir, okay? Das ist ein Zitat. Das ist ein Zitat. Nur um das mal klarzustellen, ich würde sowas nie sagen. Das ist ein Zitat. Entweder schwarze, blonde oder braune Haare, so lang wie Bissers Glatze, Digga Schnauze. Hallo, wie geht's dir? Ey, mir geht's sehr, sehr gut, Luca, wie geht's dir? Hast du eine Sniper? Kann ich Muni? Ja. Hast du den nicht bei Rufschi gebracht? Den hab ich bei Rufschi gebracht, ja. Aber auch da, der stammt nicht von mir, also. Leute, ihr müsst euch vorstellen, ich sitze manchmal bin ich nach dem Stream, früh morgens um 4, 5 Uhr, sitze ich zum Beispiel mit Voiceless bei Discord und wir gucken uns Streamer an, okay? Wir gucken uns Streamer und StreamerInnen an und schauen dann, was so läuft. Und manchmal kriegen wir dann Bonbons serviert, die wir dann mit in den Chat bringen können, ja? So für sowas wie diese Sätze, ne? Ey, Jete, was geht? Du alter Saft-Jedi, Digga, alles fit bei dir? Ihr wart heute um 3 Uhr zu 10 im Call? Kann sein, ja? Kann sein, ja? Zieh mich da nicht mit rein. Voiceless, du brauchst dich jetzt hier nicht in Unschuld wiegen. Daniel, was geht? Sag jetzt nicht, du bist gerade erst aufgewacht, Daniel. Lenny Bubble, was geht? Schön, dich zu sehen. Niemals bist du gerade aufgewacht, oder? Das kann nicht sein, Digga. Das kann nicht sein, Daniel. Bissa, kannst du die Klappe zukleben mit Panzertape? Ich soll dir die Klappe zukleben oder mir selber? Was meinst du? Also mir selber sehe ich keinen Grund. Dir kann ich die Klappe zudrehen, ja? Zukleben, wenn du willst, ja. Ich habe eine Sniper. Ich habe eine Sniper und Muni. Ich bin der Beste. Okay. So, da hinten kommt die Amulette. Da hinten kommt goldenes Amulett, Jungs. Ich schaffe es tagsüber nicht wach zu bleiben. Digga, Daniel, was ist denn los mit dir? Du bist so fett gegondet, Bro. Du bist so... Daniel, ich bin auch gegondet. Kann man mitspielen? Normal kann man mitspielen. Aber ich stelle mir wenigstens den Wecker zu irgendwie halbwegs normalen Zeiten, dass es nicht ultra kacke ist. Aber du bist komplett verloren, Daniel. Bei dir ist alles verloren, Digga. Daniel muss später Nachtschicht arbeiten. Passiv, ja, das wäre gut, ne? Das wäre gut. Auch die einzige Möglichkeit... Wer hat eine Sniper und Muni? Bissa, magst du tiefe Stimmen? Wie meinst du das im Bowser? Ob ich tiefe Stimmen mag? Also ob ich die gut finde oder nicht gut finde? Ob ich die schön finde oder nicht schön finde? Also, habe ich jetzt noch nicht drüber nachgedacht. Nee, also. Also, ich sag, du redest wahrscheinlich von Männerstimmen, gehe ich jetzt mal von aus, ne? Und ich glaube, nichts ist mir egaler als die Stimme eines Mannes, ne?
Also gar nicht sogar. Es ist mir full Latte, wie die Stimme eines Mannes ist. Azumoni, bitte! Digga, hier ist doch irgendwo einer. Zeig dich jetzt, okay? Zeig dich jetzt. Digga, wo sind die? Bist du jetzt mal ehrlich? Hast du ein Auto? Nein. Hä? Leute, wisst ihr nicht, wie... Leute, ich bin immer in Berlin mit E-Scooter unterwegs. Immer mit E-Scooter. Ich hole mir immer diese Roller und dann fahre ich damit zu Lidl und so. Digga, warum ist Oi-Oi tot, Digga? Was mit Oi-Oi passiert? Oi-Oi, mein Bree. Was mit dir passiert, Diggi? Digga, er ist einfach dead. Hast du Fallschaden bekommen, Oi-Oi? Hast du Fallschaden bekommen? Schluck den Saft! Schluck ihn, Oi-Oi! Schluck ihn! Okay, gut. Klassischen Bizzer-Headshot kassiert. Ey, bei mir war es halt wirklich ein Headshot, okay? Bei mir war es wirklich ein Headshot. Okay. Ich hatte nur 2 Stunden Schlaf, dass ich ein bisschen gearbeitet habe und meinen kaputten Schlafrhythmus und dann Schule, perfekte Kombi. Boah, Eisfuchs, musst du wieder zur Schule? Ist ja voll eklig. Ist ja voll eklig, Digga. Darf man das klippen? Nein, man darf ihn nicht klippen. Ihr dürft nicht alles klippen, Digga. Heute war es schon wieder richtig knapp. Ich habe bei einer Streamerin, habe ich random einen Shoutout bekommen. Und wäre da dieser eine Clip rausgekommen, Digga, ich hätte mich im Grund und Boden geschämt. Zum Glück kam der nicht. Darf ich zu 100% in deine Gruppe? Madi, ich nehme einfach Leute random an, ne? Also 100% kann man immer nie sagen. Willst du meine Schule sehen? Wie meinst du, will ich deine Schule sehen, Lenny? Bist du Bilder von deiner Schule? Würde ich nicht posten, weil damit gibst du immer so bekannt, deinen Standort auch bekannt. Das würde ich an deiner Stelle nicht machen. Würde ich an deiner Stelle einfach sein lassen. Hast du Muni? Hast du eine Sniper, bitte? Da sind Gegner, so. Da sind Gegner, so, Leute. Wo sind die Gegner? Wo sind die Gegner? Nur noch 100 Meter. Mhm. Digga, wie ist Frittenbombe da jetzt schon wieder hingekommen? Ich bin noch gar nicht da. Fritte. Was war das denn für eine Warsch? Auf einmal Stream weg. Björn, ich musste neu starten wegen Bug. Bizzer Boss. Nee, an sich ist das... Na, okay, ich habe immer noch den Bug. Den Stehbug, Digga, den Freeze-Bug. Ich deinstalliere und lösche nochmal. Es ist okay, von 5 bis 9 schlafen, aber 9 geht's weiter und dann schlafe ich bis 16 Uhr wieder ein. Ach du Scheiße, Digga. Bizzer, mach mal Drachenlord, aka Bizzerlord. Was soll das sein, Kami? Weiß jetzt, wie Stibi vor 5 Jahren aussah. Wie sah er aus? Bizzer, rate mal, was für ein Tier ich habe. Meinst du Haustier oder was? Haustier, würde ich sagen, Katze oder so. Ey, dankeschön für die Muni. Dankeschön für die Muni. Jede, was soll das? Shots. Shots, Steps und Shots. Es ist so Bock, Digga. Es ist so Bock. Ey, minus 1, Fresse, Digga. Ich hab den voll getroffen, Mann. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ey, Schnauze, ich hab den voll getroffen. Es ist Bock. Digga, es ist Bock, okay? Leute, hier ist noch eine Snipe. Ey, Leute, das ist schon gut. Ich brauche keine Muni. Hört doch jetzt auf, ich bin voll Muni. Digga, extra daneben geaimt. Digga, ich hab nicht daneben geaimt. Steps. Hör auf zu sagen, dass 6 haben wir, okay? Achso, wie Drachenlord mit dem E-Scooter. Genau, wie Drachenlord, ja, so ungefähr. Bist du auch mal Nachricht lesen? Kann sein, dass ich hier und da was überlese. Wenn du kannst, einfach nochmal reinmachen. Er hatte pinke Haare. Achso, Stibi? Ja, weiß ich. Dass Stibi pinke Haare hatte, weiß ich. Was sagt ihr jetzt über Aim, Digga? Zone. Ey, chill. Zone ist da, okay? Oh, nice. Frittenbombe, RIP, wie ich sehe. Steps, links irgendwo, keine Ahnung. Wo sind die Steps? Jungs, warum seid ihr nicht Zone? Ich sehe nichts, Jungs, wo fightet ihr? Digga. Hast du Muni? Moin Bizzer, danke, dass du immer einen geilen Stream für uns machst und Kuss auf deine Glatze. Machst du heute einen Skin-Contest? Maxi King, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Ich werde vermutlich heute keinen Skin-Contest machen.
Aber bestimmt mal wieder, ja? Bestimmt mal wieder. Ah, toll. Das hat sich gelohnt für Jojo, mein Leben zu riskieren. Er schießt da mit fetten Blitzen auf meine Fresse. Ach, Digga. Ja, ist doch okay, Digga. Ich hab doch verstanden. Du willst auf mich schießen, während ich wegrenne. Du bist ein Wichser, hab ich kapiert. Digga, was? Wie viele sind denn da? Es ist so Bock, Digga. Ja, aber... Mann! Bro! Du bist ein Bot. Ich will auch Cora haben. Ist das Bock? Warum buschst du alleine, du Bot? Ich habe nicht gebuscht, ich habe gepusht. Und ich habe auch nicht gepusht, sondern die Zone ist einfach kleiner als dein Arschloch. Ja, deswegen hatte ich keine Wahl. Wohin hätte ich gehen sollen, Digga? Wohin hätte ich gehen sollen, Digga? Hätte ich im Sturm chillen sollen, Digga, mit 50 HP? Lennox, im Sturm? Wäre das die richtige Option gewesen? Verdammter Lennox-Bot! Wenn ich jetzt auch arbeiten würde, Lena! Niemals ignoriere ich dich. Wie geht's dir? Dein Game ist, dein Aim ist auch Code. Schnauze. Ist, alles gut, oi, oi. Alles gut. Keine Sorge, wir haben ja noch Luca, der regelt jetzt alles. Luca der Beste. Ah, Lennox, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, du redest wie ein Bot. Gut, dir, ey, Lena, mir geht's sehr gut, danke der Nachfrage. Wer ist eigentlich gerade auf YouTube? Auf YouTube ist Mardi, Janine, Lena, Luca, Herbst, Oster, Bakker. Die auch YouTube-OGs halt, ne? YouTube-OGs halt. Du spielst wie einer, du siehst aus wie einer. Können wir please einen Skin-Contest machen? Maxi King, heute nicht. Wir hatten beim letzten Mal Skin, beim letzten Stream hatten wir einen Skin-Contest. Luca, der Carry. Luca, carry uns. Na, schade. Schade, schade, Jungs. Schade, schade, Mann. Ja, war halt dumm, ne? Ja, auch dumm gespielt zum Schluss. Auf jeden Fall, Lena, mir geht's sehr, sehr gut. Danke der Nachfrage. Bin ein bisschen mad darüber, dass ich jetzt so verkackt habe, aber davon abgesehen, alles gut. So. Finny, komm rein. Damien, komm rein. Und ich hab nochmal, unklar war gerade drin, ne? Ich hab noch Dings versprochen, dass der rein kann. Nochmal. Die Dark Möhre. Ach, Dark. Möhre, schick mir nie wieder Gruppeneinladungen, okay? Schick mir nie wieder Gruppeneinladungen, Möhre. Nie wieder, Digga! Mardi, was geht? Welche Mission muss man für Cora machen? Das sind einige. Das sind einige Missionen, also, ja. Ich mach gerade die mit den Schaden zum Beispiel. So, Finny, komm rein. Kann ich mitspielen nochmal? So. Okay, sind wir voll? Ich glaube schon, oder? Digga, ich hab dich doch schon angerufen. Ich hab dich jetzt zweimal angerufen, Möhre. Nimm doch, komm doch rein. Kuss, Kuss, Finny. Digga, Möhre kommt nicht rein. Ich muss noch was für Cora machen. Ja, ein bisschen was, ja, auf jeden Fall. Bin gerade dabei. Digga, was für Gruppenkeile. Bis er wann WoW-Stream gar nicht, Kami. Kussi auf die P. Okay. Ich mach keinen WoW. Kann ich mitspielen? Markus normal schon, ja. Mardich muss ich nächste Runde annehmen, weil Möhre verkackt hat. Und wann Custom Games, weiß ich noch nicht, um. Möhre, drückst du bitte ready up. Kannst du mal Skin Contest? Haben wir beim letzten Mal gemacht, Jungs. Ey, wart ihr nicht dabei beim letzten Skin Contest? Am Wochenende haben wir doch einen Skin-Contest gemacht, Leute. Wir waren voll viele und haben alle zusammen Skin-Contest gemacht. Blizzard, zeig mal Shop, bitte. Shop ist nichts Krasses gewesen, wirklich. Immer noch hier die Mellos. Die Nike-Skins. Hier, der voll hässlicher Skin, Digga. Der Skin ist so scheiße, Digga. Auch diese... Oh, ich finde es einfach hässlich. Na, egal. Hamilton ist wieder drinne. Die Marvel-Sachen sind noch drinne. Ja. Wirklich nichts Krasses, ne? Zeig Spinn, meinst du? Kann ich mal.
Spiel mal Kurt. Okay, nächste Runde. Liebe die Nike Skins, ich weiß, ich finde die aber nicht so gut. Heute maybe, was meinst du genau heute, ob wir heute Skin Contest machen? Das nicht, also heute kein Skin Contest nehmen. Wo bin ich denn jetzt gelandet, Digga? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ich habe bei irgendjemandem gelurkt und bin komisch auf einen ganz komischen Pfad gelandet. Ey Leute, danke schön an jeden, der den YouTube-Stream geliked hat. Ich sehe es immer, ich gucke mal rein. Vielen, vielen Dank dafür, okay? Vielen, vielen Dank dafür. So. Okay. Bruder, wie wir im Call waren und Fett den Win geholt haben und Möhre kommt erstmal Shop spoilern. Digga, das war wirklich krank, Digga. Möhre spoilert einfach den Shop, so geisteskrank. Hab neue Kombi gefunden. Loch in Brötchen und dann Feta rein. Was? Das klingt so komisch, Möhre. Loch in Brötchen und dann Feta rein? Was soll das sein? Soll das was zu essen sein? Ey, jo, danke für den Lurk. Ja, Damien. Ja, auf jeden Fall, ja. Würde ich, da hast du recht, ist ein gutes Argument. Hol den E-Scooter-Emote, mache ich. Habt ihr schon Avatar? Koche? Ich habe ihn schon längst. Alle zwei Varianten. Und ihr? Nee, ich habe ihn noch nicht. Taurus? Ich bin gerade dabei. Also ich mache gerade so nebenbei so ein bisschen. Wir zocken ein bisschen einfach Customs mit, nicht Customs. Wir zocken ein bisschen BR mit Leuten im Chat und so. Und dann machen wir dann irgendwann, ne? Ich habe jetzt alles an Spider-Man Story mit DLCs und Spider-Man 2 durch. Morgen kommt's an. Bin ready dafür. Oh, Daniel, du wirst so suchten, ne? Ist aber noch was Besseres. Einfach Schokoküsse ins Brötchen. Ist geil. Meint ihr es ernst jetzt? Dominik, wie geht's? Schön, dich zu sehen. Leute, übrigens, alle von euch, jeder von euch, der gerade bei YouTube ist, ne? Der Mainstream, okay? Der Mainstream ist immer bei Twitch. Also, wenn ihr gerne mit dem gesamten Chat reden wollt und so, bei Twitch sind wir immer so, ich weiß nicht. Wie viele Leute sind gerade bei Twitch? Ich weiß nicht, ich gucke, ich habe die Zahlen nicht da. Aber falls ihr mit den Leuten bei Twitch reden wollt, kommt einfach zu Twitch. Bei YouTube sind halt viel weniger, ne? Deswegen. Nur wenn ihr wollt. Ihr müsst nicht, aber wenn ihr wollt, könnt ihr gerne auf Twitch kommen. 48, ja, okay, es sind gerade 50 Leute bei Twitch. Falls ihr da hinkommen wollt, kommt hin. Ansonsten halt nicht. Ne? Dankeschön, Dankeschön, Jungs, fürs Bescheid sagen. Okay. Okay. Okay, gut. So. Okay, okay. Digga. Warum muss ich nachladen, Digga? Digga, aber Mann! Möhre, hol den, ja bitte, hol den. Hinter dir ist noch eine Möhre. Ich bin solch wie ein Bot gespielt, Digga. Wie ein Bot gespielt, Digga. Bis er hinter dir Kappa. Ja, ich weiß. Bock! Dankeschön. Weißt du, Daniel, ich hab dir schon mal was dazu gesagt. Letztes Mal im Stream habe ich dir was dazu gesagt, dass wir zusammen in der Lobby gespielt haben, Daniel, okay? Check die Statistiken. Mehr sage ich dazu nicht. Und ansonsten lutsch. Jetzt bist du der Bot und nicht ich. Ja, Lennox, ich schwöre, jetzt war ich wirklich gerade richtiger Bot, Digga. Ich habe so, mit Nachladen habe ich so auf ihn gezielt, aber es kam nicht. Die ganze Zeit so, ich habe gedrückt, obwohl ich nachladen musste. Das war wirklich fetter Bot. Ha, 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 bin trotzdem besser. Nee, glaube ich nicht. Also for real glaube ich wirklich nicht. Aber allein schon, dass du es immer erwähnen musst und dass du sagst und so, zeigt schon, dass du es nicht bist. Nee. Leider nicht, Daniel. Ey, Lemmy, was los? Moin, wie geht's dir? Ey, gejustet, Digga! Ich liebe den Namen einfach. Was geht? Ich sehe doch, wie du spielst. Du siehst, wie ich Onstream spiele. Und offscreen siehst du dann die Statistiken, Digga. Ganz einfach, Daniel. Ganz einfache Sache. Digga, warum erwähnst du das immer wieder, Daniel? Naja, ist auch egal. Ich will mich gar nicht auf so eine Scheiße einlassen. Von mir aus bist du der beste Spieler der Welt. Man braucht Mädchen in einem Leben wie Muslime. Warte, was? Man braucht Mädchen in einem Leben wie Muslime sagen das. Was? Was? Nix? Man braucht Mädchen in seinem Leben, wir Muslime sagen das. Ich check die Aussage nicht. Ähm,
Gute Nacht, Landcraft, schlaf gut. Ja, auf jeden Fall, was soll ich dazu sagen, Digga? Hä? Also, das ist ja nicht nur Muslime, oder? Das ist ja jeder irgendwie. Nihoste, danke schön für deinen Lurk. Das ist doch jeder, sagt doch sowas, oder? Also, ein Partner einfach. Nein, nein, das stimmt nicht. Wir dürfen selbst entscheiden. Was dürft ihr selbst entscheiden? Kannst du Einladung annehmen, Markus? Schick mir eine Anfrage bitte, wenn ich erst aus der Runde bin. Er meint, dass Muslime sagen, dass man Mädchen im Leben braucht, I guess. Ja, schon. Also, so das für, also das ist eine Voraussetzung. Ach, keine Ahnung, ja, scheiß drauf. Mir sagt schon eine Freundin unserer Fortnite, ist so Lennox. Ich bin mit Fortnite zusammen. By the way, ich habe mir nur, Frau meine ich, ich habe mir die rote Ritterin habe ich mir nur wegen dem Backbling gekauft. Ne? Ihr könnt sagen, was ihr wollt, Jungs, aber dieser Backbling ist einfach todesclean. Ne? Der ist einfach todesclean, dieser Backbling. Er sieht einfach so gut aus. Nur deswegen habe ich rote Ritterin gekauft, ich schwöre. Es gibt legit keinen anderen Grund. Ich finde rote Ritterin nicht mal nice. Sorry, Internet abgekackt. Alles gut, Lenny, passiert. Bis wann holst du schon die Kami, wenn sie in Chat, wenn sie in Stream Dings kommt, ne? Wenn sie in Dings kommt halt, ne? In Shop. Ich sehe, wie Daniel mit Möhre auf Bett ist und beide Mello schauen. Digga, niemals macht ihr das? Nein, oder? Das ist ein Cap. Chun-Li, 10 von 10, minus 10 von 10, Digga. Es gibt tatsächlich Leute, ey, ist Jenny noch da? Jenny, bist du noch da? Kannst du dir vorstellen, dass Daniel Chun-Li nicht feiert? Kannst du dir vorstellen, dass Daniel Chun-Li nicht feiert? Er sagt, die ist hässlich. Nur weil sie ein bisschen Muscle hat. Die hat halt stramme Schenkel. Doch Möhre macht das? Nein, Möhre. Er ist los, ist so. Okay, sie hat ein bisschen muskulöse Beine und so, aber du kannst, stell dir vor, jemand belästigt dich und Chun-Li kickt ihm einfach ins Gesicht. So nice. Leute, Umfrage, also keine richtige Umfrage, sondern mit 1 im Chat. Wer findet Chun-Li gut? 1 im Chat. Wer findet Chun-Li kacke? 2 im Chat. Ey, Bayer, das stimmt, ja. Safe. 1, 2, 1, 1, 1, 3, gleich okay. Okay, wo ist Chun-Li? Chun-Li ist meine Schwester wahrscheinlich. 69, super. Digga, 11 ist Doppel 1. Also Chun-Li richtig krass. Warum bin ich hier eigentlich alleine? Wo sind meine Mates? Was machen die da hinten? Warum sind meine Mates immer irgendwo? Hallo, Mates. Leute, Chun-Li ist wirklich krass, okay? Chun-Li ist wirklich krass, wir müssen nicht darüber reden. Wann ist Möhre gestorben, Digga? Was ist mit der Möhre passiert? Was ist lustiger als 24? 25? saug mal sein Loot. Nee, er braucht ja auch was, wenn er wiederkommt. Er braucht ja auch Loot, wenn er wiederkommt, ne? Ach, wir haben gar nicht Möhre. Ach, die haben wiederbelebt. Ich dachte, wir hätten. Ach, Digga. Mann. Ich brauche jetzt hier Möhre gleich, Digga. Es geht so nicht weiter. Wo ist meine Möhre? Möhre, wo bist du? Möhre immer irgendwo alleine unterwegs. Ja, deswegen auch immer dead, Digga. Mann. Ich habe leider keine Mobility. Es fuckt so ab, Digga. Oh, nice. Von allen Seiten. Ja, aktiviert. Ah ja, gut aktiviert. Gut aktiviert gerade. Mann, Digga. Von allen Seiten werde ich gefickt, Digga. Sehe ich aus, als wäre ich auf der scheiß Gangbang-Party. Mann. Raven, was geht? Ich kann das nicht mehr. Es ist Bock. Maxi King, bitte nicht erwähnen, dass du auch streamst in meinem Stream. Kauf deinen Account, wo schon nie drauf ist. Ja, es kostet aber, ne? Ich habe deinen Kanal geteilt. Ey, Taurus, Dankeschön, Mann. Dankeschön. Ja, bitte. Waren wieder Vollgeist? Gar nicht. Fall Guys würde ich halt legit wieder spielen, wenn ich vielleicht irgendwann mal einen Sabaton mache und dann mal wieder irgendwie so, ja, dann vielleicht, ne? Aber so kein Fall Guys erstmal.
Sorry für die Nachricht. Alles gut, Maxi King. Vanguardic-Phone. Ich immer eine Runde Rumble, da wirst du komplett gef... Wann wieder Mario Kart 8? Ich glaube gar nicht. Also vielleicht irgendwann mal wieder so für zwischendurch, aber... Guck mal, wenn jetzt Fortnite Bock wäre, man nicht spielen könnte, würde ich Mario Kart zocken. Irgendwie so. Minecraft 8, Digga, wahrscheinlich. Wann wieder Shiny an? Boah, Icefox, ich schwöre, darauf hätte ich halt richtig Lust, ne? Ich find's legit traurig, dass kein Pokémon dieses Jahr kommt. Wirklich jetzt. Wirklich jetzt. Ich find's real talk richtig, richtig traurig, Mann. Das hätte ich gerne gesehen. Ein schönes, geiles Fortnite. Ja, Fortnite sage ich, Pokémon. Aber auf der anderen Seite ist es auch gut, dass keins kommt. Weil dann können die sich endlich mal darum kümmern, dass es gut wird. Was lange währt, wird endlich gut, ne? Was sind Party-Games? Wann kommt ein Stream mit Jugger? Ich habe in der Vergangenheit schon mit Jugger gestreamt. Und Jugger macht derzeit etwas, was ich gar nicht mache. Und das ist Brawl Stars spielen. Und generell macht er eher so alleine Streams. Und ich auch. Und deswegen eher nicht. Aber ich habe auch immer wieder mal gelesen und gehört, Brawl Stars. Ist Brawl Stars, macht Brawl Stars wirklich so krank Bock? Bock Brawl Stars wirklich so geisteskrank? Niemals, oder? Roblox halt legit niemals. Ja. Mit Roblox hätte ich halt legit niemals spielen. In 14 Tagen kommt Ground für die Switch. Bin voll hyped. Was ist das für ein Game, Icefox? Am Anfang nicht, zuerst später, okay. Was ist das für ein Game? Möhre mittlerweile in meinem BS-Club gejoint. Okay. Und bei Battle Royale. Hallo, Taurus. Ja, hallo. Oh fuck, Zone kommt. Gar nicht gesehen. Nice. Und keine Ausdauer mehr. Finde ich gut. Zone, lass mich in Ruhe, Zone. Lass mich in Ruhe, Zone. Ey. Es ist Burg. Komm her. Okay. Gut. Wir waren 1 gegen 1 gegen Itona. Ich will ihn nicht verletzen. Ich will Itona Real Talk nicht verletzen im 1 gegen 1, deswegen. Bot! Du bist ein Bot, Digga! Deswegen verkackst du auch Sniper gegen scheiß Dingswaffe, Digga. Weil du ein fetter Bot bist. Wie kann man im Sniper-Duell gegen dieses scheiß Kacksturmgewehr verkacken? Ah, das ist ein Snipper. Hini! Okay. Hat jemand ein Medkit von euch? Oh, die Banane kommt gut jetzt. Jungs, die Bananen kommen jetzt richtig saftig, Digga. Danke für die Bananen. Itona jetzt stärker und besser wie du. Lennox, was soll das? Warum sagst du das? Lennox, richtiger Player-Hater. Lennox generell sehr frech in letzter Zeit, oder? Schreibt nur sehr viel Nonsens. Nie so richtige Sachen rein. Krass, Lennox, interessant. Hat jemand Muni? Sniper-Muni? Wieso isst du zwei Bananen? Weil ich nie genug kriege, Daniel. Nie genug. Die erste Banane für den Geschmack, die zweite für den Flex. Verstehst du? Danke für die Muni. Nee, Spaß. Ich hab einfach nicht drauf geachtet. Da lag Muni hier. Ja, ich habe gerade Muni eingesammelt. Alter, ich will auch diese Fähigkeit benutzen. Lennox hat Bock. Ich schwöre, Lennox hat ein bisschen Bock in letzter Zeit, ne? Du isst halt immer Bananen, also ja. Ey, kommt drauf an, ob du reinkommst, ne? Ich nehme die Leute halt immer an, die mir eine Einladung schicken. Ja bitte. Wer hat da gerade geschossen? Was kann ich für euch tun? Okay, gut. Oh. Dankeschön. Es ist Burg. Hat jemand von euch die Wasserwaffe schon ausprobiert und kann was dazu sagen? Wie findet ihr die? Dankeschön an die Leute, die gerade bei YouTube diese Herzen reinsenden. Ich sehe es im Augenwinkel. Blizzard schon die ist bei der dritten... Ist bei dir 3 Uhr nachts? Was? Blizzard schon die ist bei dir um 3 Uhr nachts. Laber wirklich jetzt? Kommt sie dann? Schutz im Nahkampf? Okay. Ich habe schon eine Schnipper. Ich habe schon eine. Okay, let's go.
mach mal was damit. Hab was damit gemacht. Lenny Bubble nehme ich an. Der ist bei mir im Chat. Mach mal was damit. Schnell, mach jetzt was damit. Ja, okay. Was hat Bayer gerade geschrieben? Er hat eine Nachricht geschrieben. Ich sehe sie aber nicht. Bayer, ich sehe deine Nachricht gerade nicht. Bin ich gerade dumm? Ah, du musst Bananen-Emote auch für Nicht-Abonnenten hinzufügen. Bananen-Emote? Oh, das ist aber ein animierter Emote. Das geht halt schlecht, Bayer, ne? Und die Antenne, was geht? Wie geht's hier? Moin, hab gerade Performance Cup gespielt. Wie läuft's? Wie lief's? Wie geht's hier? Chun-Li oder Fortnite? Chun-Li in Fortnite. Ah, ich will die Waffe ausprobieren. Schnell, 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 schnell. Friss mein Wasser, Digga! Friss mein Wasser, Bro! Friss es! Friss das Wasser, Digga! Ich bin wasserbändiger! Spaß. Alles gut, Leute. Ich bin nicht durchgedreht, okay? Ich bin nicht durchgedreht. Besser Suchverlauf. Ich kann Fortnite-Skins heiraten. Kann man Fortnite-Skins heiraten? Wahrscheinlich, Digga. Bitte, bitte, bitte nächste Runde. Ich meine Avatar Koras Fähigkeit. Ah, okay, okay, okay. Ich bin Lion irgendwas. Okay, eh, weiß Bescheid. Top 4500, weil mein Mate in der zweiten Runde Disconnect kassiert. Ah, ja, Antenne, das ist eklig. Lädt die Waffe nochmal. Ja, die, also, da, du siehst doch da so einen kleinen Balken rechts neben dem Fadenkreuz. Ich glaube, das, also da, das ist das Ladeding, ne? Die geht, die, also, verstehst du? Das ist jetzt ein bisschen Borg. Jetzt haben wir hier eine Borg-Situation, Jungs. Eine sehr, sehr Borg-Situation haben wir hier gerade. Das war auch Borg. Das war gar nicht gut. Ich weiß, wo ihr seid, Jungs. Ich kann euch aber gerade nicht wiederholen. Hier sind noch zu viele. Scheiße, Bock! Mann! Es kann nicht wahr sein, Digga! So eine Scheiße! Hey, Luacha, was geht? Alles fit bei dir? Ach, Mann! Da ist Aim, da ist Aim! Ja, da war halt tatsächlich Aim, aber trotzdem verkackt! Mann! Ey, wie geht's dir, Luacha? Alles fit, schön, dich zu sehen! Kleiner Raid muss auch mal sein, leider ja, leider ja. Und gratuliere nochmal persönlich zur Partnerschaft. Auf jeden Fall verdient und geisteskrank insane Zahlen, die du da in letzter Zeit hattest. Sehr, sehr verdient die Partnerschaft. So Leute, schick Beitrittsanfragen. Lea Love, wie geht's dir? Schön dich zu sehen. Wir spielen ein bisschen Fortnite, chillen ein bisschen, quatschen ein bisschen. Das Übliche halt, ne? Das Übliche, Lea. Kann mich wirklich nicht beklagen. Gut, und dir, mir geht's auch sehr, sehr gut. Leute, gebt gerne mal einen Shoutout an Luacha, die spielt zwar meistens so Animal Crossing und eher so Cozy Games, aber auch mal Mario Kart. Aber das Wichtigste ist, die hat die Twitch-Partnerschaft bekommen. Da kann man schon mal einen Shoutout da lassen. Dafür braucht man nämlich 75 Zuschauer Average und das ist schon sehr, sehr viel. Also, für mich wirkt das fast unmöglich irgendwie zu schaffen. Ne? Also 75 Zuschauer Average. Das wirkt so abwegig weit weg für mich, also wirklich geisteskrank. Von wegen, ich darf 100% diese Runde. Ey, Damien, nächste Runde, okay, 100%, ich vergesse es halt, ne? Nächste Runde safe, okay? Ich habe Damien, schickt mir jede Runde voll viele Leute Anfragen. Muss verstehen, ich vergesse es dann einfach, ne? Erinnere mich nächste Runde dran, kurz bevor die Runde zu Ende ist, dann merke ich es mir, okay? Wer ist jetzt gerade noch zusätzlich rein und muss gehen? Bald auch mit Bizzars fast immer 55, Kami. Wird dir wahrscheinlich Luacha bestätigen können. Kann der Letzte, der gerade reingekommen ist, bitte rausgehen? Sonst muss ich dich kicken. Wäre nett, wenn du einfach freiwillig gehst. Das kann dir Luacha wahrscheinlich bestätigen. Der Unterschied zwischen 55 Zuschauern und 75, auch wenn es nicht viel klingt, ist geisteskrank viel. Wir reden wirklich von Average-Zuschauern, Leute. Also durchschnittliche Zuschauer. Okay. Wer ist der Letzte da? Okay, dankeschön.
kann sich echt ziehen und es werden auch keine Raids mit. Ach, es werden keine Raids mit. Okay, ich sag ehrlich, Luara, ich bekomme zwar hier und da einen Raid, aber nicht wirklich häufig. Also, was soll ich sagen? Ich sehe das, also ich versuche das mal so auszudrücken, dass es nachvollziehbar ist. Ich sehe das ja immer bei zum Beispiel dir oder bei anderen Streamern und Streamerinnen einfach, dass ihr euch gegenseitig halt so hart supportet. Ihr raidet euch, dann erwähnt ihr euch in den Instagram-Stories und so weiter. Und das ist alles cool. Ja, das ist alles fein und kann man machen, wie man will. Bin ich allerdings nicht so ein Fan davon, weil ich mich, und das ist ein persönliches Ding, schwer damit tue, Kontakte zu knüpfen. Also, ich will nicht, dass es zweckdienliche Kontakte sind, versteht ihr? Und ich komme mir heuchlerisch vor, wenn ich mit jemandem einzig und allein aus dem Grund einen Kontakt suche, weil die Person auch streamt. Zum Beispiel kam ich in deinen Stream und hab da einfach gerne gechillt, bevor du überhaupt wusstest, dass ich streame. Also das war, so hat sich das so ein bisschen natürlich ergeben. Ich mag es nicht, wenn es so unnatürlich gewollt ist. Also das ist nicht so mein Ding. Da mache ich es lieber alleine. Also ich krieg kaum Raids, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber auch, weil ich da nicht so drin bin in dieser Bubble. Aber wir mögen einander doch zum Beispiel und stehen beide auf Animal Crossing. Das passt doch safe. Aber es war nicht dieses typische, ich habe dich angeschrieben und habe gesagt, ey, Luara, wie geht's und so, du streamst auch. Wollen wir vielleicht mal was starten und vielleicht Community so verknüpfen und so. Das bekomme ich halt sehr, sehr oft mit und das ist halt gar nicht mein Ding. Also darauf stehe ich halt gar nicht. Ich mag es, wenn es sich natürlich entwickelt, zum Beispiel wie mit Voiceless oder auch zum Beispiel mit dir oder halt anderen auch. Ich kenne ja auch ein paar Streamer. Das fühle ich sehr. Aber auf Krampf ist überhaupt nicht mein Ding. Gar nicht, da bin ich raus. Da warte ich dann, da kann ich mich auch gedulden. Also ich bin ja nicht unzufrieden mit den Zahlen und deswegen ist es für mich easy. Also gar kein Stress, dann dauert es halt ein Jahr länger von mir aus. Ist für mich vollkommen okay. Ich habe mal in der Schule Werbung für dich gemacht. Hey, dankeschön, Gabertoad. Dankeschön. Muss schon auf natürliche Weise kommen und man muss sich verstehen. Safe. Und ja, dass Raids nicht mitgezählt werden bei der Bewerbung für eine Partnerschaft, wusste ich gar nicht. Ist aber eigentlich gut, oder? Weil Raids sind ja keine reellen Zahlen. Reelle Zahlen sind ja die Zahlen, die du erreichst mit deiner Zuschauerschaft ohne Raid. Würde auch nie an jemanden raiden, den ich nicht gerne gucke. Da tue ich mich halt auch sau schwer, Leute zu raiden. Ich raide auch sau oft nicht, weil keiner mehr online ist, den ich raiden möchte, also von den Leuten, die ich kenne. Hin und wieder gucke ich dann mal in den Kategorien, in denen ich bin und schaue, ob jemand da ist. Beim letzten Mal haben wir auch jemanden geradet, das hat sich gelohnt, aber oftmals sind Raids halt auch extrem undankbar. Da raidest du irgendwelche Leute und die nehmen das für selbstverständlich, nehmen das gar nicht wahr und sind dann einfach so, nee, das, also ich tue mich da ganz schwer, also ich will schon die Leute irgendwo hin raiden, wo ich weiß, dass sie auch gut aufgehoben sind. Irgendwie, ne? Weiß nicht. Und ja, halt auch nicht zu, ich sag mal, bestimmte Leute, bestimmte Kategorien oder bestimmte Art Menschen und Streamer würde ich halt auch nicht raiden. Deswegen immer so eine Frage von, ich kenne dich oder kenne dich halt nicht. Deswegen raide ich halt auch oft gar nicht. Wenn ich die Person kenne, raide ich immer, aber sonst nicht. Sowas ist auch echt unfreundlich, macht man nicht. Ja, safe. Es ist auch wirklich unfreundlich. Man kann sich immer mal die 2 Sekunden Zeit nehmen und auch mal Danke sagen. Hey, guten Abend, was machen Sachen? Hey, Hannover, wie geht's dir? Wir spielen ein bisschen Fortnite, zocken ein bisschen, quatschen. Das Übliche halt, ne? Das Übliche. Bisschen den Abend ausklingen lassen. Versuchen, Korra endlich freizuspielen, weil ich will die alte endlich haben. Und ansonsten machen wir halt nicht so viel, ne? Immer beten, dass man den Sniper findet. Hier sind, by the way, Gegner irgendwo. Steps on me, Jungs. Bin ich alleine? Hoffe nicht. Dankeschön für deinen Lurk, Luara. Vielen, vielen Dank. Der von dem Reddit ist cool. Was meinst du, Finny? Check ich gerade nicht. Was meinst du? Ey, war unklar, dass ich schon mal dabei, fällt mir gerade auf. Unklar, warst du schon mal dabei und hast dich nochmal neu reingemogelt? Du warst doch schon mal im Game, oder? Ich mach mal Auge. Warum machst du Auge, Damien? Nee, kenne ich nicht, Digga. Bitte keine Werbung für deinen eigenen. Oha. Darf ich die haben? Ey, Jan, danke schön, Digga. Danke dir. Ist nett von dir. So, okay. Bis an deinem alten Pokémon-Quiz, wer war die Frau, die gefragt hat, warum du die Brille auf hast? Ah, das war Melissa Gabertoad. Wieso? Also krass, dass du das noch weißt. Das war Melissa, ja?
Kennst du sie? Also es war ja wirklich ein ganz altes Video von mir, ne? Sehr, 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 sehr altes Video von mir. Nee. Aber ja, ich war also, also die Twitch-Partnerschaft, Jungs, ist wirklich schwer zu erreichen. Also da brauchst du wirklich schon, ich sag mal, um Twitch-Partner zu werden, Mimi, wie geht's dir? Schön, dich zu sehen. Lange nicht gesehen. Ey, Mimi, Mann. Was geht bei dir? Lange nicht gesehen. Hoffe, dir geht's gut. Du brauchst halt, ich sag euch ehrlich, um Twitch-Partner zu werden, brauchst du, damit du auch angenommen wirst, im Schnitt so um die 100 Zuschauer, das kann ich euch sagen. So 100 Zuschauer im Schnitt und du schaffst es, Partner zu werden. Vorher nicht. Vielleicht auch 90, aber du brauchst halt immer so 100 Zuschauer. 90 bis 100 Zuschauer. Safe. Das ist halt schon ein harter Weg. Er war schon in einer Runde. Ja, er war schon in einer Runde. Das dachte ich mir auch. Das dachte ich mir auch. So, okay. So. Mimi, wie geht's dir? Und wo hast du gesteckt vor allem? Wo haben sie gesteckt? Hat jemand Muni? Oh, dankeschön. Dankeschön. Hat jemand Muni? Ja, Arbeit, bin früh schlafen. Immer, mir geht's gut. Ey, freut mich, Mimi, freut mich. Wie läuft denn die Arbeit? Gefällt sie dir? Gefällt sie dir nicht? Dankeschön für die Muni. Ja, Jungs, lass ein bisschen weitergehen, oder? Dann hast du gesagt, ich bin Lehrer. Geh mal tot. Bist du Lehrer? Nehm dir frei, Mimi. Kündige, Mimi. Gonde wieder extrem ins Internet-Lifestyle. Leute, ich habe genug Money, alles gut. Internet muss sein. Im Internetleben ist immer wichtig. Warten wir hier auf die Bahn, dann kann ich aber auch dampfen, wenn wir jetzt warten. So. Zack. Naja, also zu viel Arbeit ist nicht gut, Mimi. Nimm dir frei, kündige am besten und chill. Hallo, hallo, ja, Taurus, was kann ich für dich tun? Bisa, was ist deine Meinung eigentlich zur Banane der Götter? Lustiges Item, finde ich gut. Also, Gelber Tod, das ist meine ehemalige Mitbewohnerin. In dem Video, die Frau, die du meinst, ist meine ehemalige Mitbewohnerin. So, wartet mal, Jungs. Sind das Shots? Oh, Leute, Shots. Oh, klipp das, Digga, und sag dann nochmal, dass ich kein Aim hab. Das nicht. Das nicht. Aber das davor. Digga, was ein nice Shot das war. Krank. Wie heißt du in-game, Markus? Wie heißt du in-game, Bro? Du hast einmal Hogwarts-Quiz gemacht und du wusstest alles. Das war, glaube ich, kurz vor Hogwarts Legacy. Da wollte ich das richtig zocken und dann wurde ich einfach von Hogwarts Legacy mies verkauft, ne? Digga, Jan geht einfach mal schön auf die Bahn, gemütlich. Hast du alles gewusst? Ich bin auch großer Harry Potter Fan, muss ich sagen. Moin Bisa, erinnerst du dich noch an mich? Bin Mücke. Ja, erinnere ich mich. Also Mücke kenne ich noch den Namen. Schön, dass du mal wieder da bist. Wie geht's dir? Hast deinen Namen geändert? Digga, wir können jetzt nicht die ganze Zeit dem Zug hinterher rennen. Du musst selbstständig wieder zurückkommen. Du musst selbstständig wieder zurückkommen, Bro. Digga, Billy Bounce ist so wichtig. Billy Bounce ist so, so wichtig. So, okay, wir sind anscheinend nur noch zu zweit. Unser Team hat sich aufgelöst. Machen wir jetzt? Das zweite habe ich geklippt. Digga, warum das zweite? Warum nicht den geilen Shot? Warum nicht den geilen Shot? Warum klippst du das zweite, Digi? Ach, ist Kratos da? Nee, Kratos ist Arbeit, Mann. Leute, ihr wisst alle, wer Kratos ist, ne? Ihr wisst alle, wer Kratos ist. Kratos hat immer gesagt, nein, niemals spiele ich Fortnite. Scheiß Fortnite. Aber er ist jetzt fett in Fortnite drin, Digga. Ich habe mit ihm gesuchtet ganze Nächte lang. Er ist fett in der Sucht gefangen. Wir haben es geschafft. Aber gib erst mit Zug gemacht für Cora. Ach so, Jantendo, du bist das. Hast du deinen Namen geändert, Bro?
Du hieß doch vorher nicht Backshot Jan, oder? Du hast deinen Namen geändert. Du hast deinen Namen geändert, oder? Dein Fortnite-Namen. Du hieß doch Jan Tendo, Digga. Raven, spielst du eine Runde mit? Weißt ja, was Backshots sind. Weißt ja, was Backshots sind. Ich weiß es nicht. Was ist es denn? Wie konntest du dich gerade so bewegen? Wie konntest du gerade so schweben damit? Kann man damit schweben? Nee, oder? Nee, okay. Ich hab mich verguckt. Update! Ach man, Raven, ich kotze gleich beim Update. Ich habe mir PlayStation gut und möchte mit der Story Game. Er weiß aber nicht, was ich mir hören. Boah, Bayer, was zockst du denn gerne? Also, was sind so dein Ding? Bisher hast du das Video mit mir vorge. Digga. Bisher hast du das Video mit dem Gedicht gelöscht? Nee, eigentlich nicht. Du meinst da, wo ich für so und so finde, da, wo ich ein Gedicht vortragen musste? Das habe ich nicht gelöscht, ne? Also, ne. Nicht, dass ich wüsste. Ich habe, glaube ich, also ich lösche ganz selten mal ein Video. Richtig selten. Also das Ganze ist aber voll alt mit dem Gedicht, ne? Ich lösche halt nur ein Video, wenn es wirklich so komplett much ankam und meine schöne Statistik zerstört. War Eisen, genau, Eisen-Gibian, stimmt. Safe. Bitte einmal Taurus timeouten für 10 Minuten oder so oder was halt geht bei YouTube, ich weiß nicht. Er hat schon zum x-mal Hallo geschrieben, da kann jetzt auch mal der Timeout kommen. Für eine andere... Jetzt wirklich, Kian? Nein, oder? Du verarschst mich. Digga. Ich wusste das nicht mal. Wieso weiß ich das nicht? Ja, scheiß Busch, Digga. Ach, Mann. Wollte das letzte Mal schon sehen, hab nicht gefunden und ungelogen jedes Video geschaut. Boah, ich weiß leider nicht, von wo die Shots, Digga. Da oben, okay. Was für Nachladen, Mann! Ey! Ich hasse es, wenn man von hinten weggeschossen wird. Ich hasse es, Digga! Wenn du gerade am Snipen bist, dann kriegst du von hinten einen Schuss in die Presse, in deinen Rücken, Digga. In mein schönes Schild. Ja, fick dich, Digga. Finische dein Fa... Hab's nicht ausgesprochen. Zählt nicht. Ich gehe jetzt. Du reagierst ja nicht auf mich. Schauen. Hä? Was laberst du, Taurus? Ich reagiere die ganze Zeit auf dich. Mann, Digga, du kriegst jetzt einen Timeout. Du gehst ja voll auf. Du gehst mir voll auf den Sack, Digga. So. Sorry, war kurz weg. Lena Baby. Heißt Pink, was meinst du? Was meinst du mit Markus heißt Pink? Ey, Flieger, was geht? Ich habe dich auch lange nicht mehr gesehen. Deinen FA, woher kennst du Itona? Woher kenne ich Itona? Wie soll ich euch das erklären, Digga? Wie soll ich euch erklären, woher ich Itona kenne? Schwierig. Also, als ich damals angefangen habe mit YouTube und mit TikTok, hatte Itona irgend so ein Videoformat gemacht und meinte darin, dass er den Leuten folgt, die einen guten Edit machen, okay? Und ich meinte dann so, ey, ich will den besten Edit machen, sodass er mir folgen muss. Und hab dann in meinem Edit, zu diesem Zeitpunkt kannte ich Jugger schon, also nur damit ihr es wisst, und Juggers Fame-Level war halt schon krass oben, ne? Habe ich Jugger gefragt, ob er mir so, ey, kannst du mir ein Video schicken, wo du so sagst, du darfst dich auf keinen Fall mit Itona anlegen, so einen auf den. Und das hat er mir dann geschickt und dann habe ich halt ein Video mit Jugger, Edit und Itona gemacht und so kam der Kontakt zu Itona. Ja. Habe mich verschrieben, alles gut, Markus. Rate mal, wer heute Führerschein-Prüfung bestanden hat. Ey, Flieger, herzlichen Glückwunsch, Digga. Herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Führerschein-Prüfung. Freut mich. So, Damien müssen wir hundertprozentig reinnehmen.
So. Er schickt mir eine Anfrage, Markus. Ich sehe hier keine. Was macht das wasserbändiger Ding? Finny, warst du nicht schon drinne? Tyler war noch nicht drinne. Noch eine Gefahr auf der Straße. Ist so. Markus, wo bleibt deine Anfrage, Digga? Markus, ich warte gerade. Ich sehe sie nicht. Ich sehe gerade. Ich warte die ganze Zeit auf deine Anfrage. Ich sehe sie nicht. Ist Aang auch im Shop? Der kommt, glaube ich, etwas später irgendwann, ne? Finny war noch nicht. Okay, dann nehme ich dich jetzt an. Und Markus, ich habe die ganze Zeit geguckt, aber da ging irgendwas nicht. Du kamst nicht rein, leider. Du kamst leider, kam keine Anfrage von dir an. Back, ey, BB. BB Sleepy. Du hast gesagt, was passiert, wenn ich einen Edit von Itona mache und Jugger ist so... Und Jugger in dem Video hole Legenden. Ja, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Und Jugger meinte so, nee, mach das nicht, er isst dich auf und so. Irgendwie sowas, ne? Ich guck nächste Runde nochmal, Markus. Irgendwie so war das, ne? Er meinte so, nein, er isst dich voll, er isst dich Real Talk auf oder irgendwie so. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Ja, genau so ist der Kontakt entstanden. Da haben wir halt getalkt und so, dies, das. Genau. Also jetzt nicht so krasse, geisteskranke Story, ne? Aber das war der Background dahinter halt. Das war halt der Background dahinter. Jetzt wisst ihr, wie es entstanden ist. Sorry, habe ich nicht bemerkt, dass die Zone so viel Damage macht. Alles gut, alles gut. Kenne Itona auch schon relativ lange. Da hatte er, glaube ich, mal 1k Abos oder so. Itona gleich Ehrenmann. Ja, safe. Ich mag Itona auch. Du hast Cora freigeschaltet, by the way. Oh, wirklich? Okay, nehme ich nächste Runde. Rate mal, wer sich heute eingekackt hat. Du, herzlichen Glückwunsch oder so. Ich glaube, der kommt safe, Digga, ne? Ich glaube, der kommt safe. Sollen wir wieder Pleasant wegen Loot, Jungs? Pleasant wegen Loot, würde ich fast sagen, oder? Boah, ich habe so wenig geschlafen, das ist unnormal, ne? Ich habe so ungefähr 3-4 Stunden geschlafen. Aang ist halt der Hauptprotagonist, ne? Die Legende himself, so finde ich. Bin da mal weg, Digga. Morgen Schule tot, Digga. Oh mein Gott, Jan Tendo, Digga. Es tut mir so leid, dass du Schule hast, Bro. Viele haben noch keine Schule, aber viele haben auch Schule, deswegen, ja. Viel Spaß, Digga. Ich hoffe, du überlebst es. Ein gelber Tod, ja. Also, ich mag Itona, ne? Unabhängig davon, was er so macht. aber... Ich weiß ja, dass Itona... sehr, sehr viel zu tun hat in letzter Zeit wegen Bachelorarbeit und dementsprechend sind seine Videos vielleicht auch mal schlechter recherchiert oder so, aber ich denke, das wird auch wieder besser. Er hat auch geisteskrank lustige Videos gemacht. Zum Beispiel meine Lieblingsvideos von Itona sind diese, wo er so, wo so jemand gefragt hat, hast du eigentlich eine Freundin, und er sagt so Hantel Stangina, Barbellina. Das war einfach eine gute Idee, gutes Video. Morgen wieder Mathe mit meiner Hasslehrerin. Ach du Scheiße, Digga, Jantenno, ey, durchhalten, ne? Zieh einfach durch, Digga. Zieh einfach durch. Zieh Schule durch und dann hast du es hinter dich gebracht. Hab zum Glück noch eine Woche Ferien, ey. Es freut mich auch für euch, ne? Dass manche von euch noch Ferien haben. Itona Highlights, das glaube ich dir sogar. Aber du machst, also, Itona Highlights macht auch wenig Videos, ne? In letzter Zeit. Da kommt nichts mehr, glaube ich. Alles für die V-Bucks, ist so, alles für die V-Bucks. Alles für die V-Bucks, Nintendo, so muss doch sein. Und pen gut auf jeden Fall. Hä? Hä? Hat er sich weggeportet? Ne, da ist er doch. Er ist zum Teil so Bock, Digga, er ist zum Teil so Bock. Ist euch Bots. So, okay. Itona Highlights wird nicht von Itona betrieben, nein. Also das ist eine falsche Theorie. Also das kann ich auch ganz offen sagen. Ach, Digga, Bro. Ey, danke schön für deine Watchtime. 14 Stunden, Jantenno, danke dir. Vielen, vielen Dank. Bin drinne. Wo bist du drin, Bist du in der Runde drinne?
Hast du gestreamsnappt, oder? Bei Freundschaftseinladungen bin ich der Zweite. Okay, ich guck gleich mal. Ich hab dich nicht als Freund. Ach so! Ach so! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Markus! Bro, ich wusste das nicht. Ich dachte, wir wären schon miteinander befreundet. Ich hab dich angenommen, Digga. Markus, ich hab dich angenommen. I'm sorry, Digga. Hast du gesehen? Ich hab dich gerade angenommen, Markus. Ich hoffe, du siehst es noch. Oh mein Gott, Jan, I'm sorry, Digi. Digga, Wizard, kannst du entscheiden, ob du, ob ich online komme oder nicht. Wenn du irgendwas mit Community machst, komme ich online. Wenn nicht, dann nicht. Gerber tot? Ich weiß ja nicht, was ich mache. Ich mache gerade was mit der Community. Du musst wissen, ob du kommst, Digga. Also deine Frage ist ja eigentlich, ob ich noch Customs mache und das weiß ich nicht. Da kann ich ja noch nichts sagen. Dazu weiß ich halt keine Antwort. Was wollte ich denn jetzt kurz auf schnell, auf ganz schnell machen? Achso, ja stimmt, ich weiß wieder. So, zack, zack, zack. So. Zack, also nochmal für die Leute, die jetzt bei YouTube sind, okay? Falls ihr auf Twitch kommen wollt, ich schicke euch nochmal den Link rein. Falls ihr kommen wollt, kommt gern, okay? So. Das Ding ist, Leute, ich habe heute wirklich nur 2 Stunden oder so gepennt, ne? Also ich habe ungesund wenig geschlafen. Zwei, drei Stunden, so richtig wenig, Mann. Ich war gestern so geisteskrank lange wach und habe mir trotzdem Wecker gestellt, damit ich Schlafrhythmus bekomme. Ey, es muss einfach jetzt mal klappen, ne? Es muss einfach mal klappen, dass ich meinen Schlafrhythmus fixe. Das geht so nicht weiter, Digga. Ich bin so ein verdammter Penner. Hast du einen Huhn, Digga, Damien? Was soll das? Niemand darf einen Huhn haben außer mir. Ey, 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 hör auf aufzurasten. Niemand darf Huhn haben außer mir, Bro. Matze, dankeschön für deine Watchtime. Dankeschön für deinen 1 Monat und 15 Tagen. Fini hat Gebergong, Jungs. Ja, kommt wenig, weil das letzte Video war schon viel Arbeit und habe einfach zu wenig Ideen. Ja, Pfleger, das ist das Grundproblem, Leute. Also das Grundding beim Videos machen, wenn ihr halt nicht einfach irgendeine random Shit macht, so wie jeder, so Fortnite News oder was weiß ich, diese Ideen und Kreativität hinter den Videos ist gar nicht so leicht, weil ich mache ja zum Beispiel meine Videos, sind ja meistens keine 0815 Fortnite-Videos oder so, ne? Sondern eher so Videos, die so ein bisschen kreativer sind. Also jetzt sagen wir mal zum Beispiel unendlich V-Bucks und so. Und auf diese Idee musst du erstmal kommen. Da musst du erstmal ein bisschen den Kopf zerbrechen, ne? Und davon ist halt auch abhängig, wie viele Videos kommen. Wie kreativ du in dem Augenblick bist, ist immer wichtig. Ne? Versteht ihr, wie ich meine? Hey, niemals Eden! Eden! Wie geht's dir? Ey, Eden, ich habe einen Satz von dir aus deinem Stream letztes Mal. Okay, Leute, jetzt, wo sie da ist, denke, jetzt kann ich es auch leaken. Jetzt kann ich es auch leaken. Ich wollte es nicht sagen, während sie nicht da ist. Ich habe einen Satz das letzte Mal aus deinem Stream übernommen und ich werde den hier etablieren, okay? Ich werde den groß machen. Eden! Also, ich sag's nochmal, okay? Wenn der Hype Train kommt, dann komme ich auch. Ich weiß nicht mehr, ob du das gesagt hast. Oder deine Freundin. Ich hab's. Digga. Ja, wenn der Hype Train kommt, dann komme ich auch. Ich weiß es nicht mehr genau. Irgendwie so war das. Ey, es war einfach zu gut, ne? Ich saß da auch wieder mit Voicey Voicey im Discord und wir haben uns kaputt gelacht. Digga, Digga, Digga. Wie geht's dir, alles fit? Hä? Bro? Okay, jetzt. Daran erinnere ich mich irgendwie auch gar nicht mehr. Oh, ist auch vielleicht besser. Warum lade ich einfach die ganze Zeit nach? So. Aber wie geht's dir? Einfach Gedächtnis wie ein Sieb? Ja, glaube ich auch. Auch viel, immer viel los in den Streams. Gerade bei dir. So, können wir hier? Ja, können wir tauschen. Ja, wie läuft's bei dir? Wie läuft die Arbeit? Alles fit bei dir? Hoffe, dir geht's gut. Müsste ja jetzt langsam auch mal bei dir die Partnerschaft kommen, oder? Ich meine, du hast immer so 200, 300 Zuschauer. Mir geht's super, sitzt gerade auf der Arbeit. Ach du Scheiße. Mann, ey, es tut mir so leid. Ich habe ein bisschen wenig geschlafen, sage ich dir ehrlich. Also ich bin nicht der Fitteste im Kopf. Aber davon abgesehen geht's mir eigentlich gut. Also ich kann mich nicht beklagen. Ist halt manchmal so.
Manchmal muss man auch mit wenig schlafen, im Stream sein und performen, ne? Und das ist heute einfach so. Da muss man auch mal drüber stehen und sagen, gut, machen wir trotzdem. Morgen streamen? Nee, oder? Leute, ihr seid doch auf dem Discord-Server, oder? Ich hab doch den Streamplan gepostet. Checkt mal Ausrufezeichen DC ab und da könnt ihr sehen, wann der Stream das nächste Mal ist. Also übermorgen, ne? Ich glaube, morgen kein Stream, übermorgen wieder Stream und dann Samstag, Sonntag Stream, ne? Wo ist die Bisasam-Cap? Die liegt irgendwo. Langeweile mich gerade etwas. Gibt's gerade nichts zu tun? Kannst du gerade chillen? Ist doch gut. Auch mal schön die Zeit nutzen, um bei Twitch zu hängen. Was geht bei Schnitzel-Eden? Ich habe gelesen, dass er jetzt ein paar Tage nicht streamt. Finde ich nicht gut. Also entweder nachts den Schnitzel-Stream oder den Eden-Stream. Und jetzt habe ich gar nichts mehr. Jetzt macht mein Leben nachts keinen Sinn mehr. Was mache ich jetzt, Eden? Sag's mir. Hey, Boss-Mode, wie geht's dir? Schön, dich zu sehen. Leute, ab auf den Discord. Ist so. Checkt gerne mal Discord aus, Jungs, wenn ihr wollt. Und Mädels. Ne. Ich habe 4 Nächte gehabt. Ach du Scheiße, du bist ja jetzt komplett übernächtig. Wie lebst du überhaupt noch? Ist ja geisteskrank, wirklich. Alter, Nachtdienst. So hart gerade in der Pflege. Hey, Boss-Mode, wie geht's dir? Erzähl. Wie war dein Tag so? Bisher hab eine Idee für deinen Discord. Was für eine Idee hast du für meinen Discord? By the way, Leute, für diejenigen, die es noch nicht wussten, wir sind fast 500 Leute auf dem Discord-Server, ne? Wir haben fast die 500 Leute auf dem Discord-Server geknackt. Bin morgen ein paar Tage in Köln, freue mich übelst. Gehe auch ein paar Kollegen besuchen. Nice, was machst du denn in Köln, Digga? Köln, gehst du zum Dom? War von 15 bis in Berlin und jetzt endlich zu Hause. Alter Illusion, du warst in Berlin. Hast du nicht mal gecallt und gesagt, Bizzer, bin in Berlin, komm, wir gehen mal Döner essen. Wie war es in Berlin, Digga? Ach, Nessie wieder schneller? Nessie, zu schnell, Leute. Leute, wer Nessie als Mod hat, der hat keine Arbeit mehr. Nessie ist zu schnell. Donnerstag geht's zum Arzt. Gelben holen, weil ich schon wieder kein Gehalt bekomme. Sehe ich nicht. Warte, was? Wie du hast. Danke für die Sniper! Wie du hast kein Gehalt bekommen. Wie du hast kein Gehalt bekommen. Du hast doch einen Arbeitgeber. Das kann doch nicht sein, dass du kein Gehalt bekommst. Also, jetzt mal ehrlich, Eden, unter uns, ne? Unter uns. Unter uns zwei, unter uns beiden jetzt hier. Unter uns, im Stream und den Zuschauern, okay? Du bist ja eine Frau. Und du machst Twitch. Es ist nicht besonders schwer für dich, von Twitch zu leben, okay? Gerade wenn eine Frau aussieht wie du. Da bist du einfach mal live und kündigst den Job, okay? Und gehst mal rein ins Social-Media-Leben. Und irgendwann, auf der Gamescom, stellst du mir deine Freundin vor. Spaß. Aber, ja, wenn die dich nicht bezahlen, dann geht das ja nicht mit rechten Dingen zu. Sag ich dir, wie es ist. Da sollst du dann einfach mal weggehen und fertig. Ich gebe doch schon alles. Nee, lass die Scheiße. Also, hol den Gelben, mach das nicht mehr. Wenn du kein Geld für deine Arbeit bekommst, gerade in der Pflege, ist ja geisteskrank dumm. Rein in die Twitch-Partnerschaft. Bei Eden auf jeden Fall. Bei mir wird es noch ein bisschen dauern. Also, wenn wir jetzt von Zahlen sprechen, sage ich euch ganz ehrlich, ihr könnt auf Twitch-Tracker gucken. Ich habe momentan, glaube ich, so Average Viewer ab 50 oder so. Will auch nichts Falsches sagen. 49, 48, 50, irgendwie so habe ich Average Viewer. Das sind nicht so viele, ne? Also, klar, was heißt nicht so viele? Sind schon eine Menge, aber um Partner zu werden halt nicht, ne? Das ist halt das Ding. Sag nie wieder, dass ich kein Aim habe, okay? Sag nie wieder, dass ich kein Aim habe, Jungs, bitte. Das ist unangenehm, wenn ihr das sagt. Ihr müsst euch selbst schämen, wenn ihr das sagt. Sag nicht, dass ich kein Aim habe, bitte. Hört auf damit. Meine Freundin ist seit 4 Jahren glücklich vergeben und lebt mit ihrem Freund zusammen. Herz gebrochen, aber gut. Aber gut. Du hast Glück. Mann, Leute, warum sagt ihr denn immer Glück? Ey, das ist kein Glück. Ich schwöre, ich habe Aim. Ich bewerbe mich Ende April oder so. Januar, Februar, März, April für die Partnerschaft. Du hast schon einmal... dauert ja dann bei dir auch nicht mehr lange bis Partner. Boah, das dauert richtig lange. Eden, ich weiß nicht, der Unterschied zwischen 50 Zuschauern und 75 ist doch schon eine Menge. Also Average meine ich jetzt, ne? Peak hat man klar, auch mal gerade am Wochenende hat man auch mal 80 Zuschauer, aber das ist halt Peak und nicht Average. Eden, ich kann dich beruhigen. Ich kenne ja ein paar Leute, die Partnerschaft haben. Und die erste Anfrage für die Partnerschaft wird meistens abgelehnt. Meistens, zu 90% der Fällen wird die erste Anfrage abgelehnt. Nicht immer, aber meistens. Und die zweite geht dann durch. Lass mal Döner zusammen essen gehen. Ey, gerne, Möhre, gerne. Döner wäre, bin ich immer dabei. Hallo, ich bin neu. Was macht ihr so? Der Allerechte, wir zocken Fortnite. Entweder neue Rollen oder, das habe ich bei anderen Discord-Server gesehen, dass man eine Art Clan machen kann.
auf einem bestimmten Level. Weiß nicht genau, wie du das meinst, aber mein Credo auf dem Discord-Server ist eigentlich immer, hat jemand Muni? Hat jemand Sniper-Muni von euch? Bitte. Mein Credo auf dem Discord-Server ist eigentlich immer clean halten. Also ich bin minimalistisch, was mein Server angeht, und ich mag es nicht, wenn da allzu viel ist. Also klar und deutlich zu erkennen, was Sache ist. Die Leute haben ihren Spaß. Wir haben einen sehr, sehr aktiven Discord-Server. Und ich weiß nicht, ob wir da noch sowas wie Clans brauchen und dies und das. Alles nette Spielereien, aber ist das wirklich nötig? Ne? Das ist halt die Frage. Ja, wurde bei mir abgelehnt mit den Worten, die zählen 2 Monate, also im Februar, März. Ja, sehr. Also viel Erfolg wünsche ich dir auf jeden Fall. Rein vom... hat jemand Sniper-Muni, Jungs? Jetzt wirklich, hat jemand Sniper-Muni? Kann da, Digga, die verzieht zu krass. Ich kann nicht schießen, Digga. rein von den Zahlen her und rein von dem, was bei dir bei Twitch abgeht, sollte das kein Problem sein. Denke ich mal. Hast du heute gejixt? Digga, was ist das für eine Frage, Digga? Geht's dir gut? Gehst du auch random auf die Straße und fragst, ob sie gejixt haben? Digga, ich kann es gar nicht kontrollieren, ne? Ich kann es gar nicht kontrollieren, ich halte einfach drauf. Ist so dumm mit der Waffe. Easy Kill. Digga, hat jetzt irgendjemand mal Sniper-Muni für mich? Bitte. Lo. Ja, 6 Schüsse, ist schon mal besser als nix. Können wir erstmal nehmen. Dankeschön. Ey, was für Aimbot, Jungs. Was für Aimbot. Ich habe einfach nur draufgehalten, Mann. Bizza 1BB Fortnite Clan. Leider kann man bei Fortnite keinen Clan machen. Das wäre sonst cool. Finde dein Aim gut, ey, Markus. Dankeschön. Dankeschön. Hey, Eden. Es war wirklich. Leute, wirklich, mit der Waffe kann man nicht zielen. Guckt euch das an, okay? Ich versuche jetzt mit der Waffe, ohne gegenzulenken, hier den Blumenkasten zu treffen, okay? Ich drücke einfach nur ab. Okay, es war Tyler. Ich drücke einfach nur ab, ja? Achtet jetzt darauf, wie die verzieht. Du musst voll gegenlenken bei der. Und der Blumenkasten ist noch nah dran. Komm, Bot, Digga, Schnauze. Ich bin kein Bot, okay? Ich bin kein Bot. Ach, Mann, ey. Nee, auf jeden Fall, Leute, für alle diejenigen unter euch, die vielleicht mal streamen oder streamen wollen, es ist gar nicht so leicht, bei Twitch was zu reißen. Und vor allem gibt es viele Leute, die sich durch den Twitch-Stream und durch Zahlen beeinflussen lassen. Also ich kann euch nur sagen, achtet nicht auf Zahlen, guckt nicht auf die Zahlen. Wenn ihr da wirklich zu tief drin seid, dann zieht das eure Laune runter und euch geht's auch einfach dann, ne, nicht gut. Weil wenn ihr Zahlenmenschen seid, die darauf achten und Wert darauf legen, dann fickt euch das, weil... Es kann nicht immer nur bergauf gehen. Das ist unmöglich. Bist du ein Soundboard? Ich bin kein Soundboard, ne? Wie lange bist du live? Kuckuck, ich weiß nicht, wie lange ich live bin. Ich bin immer so lange live, wie ich Lust habe. So lange wie, ja. So lange wie ich Muss habe, live zu sein, ne? Heute wahrscheinlich nicht ganz so lange wie am Samstag. Da waren wir 5-6 Stunden live. Aber ich habe halt nicht so viel gepennt. Bei mir gerade alles langweilig. Oh no, Bayer, was ist los bei dir? Warum ist es bei dir langweilig? Wenn man eine Art Clan hat, dann haben die mit dem Clan ihren eigenen Raum und Call. Ich check schon mit dem Clan, ich check schon. Guck mal, du kleiner Hund, was snipest du mich, Digga? Was snipest du mich? Was snipest du mich, Digga? Wer ist denn da noch, Digga? Ach, Mann, Bro! Das war der beste Raid. Ey, du meinst den, ey, Damien, pass auf, das sind noch Gegner, ne? Pass auf, du riskierst dein Leben. Du meinst, den Raid von beim letzten Mal, ja, da war echt gut, der hat sich echt gefreut und das war auch nice. Ey, dankeschön fürs Rebooten, danke dir. Der Raid vom letzten Mal war echt gut, fand ich auch. Ja, Zahlen können wehtun, vor allem die netten E-Mail nach dem Stream, 30% weniger Follower gemacht. Eden, achtest du da drauf? Ich schwöre dir, ich guck darauf nie. Ich habe die Zahlen im Stream ausgeblendet, ich guck vielleicht ich guck vielleicht mal auf die Average Viewer. Das war's, aber selbst das tangiert mich halt einfach null. Also, bitte sag nicht, dass ich kein Aim hab. Bitte kommt nicht in meinen Chat und sagt, dass ich kein Aim hab, Digga. Bitte kommt nicht in meinen Chat und sagt, dass ich kein Aim hab. Ist ja unangenehm. Ist ja wirklich unangenehm. Okay, na, Moment, ich hab kein Aim. Ja, ich hab kein Aim, ich bin schlecht. Ich bin bad, Digga, ich bin bad, ich bin bad. Ich bin bad, Digga, ich bin so bad, Bro! Mann! Damien, schön, dass du da warst. ich gucke immer die E-Mail an nach dem Stream. Echt? Nee, das mache ich nicht.
Schnauze, klippt das nicht jetzt? Ich will nichts hören. Es war, es gibt manchmal Dinge, die kannst du nicht kontrollieren. Bei mir steht immer in der E-Mail, Top Werber Sick Emo Angel, erklären wir das mal. Also, Sick Emo Angel ist, ist eine Streamerin, die ich privat auch schaue. Ja, hier und da mal. Aber, aus Gründen, okay? Es ist ein Running Gag geworden, sie zu gucken, okay? Denn ich erkläre dir jetzt den Hintergrund, okay? Und dann verstehst du auch, dann verstehst du auch, warum ich bei dir mal geschrieben habe, Mann, herzlichen Glückwunsch für den Sub. Ich wünschte, ich hätte auch einen bekommen, okay? Also, habe ich Siki gehört? Ich erkläre dir den Hintergrund. Wir waren mal bei Sick Emo Angel drin im Discord irgendwann. Und Leute, ich erkläre es euch jetzt allen einfach, okay? Und ich meinte so, ey, safe kann ich einen Sub von der bekommen, ohne selber reinzupayen. Ich versuche das jetzt. Ich mache jetzt die Strat. Und dann habe ich gewartet, bis jemand einen Sub gegiftet bekommen hat. Und dann habe ich so gesagt, Mann, herzlichen Glückwunsch für den Sub. Ich wünschte, ich hätte auch einen bekommen. Und dann habe ich einen bekommen. Und dann ging die Challenge los. Jeden Monat Sub sein bei Sick Emo Angel, ohne selber zu subben. Das ist die Challenge gewesen. Und da sind wir drin. Und da bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Ich bin, glaube ich, Sub im 6. Monat. Ja. Und jetzt sterbe ich durch die Zone. Weil ich hier nicht rauskomme. Weiß. Gut gespielt. Ich war seit langem nicht mehr da, wollte schreiben, dein Aim wurde besser, nach diesem Clip wäre das gelogen. Was soll das, Digga? Machst du nachher Custom Maps? Weiß ich noch nicht. Was steht heute an? Nur, erstmal will ich, dass diese Runde vorbei ist, weil ich mich gerade schäme für die Art und Weise, wie ich gestorben bin. Okay? Warum nimmst du das Medikit nicht? Ich weiß nicht, Sleepy Dude. Ich war gerade im Erzählen. Und so wurde das halt zum Running Gag. Und Raven, du siehst, dass Raven Sub ist, das kannst du nicht ernst nehmen. Der Wichser hat betrogen. Der ist nicht dabei. Der Einzige, der Konkurrent für mich ist, ist Stibbi und Voiceless. Aber warum Top-Werbe bei mir? Ich glaube, ich weiß nicht, dass ich existiere. Nee, glaube ich auch nicht. Aber das ist wahrscheinlich einfach so ähnlicher Content. Just Chatting, weibliche Personen und so weiter. Ne? Hallo, ich bin Stibbi. Hi, Stibbi. Also, ich weiß nicht, warum das da steht. Das ist wahrscheinlich auch sehr viel random. Oh, wir haben übrigens noch Damien. Wir haben noch nicht verloren. Wo sieht man seine Clips? Ey, hört jetzt auf. Ich weiß genau, welchen Clips du zeigen willst, Gabbertod. Wir zeigen jetzt hier nicht den Sabaton-Clip, okay? Hör auf damit. Ich habe keine Ahnung, um was es geht. Stimmt, poste mal die Sicky-Emotes. Und ich bin auch, glaube ich, einer der wenigen, der es geschafft hat, 6 Monate Sub zu sein, ohne einmal den Stream mit Ton geguckt zu haben. Also ich habe den Stream tatsächlich, ich weiß nicht, ob der Stream gut ist oder schlecht ist, ne? Das kann ich gar nicht sagen. Ich will den gar nicht schlecht reden, ne? Hate the game, nicht den Player. Von mir aus kann ja jeder machen, was er will bei Twitch. Aber ich habe tatsächlich noch nie mit Ton geguckt. Muss man, also machen glaube ich auch viele nicht, ne? Wann war Sabaton? Was habe ich verpasst? Ich habe letztes Jahr einen Sabaton gemacht. Also, der war letztes Jahr. Da sind 2 Clips in deinem Discord. Ja, glaube ich, die gucke ich mir jetzt nicht an. Oh, nice, der Wasserbändiger. Wenn wir das bei dir probieren, will ich mit dem Subs bekommen, will ich dann Bann? Nö, du bekommst keinen Bann, aber es wird bei mir nicht klappen. Weil, weißt du, was mir fehlt? Eli? Mir fehlt die, nee, nicht neulich. Ach, Digga. Nicht der Telefon-Joker geht schief, Digga. Stibbi, kam nicht die alten Clips aus. Ich habe letztes Jahr einen Sabaton gemacht. Und, da ist viel Scheiße passiert in den 12 Tagen, Eden, sage ich dir ganz ehrlich. Also, ja. Müssen wir nicht drüber reden. Aber der Grund, warum du keinen Sub bekommst, wenn du das machst, Eli, mir fehlen die dicken Melonen, die in die Kamera springen. Okay? Deswegen wirst du wahrscheinlich keinen Sub kriegen, wenn du das reinschreibst. Das ist leider so. Der legendäre Sabaton, ja. Furchtbar war das. Ach, das ist doch normal. Eden, das ist ein Meme, weißt du? Also, du hast es, glaube ich, nicht gepeilt, aber das ist ein Meme, ne? Das ist ein Meme mit den Melonen von Elotrix. Und warum haben die Zuschauer? Weil die Melonen haben. Melonen, die die Sonne verdunkeln. Kennst du das? Das ist ein Meme. Emir. Dich habe ich eben schon angenommen, aber hat nicht geklappt, deswegen. Melonen sind lecker, das stimmt, Sleepy. Janine, was geht? Habe heute Scooter-Tricks gelernt. Nice, Coco, nice. So, kann Ready abdrücken?
Oh Mann, ich habe wieder keinen Sub bekommen. Daniel, klappt leider nicht, ne? Ich dachte, die waren einfach alle nur Bastarde. Das auch, Eden, das auch. Das auch, ja. Also ein paar auf jeden Fall. Dieser Clip, Digga. Der Clip ist absolut ehrenlos. Klick da nicht rauf. Klick nicht auf diesen scheiß Clip, okay? Wann machst du noch einen Sabaton-Stream? Ich weiß nicht, ob ich dieses Jahr einen Sabaton mache. Leute, ich war letztes Jahr, hat der Sabaton 12 Tage gedauert. Wenn ich dieses Jahr einen Sabaton mache, wird der safe über einen Monat gehen. Also, ich weiß es einfach. Was soll das, Raven? Was soll das? Was soll das, Raven? Dankeschön für den Gifted Sub. Vielen, vielen Dank. Weiß ich sehr, sehr zu schätzen. Also, ein Monat Sabaton ist schon hart, ne? Muss jetzt schlafen. Bin scheiße müde. Ey, Koko, schlaf gut. Eden, viel Spaß mit den Emotes. So. Bisa ist griesgrämig, also eine 8 von 10. Ey, ich bin nicht griesgrämig, okay? Ich bin null griesgrämig. Ich bin eine Frohnatur. Das kann sein, Noah. Wenn mein Sub abläuft, dann ist er abgelaufen. Ich bettel nicht den Subs. Ist so, Damien, niemals betteln. Du Bad Boy. Mann, ey. Leute, ich sehe nicht so aus, aber ich bin schon eher Bad Boy als griesgrämig, okay? Lass jetzt nicht über diese Scheiße reden. Wo ist Sub? Digga, das klappt nicht. Mach mal Bot versus Bot. Was ist Bot versus Bot, Digga? Griesgram. So, was war jetzt eigentlich die Frage? Ach ja, was für Schnitzel los, Digga? Nie gibt er irgendwelche pikanten Informationen. Das ist einfach eine Woche weg. Das fuckt mich ab. Eden, hol mir Schnitzel zurück. Ich brauche meinen Schnitzel-Stream am Abend. Hol ihn zurück. Ja, aber vielleicht auch ganz gut, dass er eine Pause macht. Er wirkt immer ein bisschen gestresst. Wann kommt vor der Zahlauflösung? Machen wir demnächst, denke ich, ne? Ich hätte gerade 100% nicht gebettelt. Ist auch besser so. Da braucht man eine Pause, ja. Streamen kann hart sein, ich weiß. Ich weiß. Habe dein Video kommentiert und geliked. Ey, Janine, niemals. Dankeschön. Dankeschön. Wirklich, vielen, vielen Dank. Leute, generell auf YouTube, ne? Vielen Dank für den Support, Mann. Ich kann nicht sagen, wie geisteskrank der ist. Wir haben irgendwie, erst vor kurzem hatten wir erst 8.000, dann 9.000, 10.000. Inzwischen sind wir bei über 11.000 Abonnenten. Vielen, vielen Dank, Leute, wirklich. Also an alle, die auf YouTube sind, Dankeschön. Für den Support auch. Weiß ich sehr, sehr, sehr zu schätzen. Also ich brauche immer mindestens einen Tag Pause zwischen den Streams, meinst du? Jeden Tag ein halbes Jahr finde ich zu krass. Ja, also ich finde einen Tag Pause dazwischen auch perfekt. Für mich ist jetzt mein aktueller Streamplan momentan der beste. Also, aber ich mache halt zusätzlich noch andere Sachen, Eden, ne? Also ich habe hier und da mal was wegen Relife zu tun, wegen Relife-Job, aber eher weniger. Da bin ich ganz gesegnet. Aber ich mache halt auch noch Content und das kostet halt Zeit. Das kostet Zeit und da brauchst du auch Zeit für. Also für Videos und Co. Auch wenn man das vielleicht nicht kennt oder einschätzen kann, ein Video zu cutten und so, wir reden hier immer von Stunden, ne? Wir reden hier von Stundenzeit. Und das ist halt nicht wenig. Und momentan mache ich so, dass ich Dienstag streame, Donnerstag streame und dann halt Samstag, Sonntags. Das finde ich immer ganz gut. Dann habe ich einen Tag, zwei Tage hintereinander, viermal die Woche, also mehr Streamtage als Nicht-Streamtage. Damit fahre ich momentan am besten und so behalte ich das auch bei. Sei froh, dass ich die Clips nicht finde. Gelber Tod, besser ist es. Kann ich nächste Runde, Markus, wie heißt du in-game? Nächste Woche gehe ich 2 Wochen schnuppern. Was meinst du, 2 Wochen schnuppern, Digga? Das klingt, als ob du koksen gehst oder so. Als würdest du so auf dem Koksurlaub sein. Was für 2 Wochen schnuppern? Er will seit 2 Monaten einen TikTok drehen, keine Zeit einfach. Eden, aber du hast auch noch einen richtig stressigen Job, deswegen gelber Schein und let's go. Wann Eden-Feature? Aber TikTok ist dead. Geh auf YouTube. Also, gut gemeinter Rat. Sergi, Noah, Emil, wenn du verlierst, dann ist die Welt falsch. Ja, das stimmt. Wir haben schon gute Spieler dabei. Wir haben schon sehr, sehr gute Spieler dabei. Oh, ihr seid alle voll, okay. So. Also in der Schweiz sagen Schnuppern, ach so, okay. Wenn ich mal Fortnite runterladen sollte, spiele ich mit dir. Let's go, Eden. Let's go. Let's go. Aber Vorsicht vor Fortnite. Habe jetzt schon einige Creator kennengelernt.
die mit der Fortnite-Community nicht so ganz zurechtkommen. Die sind nämlich, die sind alle wirklich lieb, aber manche wissen nicht so ganz, wie mit denen umzugehen. Das sind halt so Bauern. Daniel zum Beispiel ist eigentlich ein korrekter Typ, aber manche checken diesen Humor nicht, ne? Manche sind halt zu sehr Boomer und checken es einfach nicht. Die nehmen das zu ernst, die sind dann vielleicht ein bisschen piss zu schnell. Also man muss bei der Fortnite-Community einfach mal auch Spaß verstehen, das ist super wichtig. Generell im Leben sollte man Spaß verstehen. Und dann sind die Leute auch korrekt zu dir, verstehst du? Die sind dann, wenn die zu sehr reintrollen und du sagst so auf, dann hören die auch auf und so. Also einfach ein gewisses Maß an Menschlichkeit mitbringen, ein bisschen Verständnis für die Leute, auch für jüngere Leute und dann ist das alles easy. Daniel, nenne mich mal, Digga, was ist denn das für eine Scheiße? Was habe ich jetzt gemacht? Nix, Daniel, ich habe dich nur erwähnt, weil du den kleinsten Penis im Raum hast. Digga, ist wieder Bug, cool, ich liebe den Bug. Ich glaube, ich lasse mir schon einiges gefallen, das stimmt, aber bei dir sind das ja... Bei dir sind das ja nicht mal unbedingt Fortnite-Community-Maul. Bei dir sind es ja nicht mal unbedingt Fortnite-Leute, sondern eher so Perverslinge. So. Nee, okay, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ja. Gut. Aber okay, weil ihr füttert, also wenn ihr da zu zweit sitzt, dann füttert ihr den Shit auch. Also da ist es halt so, da braucht man sich auch nicht beklagen, ne? Wenn man damit umgehen kann, ist das so, so Leute wie Daniel also. Digga, Daniel, bist du ein Perversling? Willst du mir was sagen? Ja, aber ihr füttert den Shit natürlich, ne? Ist ja klar. Dann kann man da sich auch nicht beklagen. Bin seit langer Zeit wieder da, war krank. Ey, Emil, gute Besserung. Ja, schön, dass du wieder gesund bist. Woher kennst du mich so gut? Ich weiß auch nicht, Daniel, Digga. Ich glaube, man sieht dir das an. Am Nick. Digga, warum habt ihr alle solche... Leute, es gibt nur einen wahren Fortbewegungs-Emote und das ist der hier. Der Hase. Dieser warst du damals immer wütend, wenn ich dich gefragt habe, ob du Fortnite spielst. Jetzt kann ich dich... Ey, Kami, das stimmt, ne? Das stimmt. Damals war ich so voll kein Bock auf Fortnite. Liegt am Namen Daniel, stimmt. Leute, entweder das als Fortbewegungs-Emote oder der hier. Eins von beiden, ihr müsst euch entscheiden. Mein Ex hieß so, der war auch pervers. Okay, Daniel, alles klar, wissen wir Bescheid. Ey! Mm-mm-mm-mm-mm. 17 Jahre, große Verantwortung. Ey, Damien, was... Maybe bin ich der Ex. Ey, Daniel, Damien, was soll die Scheiße? Nur ich darf sagen, dass Daniel ein kleiner Penis hat. Dass er einen kleinen Penis hat. Hör auf, so eine Scheiße über Daniel zu schreiben, Digga. Sonst timeout ich dich direkt. Was soll die Kacke? Das ist mein Privileg. Okay. Digga, warum sind die immer tot, wenn ich auf die schieße? Also ich habe mal auf dein PlayStation-Profil geschaut und da stand, dass du vor 5 Jahren schon mal Fortnite gespielt hast. Erklärung bitte. Digga, vielleicht habe ich es mal runtergeladen oder irgendwas so. Ich habe keine Ahnung. Also, wenn das stimmt, ich kann es jetzt nicht leugnen oder verneinen oder bejahen. Wenn es stimmt, dann habe ich es vielleicht irgendwann mal runtergeladen und mir mal eine Runde so angeguckt oder so. Aber ihr wisst, also ich habe es nie aktiv gespielt, ne? Was soll das nur? Noah, was tun wir da? Noah, was soll das? Ah, es ist Bock. Wer redet schlecht über Daniel? Ich weiß nicht. Hört auf, schlecht über Daniel zu reden. Wir alle wissen, dass Bizza ein... Ah, Schnauze, Kami. Hör auf, das zu erwähnen, okay? Digga, es ist dieser Bug. Wie oft kommt der denn noch, Digga? Es fuckt so ab. Ey, Sleepy, was? Ist der Bug dann safe weggegangen? Also, was hast du gemacht, damit der Bug weggeht, Sleepy? Sag nochmal bitte. Es fuckt halt so ab. Ich lade mir Fortnite, glaube ich, runter für diesen Modus, wo man nur hochklettern muss. Oh, Eden, da sehe ich dich, ne? Ich will unbedingt sehen, wie du Only abspielst, Eden. Oh mein Gott, das wäre so gut. Sag Bescheid, an welchem Tag du das machst. Ich raide dir die ganze Bande zu dir. Und dann kannst du dir das anhören. Bot, Eden, du bist ein Bot. Obwohl, bei dir werden die das wahrscheinlich nicht sagen. Bei dir sind dann alle plötzlich nett, ne? Da findet ihr dann eure Manieren wieder. Habe ich auch nie abgehört? Ja, hast du, Raven. Mache ich maybe Sonntag? Nice. Sonntag? Ja, Sonntag komme ich live. Wenn der Hype-Train kommt, dann komme ich auch. Digga, Bro. Immer wieder rein in Only Up. Boah, naja, immer wieder weiß ich nicht. Hin und wieder mal. Ach, Digga. Nee, immer wieder mal, aber nicht jedes Mal. Also irgendwann reicht's ja noch.
Man sieht nur dieses Internetzeichen und was ist, dass es Borg ist. Ja, man sieht, genau, wenn das Internetzeichen kommt, dann ist es Borg. Aber mein Internet ist ja da. Bissers Gesicht sieht nach 3 Metern aus. Sein Charakter nach 3 Metern. Warte, Bissers Gesicht sieht nach 3M aus und sein Charakter nach 3ML. Hä? 3ML steht für Milliliter, Digga. Worüber redest du, Bayer? Worüber redest du, Bayer? Bitte Abkürzungen benutzen, die Sinn ergeben. Ich verstehe dich einfach nicht, Digga. Es fällt mir schwer, dich nachzuvollziehen einfach. Verstehst du? Ich will jetzt auch nicht auf Lehrer machen, aber wenn du versuchst, witzig zu sein, dann erstmal bitte die Grammatik checken. Was für 3 Milliliter? LF. LF. Danke für deine Watchtime. Man braucht gewisse Intelligenz, um Sachen zu verstehen. Fresse, Daniel, Digga. Dann kannst du ja froh sein, dass du weißt, wie man atmet und du nicht vergisst zu schlucken, Digga. Ja, das vergisst du sowieso nicht, du Ekliger. Ey, danke schön für die 6 Tage, Mann. Vielen, vielen Dank, Sibi. Also Sibi, was hast du jetzt gemacht, damit es klappt, damit es nicht mehr Borg ist? Ey, Kratos, ich hab dich gar nicht gesehen. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir, mein Lieber? Willkommen in der Fortnite-Sucht nochmal jetzt auch on-stream, ne? Kratos, wollte ich nochmal erwähnt haben. Schön, dass du in der Fortnite-Sucht bist. Ey, bei Icebox, dankeschön für deine Watch, ne? Dankeschön. Hat jemand AR? Wer wird jetzt eigentlich VIP bei Twitch? Gelber Tod wurde VIP bei Twitch, aber es sind auch einige un-VIP'd und ich muss die noch un-VIP'en, mach ich irgendwann später. Ich glaube, das Gift tut dir nicht gut. Welches Gift? Welches Gift genau, Eden? Ich verstehe es immer noch nicht, Bayer. Ach, da in-game. Das ist kein Gift. Das ist kein Gift. Dankeschön für die AR. Ey, nur AR. Dankeschön. Oha, Digga, dankeschön. Das ist ein Shield Trunk. Den wirst du noch brauchen. Dieser Trank hier, dieser Flowberry Jizz, wie er genannt wird, den brauchst du, um dein Shield, die blaue Energie hier hoch zu pumpen, damit du nicht so schnell stirbst. Den wirst du dir auch noch genüsslich reinpfeifen, vor allem. Wird dir nicht mehr peinlich sein, da vor allem das zu machen. Er meint, dass man an deinem Charakter sehen kann, dass du einen kleinen hast. Wieso kann man an meinem Charakter meine Penislänge abschätzen, Leute? Was sagt an meinem Charakter, dass ich einen kleinen habe? Sag's mir. Ist es dieses schöne Schild? Okay, Leute, da hinten sind irgendwelche Leute. Das heißt Spritzi. Nein, das heißt Flowberry Gist, Digga. Alter, da sind einfach 4 Leute, die hardscopen mit Sniper, Digga. Was soll ich denn da mit der DMR jetzt machen? Ach, du bist doch eine Fotz. Hast du Muni? Digga, ich kann die nicht pushen, Digga. Ich hab ne DMR, Mann. Da stehen einfach 4 Leute auf dem Berg und hardscopen mit Sniper. Wie unfair ist das? 56? That's crazy, ja. That's wirklich crazy, Digga. Ich geh zu Noah. Noah, hilf mir, beschütz mich. Ich will, dass Noah mich beschützt. 5 Leute, ja. Hört doch mal auf mich zu schießen, hallo. Noah, was geht? Beschütz mich sofort. Mach was! Ja, was für Muni braucht er? Digga, sehr. Hier, nimm noch mehr, ich hab noch mehr. Okay. Oh! Mit einer DMR wurdest du gefistet, Bro! Du Bot! 99 Schaden? Oh mein Gott, was ein Bot, Digga. Ah, kriege ich VIP? Nein, leider nicht. Um VIP zu bekommen, muss man eine gewisse Anwesenheit auf dem Chat vorweisen. Eine gewisse Anwesenheit und ein gewisses Engagement und das in Kombination mit einer längeren Zeit, in der du da bist. Ja? Also die VIPs werden einmal im Monat bestimmt. Einmal im Monat gucke ich, wer VIP bekommt und wer VIP weggenommen bekommt. Damit sage ich nicht vor, alleine zu pushen, Jungs. Bot! Back to Lobby! Noch Steps.
Noch ein Step, dann haben wir es. Ist nur noch einer da, oder? Der Sagitagi ist dead. Der ist hier oben, Jungs. Back to Lobby, du Bot! Bro, ihr habt ja alle hart gescoped mit Sniper, Digga, und seid alle dead! Das heißt Flowberry Jizz. Habe ich irgendwas verpasst im Chat? Was mit Mimi, schade, habe ich irgendwas verpasst? Lipex ist da, glaube ich. Moin Nico, was geht? Bin jetzt erst hier. Da ich seit gerade eben wieder zu Hause bin, waren circa 8 Stunden im Schwimmbad. Lipex, willkommen. Und Benny, wie geht's dir? Schön, dich zu sehen. Was geht? Habe ich irgendwas verpasst? Das heißt Spritzi-Spritz. Es heißt Flowberry Jizz, Digga. Was labert ihr für Spritzi-Spritz? Voiceless, wie heißt das Spritzding? Das heißt Flowberry Jizz, oder? Sag ehrlich. Besser sag es, was soll ich sagen, Kami? Wie geht's dir? Mir geht's sehr, sehr gut. Dankeschön, Lipex. Wie geht's dir? Du hast was verpasst? Was hab ich verpasst? Dieses Gurk-Ding ist so dead, ne? Ich habe so gewonnen. Flowberry Jizz, Dankeschön, Mimi. Dankeschön. Dankeschön. Flowberry Jizz oder Juiceberry Jizz? Genau, wichtig ist Jizz. Wichtig ist Jizz. Eine Frage an den ganzen Chat, wenn ihr eine Season von Fortnite wieder spielen könntet. Ich habe leider erst in dieser Season angefangen, deswegen kann ich das nicht genau sagen. Da kann ich keine fundierte Meinung zu. Back to Lobby, du Bot! Digga, sag nie wieder, dass ich kein Aim hab. Ey, klippt das. Klippt das. Klippt das. Warum klippt ihr immer nur, wenn ich irgendwo durch Fallschaden runterfalle? Digga, Bro. Lucky, Digga, jedes Mal. Bis er sagt, jetzt kriege ich Muni. Nee, das sage ich nur in bestimmten Augenblicken. Digga, wahrscheinlich immer lucky, Digga. Jedes Mal. Mann, Mann, Mann. Oh, er guckt zu. Warte kurz. Ich muss kurz emoten. Schnauze, Kami. Okay, es lieb, ich versuch's. Kann ich Sniper? Bitte. Digga, die besten Insider für den Chat hole ich aus anderen Chats, ne? Das wisst ihr schon. Dieses, wisst ihr, das kam auch nicht von mir, ne? Dieses, kann ich Sniper? Hast du Muni? Das kam auch aus dem Stream von der Streamerin, die Fortnite gespielt hat mit Mates, ne? Sie hatte so kein Equipment und sie hatte so einen Mann als Mate und dann hat sie gesagt, hast du Muni? Kann ich deine Sniper haben? Bitte! Und der Typ dann so. Digga, Bro. Ey, Mann, ich lieb's einfach. Ey, Leute, ich schwör euch, die 2 Uhr, 1 Uhr Streams sind die besten. Ne? Das ist einfach zu geil, da auf Twitch zu chillen. Eden, wahre Geschichte. Wahre Geschichte. Oh, was willst du denn du hier? Ich bin so ein Bot, Digga. Ich bin so ein Bot, Digga. Ich bin so ein Bot, Bro. Ich bin so ein Bot. Ich bin so ein verkackter Bot. Noah, bitte komm her. Oh, Sagen ist da. Okay, alles gut. Eden hat das auch gerade bei dir mit VIP probiert. Hast es aber verpasst. Oh. Ja. Also, man glaubt es kaum. Eden, ich mag Eden, ne? Ich kenne ja Eden auch schon ein bisschen. Aber egal, um wen es geht. Scheißegal, wie gut ich die kenne. Auch wenn ich die persönlich kenne. Bei mir wird nur jemand VIP, der im Chat engagiert ist und oft da ist. Und Eden streamt ja selber. Allein deswegen kann sie schon gar nicht so oft da sein. Also die Leute, die VIP sind, sollen, die sich das verdient haben, VIP zu sein, das soll halt kein Dings sein, kein Wegwerfabzeichen, ne? Sondern soll schon was wert sein. Und deswegen, die Leute, die VIP haben, jeder von denen, wenn der Ausrufezeichen Watchtime macht, hat wahrscheinlich eine derbe Watchtime, ne? Besser war ein Fortnite mit Kyuzu. Kyuzu streamt leider nicht mehr. Der ist nicht mehr da. Achso, dieser Oryx hat 5 mal reingesammelt. Achso, okay. Ja, Maxi, was ist los? Vanessa, du warst sogar auch im Kopf beim letzten Mal, ja? Du warst auch sogar dabei. Aber Gelber Tod war ein bisschen öfter dabei.
Also bei der letzten VIP-Diskussion mit den Mods waren dabei Gelber Toad, Eisfuchs, Vanessa, es waren ein paar Leute dabei. Sogar Lennox habe ich im Kopf gehabt. Aber schlussendlich von allen war am meisten dabei Gelber Toad und Eisfuchs. Eisfuchs wäre es auch fast geworden, aber der war zum Schluss dann halt, wie er jetzt auch selber gesagt hat, einige Male nicht dabei. Verstehe ich ja, bei mir bekommen VIP nur Leute, die Real-Life-Freundin wirklich? Real-Life-Freunde, ey, du solltest VIP auch Leuten geben, die oft am Start sind oder dich krass supporten. Also, finde ich. Ist ja so Twitch-VIP, weißt du, wie ich meine? Aber gut, okay, muss jeder selber wissen. Muss jeder selber wissen. Ah ja, jetzt packst du die Sniper aus und ich habe nur eine Handgun, cool. Hol dich einfach mit der, okay? Nice. Konnte ich echt was machen, Digga. Geil. Ich glaube, ich bin gerade das vierte Mal oder so down gegangen. Wann Fortnite mit Bunker? Bunker sieht leider nicht mehr. Du gehst immer mit wenig HP viel zu aggressiv rein. Eisfuchs, ich bin nicht reingegangen, Digga. Die stehen da überall. Die stehen da alle, Särgen. Die stehen da alle, ob rein oder nicht. Leider. Ach, Mann. Aber ja, vielleicht bin ich auch zu aggressiv reingegangen. Ich will es gar nicht verneinen, es kann schon sein. So, meine Real-Life-Freunde supporten mein Streaming gar nicht. Sleepy, das Ding ist, ich habe ganz lange meinen Real-Life-Freunden gar nicht gesagt, dass ich streame. Also viele wissen das noch, die interessieren sich auch null für meinen Stream, Digga. Null. Ich finde es auch, wie gesagt, also ich bin kein Streamer, das haben wir eben schon mal gehabt, das Thema, der hart darauf ist, der entweder durch Real-Life-Freunde, die im Stream sind, die Zahlen pushen, oder halt der stark auf Raids ausgeht. Ich streame jetzt seit ein paar Stunden und ich habe nicht einen Raid bekommen und ich bekomme fast nie Raids. Das liegt einfach daran, dass ich nicht so connecte mit vielen Streamern, ne? Das ist einfach so und damit lebt man halt einfach und deswegen meine Real-Life-Freunde sind auch nicht in meinem Stream, weil fühle ich nicht, ist nicht so mein Ding. Ich will es lieber voll für mich haben und meine Real-Life-Freunde interessieren sich auch gar nicht für Stream. Hatte vergessen, ihr ein Like da zu lassen, ey, dankeschön, Gelbertod. Die juckt das Stream gar nicht. Meine Real-Life-Freunde sind alle arbeitstätig, das sind irgendwelche studierten Leute, die jetzt irgendeinem Job nachgehen, versteht ihr? Die haben zum Teil eine Frau, die haben zum Teil ein Kind, die sind nicht so in dieser Welt wie ich gefangen. Ey, Scheigeil, was geht, schon nicht zu sehen. Das stimmt, Sleepy Dude, das stimmt. Aber ich meine, wie soll ich das erklären jetzt? Wie soll ich das jetzt erklären? Wenn du zum Beispiel als Streamer connectest du dich in der Regel mit Streamern in deiner Größenkategorie, damit es einen Vorteil hat, ne? Damit es einen Vorteil für den Streamer hat. Die Connection, die du suchst, sind Streamer in deiner Größe. So kann man es ungefähr sagen, ne? Und das mache ich gar nicht, also so gut wie gar nicht. Außer zum Beispiel, wenn jemand so kommt wie Jules zum Beispiel. Aber das ging auch von ihr aus. Die hat mich geradet, durch Zufall. Die würde ich jederzeit raiden. Ich erwische sie nur leider nicht. Aber an und für sich, Jules, wie geht's dir? Schöne Grüße. Wenn ihr guten Fortnite-Content sehen wollt, checkt Jules aus auf jeden Fall. Jules, sehr, sehr sympathisch. Liegt einfach daran, dass ich persönlich nicht so der Typ dafür bin, der enge Kontakte zu anderen herstellt, weil ich das einfach nicht so gut kann. Ich bin da so ein bisschen... Bin so ein bisschen fernab von Leuten kennenlernen. Ist nicht so mein Ding. Außer Jules, warum sie? Es ging gerade darum, mit wem connecten sich andere Streamer und inwiefern bringt das was und Streamer untereinander raiden und so weiter. Das ist halt das Ding. Darum ging es gerade. Unser Kontakt wird noch richtig eng, das sage ich dir. Ey, Jules, du bist die Beste. Du bist die Beste. Und ich konnte leider Jules noch nicht raiden, weil sie halt immer zu komplett anderen Zeiten streamt als ich. Aber weil sie mich halt aus dem Nichts geradet hat und einfach so komplett grundlos, als ich mal ein bisschen länger gestreamt habe, bin ich auch fast immer, wenn ich kann, bin ich in ihrem Stream. Ich bin fast immer bei Jules dabei. So, habe ich irgendwas überlesen? Jules, die Beste. Finde es wichtig, dass man auch mit seinen Freunden über sowas reden kann. Safe Eden, da gebe ich dir recht. Ich kann auch mit meinen Freunden über Streams reden, aber meine Freunde an und für sich interessieren sich nicht für Streams, verstehst du? Die sind nicht so in dieser Internet-Bubble, die gucken sich sowas nicht an. Ich gebe dir ein Beispiel. Einer meiner besten Kollegen ist Lehrer, okay? Und dem habe ich mal vom Stream so ein bisschen geredet und er so, seine Antwort war so, ist es eigentlich im Bereich des Möglichen, dass du auch mal Infotainment-Videos machst? Es ist immer gut, wenn Videos auch einen Nährwert haben. Und ich da so,
Was? Was sind Infotainment-Videos? Ey, wie riesig ist das Geld? Wen habe ich gerade angenommen, Maximilian? Kopf oder Zahl machen, wie mache ich später irgendwann, Kavi? Der hat Noah aber noch richtig gut gespielt. Noah spielt immer richtig gut, ne? Passt nicht ganz zu deinem Content, ja. Was will er denn? Ja, er guckt sich halt so Videos an wie, keine Ahnung, Mann. 10 Jahre Nintendo, das waren die erfolgreichsten Spiele, das waren die finanziell mit der höchsten Gewinnmarge. So ein Scheiß guckt er sich halt an. Also, ist halt nicht so meins. Ne? Ich bin da eher so ein bisschen stumpfer. Ich mache halt eher so Videos, Chun-Li's Hüftschwung-Emote oder so, ne? Pink, ich hab dich jetzt angenommen. Lehrer Schmidt höchstpersönlich. Naja, das Lustige ist, der Lehrer Schmidt ist gar nicht Lehrer Schmidt, sondern einer meiner besten Kollegen, der Lehrer ist, der ist türkischer Abstammung. Und wenn ich mit dem privat chille, dann redet der immer so: Machst du noch Shisha, Bruder? Wallahi, ich mach Kohle. Sieg dir. Aber wenn es dann, sobald es um Germanistik oder so geht, oder um Deutsch oder so, packt er plötzlich irgendwelche Fachbegriffe aus und ich denke mir so, Bro, ich verstehe dich nicht, bitte red Deutsch, Digga. Red bitte Deutsch, Digga, ich habe verstanden, du hast Deutsch studiert, jetzt hör auf damit. Meine Mama hat mich erstmal gefragt, was ich mit dem Internet mache. Ey, das ist eher wirklich, also genauso ist es ungefähr, ne? So, Leute, ey, schick mal noch jemand eine Beitrittsanfrage, bitte. Mathe vergessen, wer ein Like da habe ich schon gelesen. Okay. Die ist sehr kalt, Digga. Die ist sehr klar, okay. Ach so, ja, nee, ist klar. Ja, doch, ist wirklich so. Sag mal, doch, ist so. Ey, weißt du, wieso spielst du nicht mit? Was mit Raven? Ist Raven live? Raven, komm jetzt sofort raus und hör auf. Nein, nicht Gruppe beitreten. Ach, Digga. Raven, komm, so raus aus scheiß Only-Up, du such die. Keiner will in Only-Up chillen. Digga, wenn ich streame, darf ich dich dann raiden? Finny, na klar, darfst du. Aber, musst du auch nicht, ne? Musst du auch nicht. So, Maximilian, nochmal, sorry. Naja, Markus, kannst du dich natürlich nochmal an. Gehst du only up? Ich gehe nicht only up. Heute in der Schule, immer von 10 Minuten, wäre ich fast 13 Mal eingepennt, weil der Unterricht so langweilig war. Digga, ist nicht gut. Taurus, alles gut, benimm dich einfach ab jetzt. Will jemand für mich arbeiten? Hast du Nachtschicht, Jules? So, können wir Raven jetzt einfach mal hier einladen? In Gruppe einladen. Raven, komm jetzt sofort rein! Soll das, Digga. Stellt euch vor, Bizza ist Lehrer. Ich habe mal überlegt, ob ich Lehramt studiere, Leute. Geht only down. Nein, wir bleiben bei Battle Royale. Aber ich habe es nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst. Ein paar von euch wissen es. Ich habe mal ganz kurz studiert. Und zwar habe ich mal kurz BWL Wallah, studiert. Wallah, ich mache genau so und noch schlimmer. Ich mache so noch aber und noch schlimmer. Studieren ist nichts für mich, okay? Es ist einfach nicht mein Ding. Ich mag es, mich kreativ auszuleben. Ich brauche meine Freiheiten. Ich brauche Cora, ich liebe dich. Und das ist für mich das Wichtigste. Deswegen war Studieren nie was für mich. Für mich sind diese festen Sachen nichts. Ich kann damit einfach nicht dealen und das ist für mein Leben einfach nicht das, was ich will. Und deswegen habe ich auch aufgehört zu studieren. BWL-Bizzer, ja, ich habe mal BWL studiert. Ja, Taurus, hallo. Darf ich jetzt mitmachen? Madi, ja, darfst du. Ich habe doch gesagt, schick Anfragen. Aber ihr fühlt das vielleicht. Digga, wer ist jetzt schon wieder rausgegangen? Schick eine Anfrage, Madi. Irgendjemand ist gerade rausgegangen. Digga, Pink, was machst du denn? Sag Walla, ich gebe dir eine Bombe. Sag Walla, ist mein Cousin Damien. Ich verstehe dich nicht. Kannst du bitte Deutsch sprechen? Was sagst du zum nur Follower-Chat? Also, meine Meinung zum nur Follower-Chat ist. Ziemlich dämlich, wer den nur Follower-Chat reinmacht, wenn du nicht gerade 500 Zuschauer-Average hast. Lieb diese Bärchen, meine Güte. Ey, niemals die Bärchen spam. Nee, Leute, ich sag euch ehrlich, nur Follower-Chat halte ich gar nichts von. Das schließt gefühlt ganz Twitch aus. Jeder, der neu bei euch reinkommt, denkt sich, warum hast du nur Follower-Chat an, du Wichser. Also wenn ich irgendwo reinkomme und ich sehe da nur Follower-Chat, dann drehe ich direkt durch. Ist er, was ist dein Religionslieb? Ich bin Atheist. Ich habe mich ganz lange mit Religion befasst. Ich kenne mich aus mit dem Islam, ich kenne mich aus mit dem Christentum, ich kenne mich aus mit dem Judentum. Aber ich selbst bin Atheist. Okay? Auch wenn ihr es nicht glaubt, ich habe ein recht fundiertes Wissen, was Religion angeht. Ich finde es immer lustig, wenn sie mal mit 10 Followern nur Follower-Chat anmachen. Daniel, der Hintergedanke dabei ist, dass sie denken, dass wenn sie nur Follower-Chat anmachen, dass sie Leute dazu bringen, zu folgen, damit sie reinschreiben können. Hört auf, die Bärchen zu spammen! Aber der Hintergrund ist eigentlich, dass die Leute dann denken, die kommen in Chat, sehen, dass nur Follower-Chat an ist und gehen wieder. Mhm.
Jules, stimme ich dir zu, aber wenn du halt wirklich so 500 Zuschauer hast oder so und du nicht willst, dass jeder Troll reinschreibt, dann kann ich es nachvollziehen. Aber bis es soweit ist, brauchst du es halt nicht, ne? Leider zu spät gesehen, richtig dumm, das ist wirklich dumm. Also nur Follower-Chat ist absolut dicker. Eden macht auch mit, hört doch auf, euch immer beeinflussen zu lassen von der Scheiße. Leute, was ist los mit euch? Ihr müsst cool bleiben, wirklich. Ja, dann ja, aber alles davor wirklich unnötig. Ja, ist wirklich unnötig. Jules, wie siehst du eigentlich bei dir aus mit deiner Partnerschaftsbewerbung? Digga, ich rede hier mit so vielen Leuten, die eine Partnerschaft bewerben. Geisteskrank, wie ambitioniert und erfolgreich ihr seid auf Twitch. Wie sieht's da aus? Hast du die jetzt schon abgeschickt? Ich habe das am Rand mitbekommen. Hast du jetzt eine Antwort? Nochmal? Gab's beim ersten Mal eine Absage? Hab sie heute abgeschickt? Achso, okay, aber es war das erste Mal, Leute. Leute, wer ist da rausgesprungen? Ey, Last Pleasant, einer ist rausgesprungen, Jungs. Last Pleasant. Bärchen sind lustig, was soll das? Ja, vor 3 Wochen gab es eine Absage. Jules, das ist, habe ich eben schon zu Eden gesagt, es gibt meistens eine Absage. Es gibt meistens eine Absage beim ersten Mal. Ne? Du kennst berühmte Menschen, wisst ihr? Ja, krass, ne? Krass. Da, auf der Gamescom hole ich mir ein Autogramm von euch ein, ne? Ich sag euch, Gamescom sehe ich uns alle mit Creator-Ticket. Aber ich werde es, wenn ich es kriege, dann nicht wegen Twitch, sondern eher wegen YouTube. Also, Twitch. Ah, es ist wieder Bock. Nice, kann mich wieder nicht bewegen. Es ist Bock. Sehr gut. Ich werde die bis zu meinem Namen nicht mehr lesen können. Jules, du bist eigentlich recht gut dabei. Also, sobald du über 100 Zuschauer hast, kannst einer ist geliebt. Nice, super. Ich liebe es, wenn die Leute lieben. Was willst du? Du bist ein Bot. Geh weg. Dachtest du kannst mich pickaxen? Falsch gedacht. So. Ja, Daniel, habe ich irgendwas überlesen, Bro? Dieser Pink Girl ist wieder raus. Kein Bock. Ja, ich nehme den nicht nochmal rein. Der war eben schon 2-mal drin, geht immer wieder raus. Den nehmen wir nicht nochmal rein. So. Wurde abgesagt. Ja, das stimmt. Und Eden wurde abgesagt mit... Ich bin so bad. Eden wurde abgesagt mit, ich weiß nicht, wie viele Zuschauer hat Eden Average. Also ich kenne natürlich ihre Zahlen nicht, aber ich würde schätzen, die hat locker 150 bis 200 Zuschauer Average. Das heißt, es ist scheißegal, du wirst beim ersten Mal abgelehnt. Also ihr kennt wahrscheinlich Jugger, ne? muss ich Ihnen sagen. Jugger mit fast 200.000 Abonnenten auf YouTube und bei Twitch zu dem Zeitpunkt locker 200 Zuschauer Average, wurde auch beim ersten Mal abgelehnt. Jeder wird beim ersten Mal abgelehnt. Gamescom Red Bull Lounge. Jugger, ein lustiger Zeitgenosse. Chaka. Das ist halt die Schwierigkeit. Ich habe gar keine Lust, wenn ich es irgendwann irgendwie schaffen sollte, mal 25 Zuschauer im Schnitt zu hitten, was ja wirklich viel ist, ne? Also, dann die Ablehnung, das habe ich gar keinen Bock drauf. Ne? Ich weiß nicht mal, ob ich mich wirklich bewerben würde. Können wir bitte nochmal back to Lobby und dann jemand anderen mit reinnehmen, der nicht rausgeht? Daniel zum Beispiel. Daniel hat auch eine Anfrage geschickt, das wäre nett. Können wir das machen? 75 Zuschauer, Daniel, 75 Zuschauer. Nein, warte Raven, wir müssen nochmal machen, das zählt nicht. Wir schmeißen Pink raus. Entfernen und laden Daniel ein. Die Runde zählt nicht. So. Madi, du darfst auch, aber jetzt laden wir kurz Daniel ein. Wollt ihr noch Customs machen? Was sollen wir bei Customs machen? Partnerschaft ist, Nessie, das Ding ist halt, dass es, also, ich will jetzt nicht die Sexismus-Schiene fahren, ne, überhaupt nicht, aber es ist sehr schwer für einen Mann unter ganz vielen anderen Männern 75 Zuschauer aus dem Licht zu hitten. Das ist gar nicht so leicht. Da musst du Content machen und du musst gut streamen, du musst engagiert streamen. Du kannst nicht einfach nur da sein. Das reicht nicht. Ja. Und selten sehe ich bei Frauen ein solches Engagement, die zum Beispiel Games zocken. Zum Beispiel bei Jules, die streamt geisteskrank gut. Jules, also ich rede jetzt von Fortnite, ne? Nicht Just Chatting Sparte, ich rede von Fortnite. Jules streamt als eine der wenigen Frauen, die ich jemals gesehen habe bei Twitch, die Fortnite spielen, auf einem Engagement-Niveau, was ich respektiere. Also wirklich. Aber viele sind halt so, ich mache euch das kurz vor, okay?
Viele sind halt so. Oh ja, mir geht's gut, danke. Oh, die Runde geht los. Okay. Das ist halt so. Viele sind halt so und das kann ich nicht respektieren. Da fehlt mir das Herzblut dahinter. Versteht ihr? Fehlt mir die Leidenschaft. Da fehlt mir das Schwitzen dahinter. Das Herz hinter dem Stream fehlt mir da einfach, ne? Ja, darfst du, Madi. Du hast dein iPhone 12 Pro? Ja, habe ich. Guter Blick sagen. Wisst ihr, wie ich meine? Also könnt ihr das nachvollziehen? Vielleicht kann das der ein oder andere fühlen. Und wie gesagt, ne, ich keinen angreifen. Ey, Banane! Ich rede hier tatsächlich von jetzt Fortnite in diesem Fall, ne? Genau, Herzog. Leidenschaft und Scheidensaft. Leidenschaft mit Scheidensaft, so ungefähr. Ich rede hier tatsächlich von Fortnite jetzt gerade, ne? Nicht von anderen Sparten, in denen man halt einfach chillt, wie zum Beispiel Just Chatting. Aber bei Fortnite zum Beispiel, sehe ich es halt so oft. So, wieder da vom Lurk, beziehungsweise vom Duschen. Ey, Lipex, WW. WW. Pink, wenn du mir weiter random Anfragen schickst, dann lösche ich dich. Du warst eben zweimal drinne und hast bis zweite Mal rausgegangen. Beim nächsten Mal, ich lösche dich dann gleich. Kuss, ey, Banane, wie war's? Wie läuft's bei dir, Digga? Banane, so ein sympathischer Typ, Digga. Leute, wer erinnert sich noch an Banane? Das war mal ein Raid, den ich nicht bereut habe. Den Raid an Banane. Banane, du musst wissen, ich raide eigentlich nicht so gerne Leute, ne? Du warst schon die Ausnahme von der Regel. Banane, bester Mann, Digga. Weiß gar nicht, wo ich schon wieder aufgeschnappt habe. Ich vergesse immer alles. Eden, das ist kein gutes Zeichen, ne? Alzheimer, bald. Bald Alzheimer. By the way, Eden, du und Jules habt was gemeinsam, wenn ich mich nicht täusche. Ihr seid beide in der Pflege tätig. Maximilian, sehr gut gemacht wieder. Digga, alle Frauen, die ich kenne, sind in der Pflege tätig. Meine Ex ist auch in der Pflege tätig. Back to Lobby. So. Back to Lobby. Leute, sorry, ich kann gerade nicht so ganz auf Chat achten, mache ich aber gleich wieder. Ist das zum Kotzen, Digga? Ich habe keine Muni, Digga, Bro. Ja, die pushen mich jetzt kaputt. Digga, ich habe nichts nachgeladen, ich habe keine Muni, was soll ich jetzt machen, Jungs? Sag mir, was ich jetzt machen soll. Sag's mir, wie soll ich das gewinnen? Boah, Mann, Digga, was für eine stressige Runde jedes Mal. So, jetzt aber. I'm sorry, guys, ich habe mein Bestes gegeben. Direkt mal Jules folgen, wichtig und richtig. Ich bin am Überlegen, Psychologie zu studieren. Boah, gelber Tod, Psychologie ist aber... Alter, harter Studiengang. Also übrigens, Psychologie ist Medizin, ne? Also ich will nichts Falsches sagen. Ich meine aber, dass Psychologie... Mal die Anfrage. Ich meine, dass Psychologie Medizin ist, oder? Du studierst Medizin und spezialisierst dich dann auf Psychologie. Mir geht es soweit ganz gut. Hatte leider gerade noch etwas Streit mit meinem Mate. Oh, das ist nicht gut, Banane. Niemals mit Mate streiten. Und Tattoos hat sie auch noch. Wo hast du die Traumfrau her? Jules? Ich weiß es nicht. Woher kenne ich ihn? Eden, woher kenne ich dich? Jules und ich sind sogar fast gleich alt. Ihr seid beide 22? Niemals. Ich würde eine Runde und dann eine Runde Jules feiern. Let's go. Ey, Banane, kommst du rein? Banane, komm, schick mir mal eine Beitrittsanfrage. Von Schnitzel bestimmt, kann sein, von Schnitzel, ja. Mr. Lee, wer ist Mr. Lee? John, du musst mich bitte adden, John. Und Martina, was geht? The Real Mardi, komm rein.
Er meint, glaube ich, 18. Das ist ja fast schon kriminell. Banane, der Beste, Digga. Habe ich Banane angenommen? Banane, nächste Runde, okay? Nächste Runde. Wir sind schon voll. Nächste Runde, okay? Safe. Nächste Runde, Banane, ich denke an dich, okay? Oi, war schon? Nein, oder? War oi, schon? Oi, war schon? Okay, Banane, dann schick du eine Anfrage, bitte. Banane, schick nochmal eine Anfrage, bitte. Ich hab oi, glaube ich, entfernt. Ja, war schon? Okay, okay. Fake Raid? Ja, ich weiß. Deswegen gibt's auch kein Shoutout. Ey, oi, raus aus meinem Dings. Wurde der oi nicht auch gerade getimeoutet? Der wurde doch auch gerade getimeoutet, oder? Muss mindestens 18 sein, sonst wird das unglaublich wegen der Tattoos. Das stimmt, ja. Und bei Eden fühlt man sich dann auch falsch, wenn man den Stream anguckt. Ich würde dir empfehlen einzustellen, dass man mindestens 2 Viewer haben muss. Ja, safe, Daniel. Also eigentlich mindestens 5 Viewer. Ich werde Oktober 29. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute, ich will euch, wenn ich euch sagen würde, wie alt ich im Juni werde, ihr würdet es nicht glauben, okay? Deswegen reden wir auch nicht darüber. Deswegen rede ich auch mit dem Chat nicht über mein Alter. Kann sein, dass irgendwas geschrieben wird mit Schwanzkratzen. Digga, was für Schwanzkratzen? Hä? 70? 70 nicht, Digga. Doch, ich glaub's dir auch nicht. 69 auch nicht. Du wirst 25, Voiceless, genau so ist es. 25 werde ich. So ist es. Voiceless, du und ich, wir sind halt... Merle, drückst du bitte ready up. Wir zwei sind's halt, ne? Du wirst so... Ey, Mimi, ich liebe dich. Ich liebe dich. Merle, drückst du bitte ready up. Sonst muss ich dich leider kicken. 34, Vanessa ist eine Lüge. Du wirst 1105 nehmen. Ah, okay, ja, dann ist ja gut getimeoutet worden. Mr. Lee. Okay, Leute, wir haben noch einen Platz frei. Jemand anderes von euch kann schicken, wenn ihr noch Lust habt. Niemals maximal 25 mal 3. Digga, du sagst, ich werde 75 mal. Das ist ja komplett unrealistisch. Wann Customs? Ich überlege nach der Runde noch ein bisschen Customs zu machen. Also, schau mal kurz Discord. Was ist denn bei Discord? By the way, wenn ihr noch nicht auf dem Discord-Server seid, Ausrufezeichen DC. Hier ist alles voller Pornos. Können zufrieden sein, dass ich, ja, ich hab's gesehen, Luca, habe, danke. Dass ich entspannt bin. Sonst wäre ich schon da vorne. Ja? No, God! No, God, please, no! Digga, no, Rusche, geht's dir gut? No, no! Banane, mach bitte nicht mit Customs, du bist zu gut. Digga, Banane ist wirklich gut, ne? Ich muss leider Rundgang machen und würde. Jules, viel Erfolg beim Rundgang und danke, dass du da warst. Rushi am Durchdrehen, Rushi hat sie nicht alle. Ja, tatsächlich. Leute, habt ihr Bock auf Hide and Seek oder nicht? Habt ihr Bock auf Hide and Seek oder nicht? Ey, ich bin doch gar nicht so schlecht, Kontakte zu knüpfen. Nur ich selber kann keine Kontakte knüpfen. Ich kann andere dazu bringen, dass sie Kontakte knüpfen. Das ist der Kniff. Das ist der Kniff. Und jetzt brauche ich noch Leute, die andere dazu bringen, mit mir Kontakten zu knüpfen. Dann habe ich's. Nicht mal Hallo gesagt, gar nichts. Ey, Rufschi, es ist Bock! Was geht, Rufschi? Was geht? Ich bin nur der Vermittler. So ist es leider, ne? Ich will Kontakt zu dir, ey Daniel. Jederzeit, ne? Jederzeit. Mann. Nee, also wie gesagt, ich tue mich echt schwer damit, Kontakt mit irgendwelchen Streamern zu kriegen, weil es ist so, ich habe gar keinen Bock, die anzuschreiben auf Instagram oder so. Zu sagen, hey, voll toll, dein Stream ist mir aufgefallen, du streamst ja geisteskrank gut und innovativ, ey, heftig. Ich kann nicht gut flirten. Also, ich meine jetzt nicht flirten auf Flirt-Ebene. Ich kann nicht gut, was schreibt man irgendeinem random Streamer, den man nicht kennt, Digga? Ich kann dieses Gelutsche nicht. Oh mein Gott, du hast so gut gestreamt. Was hast du für ein Equipment? Ist das eine Sony-Kamera? Boah, krass, ich feiere dein Content. Ich kenn dich nicht, Digga. Was soll ich dazu schreiben? Ich kann das nicht, ich kann die Scheiße nicht. Ich schreibe, ey, geile Melonen. Das ist mein Tinder-Spruch. Den kann ich jetzt nicht auch noch bei Twitch bringen. Mein Abo ist abgelaufen, aber ich kann alle Emotes trotzdem benutzen. Kami, unwahrscheinlich. Worüber redet ihr? Ich rede gerade darüber, dass ich nicht so gut Kontakte knüpfen kann. Banane. Wir haben darüber gesprochen. Wollen wir mal Grimgate? Ja, das ist halt für mich schwer, das Kontakte zu knüpfen. Bisher kannst du meine Freundschaftsanfrage annehmen. Wie heißt du? Dann nehme ich dich auch an. Ich meine, in welchem Kanal? In gar keinem Kanal. Achso, wir reden gar nicht. Wir reden gar nicht, Digga, Banane.
Das stimmt, Eden, das stimmt. Jetzt musst du mir nur helfen, auch eine Freundin zu finden. Also jetzt nicht eine Freundin, sondern eine Streamer-Kollegin. Keine Ahnung, wie nennt man. Ich weiß nicht mal, wie man sowas nennt. Ja, moin Leute. Ab und zu kommt auch vorne mit einem weiteren Video. Lisa, kannst du mich bitte grüßen? Ufschi, schöne Grüße. Wer bist du? Ah, okay. Hab dich angenommen, Bro. Hab dich angenommen. Wir spielen immer ohne Call. Wie du meine Nachricht nicht gelesen hast, ey, tut mir leid, bitte einfach nochmal reinposten. Der Becks, ihr wisst, wenn ihr nicht was überlebe, wenn ich was überlesen sollte, dann copy-pastet es bitte. Ich weise diese Unterstellungen zurück. Unterstellungen sind ein journalistischer Trick. Es ist tatsächlich so, ne? Unterstellungen sind immer ein journalistischer Trick. Das sage ich halt auch, sage ich auch mal, wenn ich Beziehungsstress habe. Ohne Call, das einzig Wahre ist so. Wizard hat eigentlich lange grüne Haare, aber werden immer rausgekeet mit dem Greenscreen. Er erklärt sich ja, warum sich über Goki-Emotes aufregt. Schnauze! Ey, Matze, du musst jetzt langsam, musst du wirklich zugeben, dass das Goki-Ding stirbt, ne? Es ist vorbei, Matze, du hast verloren. Du hast verloren. Was habt ihr im Stream gemacht, wo ich noch nicht da war? Genau das gleiche wie jetzt. Heute ist es sehr gechillt. Wir quatschen, zocken nur ein bisschen BR nebenbei. Also wirklich gechillt. Wirklich, wirklich. Oha. Das ist ein Wort. Rutsch, dein schlimmster Albtraum. Leg dich nicht mit Eden an. Die hat fette Melonen. Nee, sowas darf ich nicht sagen, oder? Nicht mal im lustigen Sinne, oder? Sonst werde ich direkt als komisch abgestempelt. Ey, ich schwöre, das ist ein Stream-Insider, ne? Ich bin kein Perversling. Das ist ein Stream-Insider bei ihr. Nicht bei mir. Uff, sie stirbt nie. Treffer. Na, kein Treffer. Na. So, okay. So. Ich wollte nicht lieben. Ja, gut, okay, aber wenn du halt liefst, dann kann ich nichts machen, ne? John Pieper, danke schön für dein Follow, Bro. Fuck, ich bin so gefistet, Digga. Das ist kein Bot. Das ist kein Bot und ich habe keine Waffe. Du bist so bad, Digga. Du bist so bad, Bro. Geh zur Lobby, Junge. Oh, knapp. Safe Bot, das war kein Bot, Digga. Das war safe kein Bot. Ey, was geht? Das war kein Bot. Ey, Banane, was geht, Digga? Sorry, dass ich diese perverse Kacke geschrieben habe. Oi, oi. Guck mal, oi, oi. Ich sag jetzt eine Sache, okay? Hör mal zu kurz, okay? Du bist in letzter Zeit sehr oft negativer aufgefallen. Ich wünsche mir ein harmonisches Miteinander und du schreibst sehr viel Kacke in letzter Zeit. Beim nächsten Mal Kacke schreiben gibt's ein Timeout für 2 Tage. Und dann noch einmal Kacke schreiben, gibt es ein Timeout für immer, also ein Bann. Bitte, bitte benimm dich, okay? Versuch hier und da mal was Normales reinzuschreiben. Versuch hier und da mal mit dem Chat zu interagieren, ohne komisch zu sein. Und dann ist auch alles gut. Dann kannst du auch gerne mal reintrollen, alles cool, habe ich nichts dagegen. Aber auch mal versuchen, normal zu sein, okay? Das war der beste Spieler auf Erden, Kappa, Schnauze. Ey, nennt mich nicht Daddy, bitte nennt mich nicht Daddy, Digga. Ich kann es nicht ab, wenn mich Typen Daddy nennen, Digga. Das klingt so komisch. Dann komme ich mir so vor, als hätte ich Kinder. Leute, nenn mich nicht. Digga, nenn mich nicht Daddy, du bist auch ein Typ, Stimmy. Digga, Bro. Fast an Bord gestorben. Dada, Digga. Dada ist noch schlimmer. Dada lässt es viel zu realistisch klingen. Das klingt. Oh, nee, Digga. Stellt euch vor, ihr hättet jetzt ein Kind, Alter. Was für Absturz würde ich schieben, wenn ich morgens um 6 so in meinem Bett liege und dann höre ich. Kannst du meine Kacke anfassen? Du hast kein Privatleben mehr. Boah, nee, Digga. Ich bin überhaupt nicht der Kindertyp, sage ich euch ehrlich. Kindheit für mich auch reden, wirklich. Ey, Mann, ich komme über. Allein der Gedanke an ein Kind. Ey, ich hab euch das, weiß nicht, ob ich das schon mal erklärt habe, aber ich bin mal richtig knapp einem Kind entkommen, sage ich euch, wie es ist. Ey, Matze, hör doch auf mit der Scheiße, Digga. Mann. Ein Mann, noch ein größerer Albtraum. Ja, gut, okay. Weiß ich nicht. Kann ich nicht einschätzen, wie das bei dir ist, aber. Kind kann ich nachvollziehen. Ach, Digga.
Warum wird der Alert eigentlich nicht vorgelesen? Oder wird der vorgelesen? Ist nicht laut. Der die Bob Yamin Gurk 3 Emilix Bob Yami NPA Nix Hake Bob Yamin Gurk 3 Emilix Bob Yami NPA Nix Hake. Ach, gut, Bob, dass ich ihn noch laut gestellt habe. Emilix Bob Yami NPA Nix Hake Bob Yamin Gurk 3 Emilix Bob Yami NPA Nix Hake Bob Yamin Gurk 3 Emilix Bob Yami NPA. Matze, bist du stolz auf dich? Matze, bist du stolz auf dich, Digga? Bist du stolz auf dich, Matze? Es bringt nichts, Matze, es bringt nichts. Es ist trotzdem dead. Es ist trotzdem dead. Original, also teilweise nur die reden nicht mit dir. Das stimmt, Raven, das stimmt, ja. Ja, du musst es wissen, ne? Verbrennt die Gurken. Leute, das Gurkending ist tot. Die armen Gurks, das ist wirklich tot. Warum haben die Alerts keinen Sound? Doch, die haben Sound. Also ich habe ihn nur, war nur zu leise eingestellt, habe ihn gerade lauter gemacht. Was wollte ich sagen? Will nur meine Katzen. Boah, Eden. Du endest irgendwann mal als eine dieser alten Katzen, Mamis, die nichts haben außer ihre Katzen. Und dann redest du mit deinen Katzen, so als wären es deine Kinder. Hast du Hunger, meine Süße? Willst du noch ein Leckerli? Ja komm. Dann endest du so. So eine Katzenmami, so eine gruselige Katzenalte. Nee, das wäre auch nichts, also. Ich will eher so im hohen Alter, mit 40, 45, will ich eher so ein Charlie Sheen Lifestyle. Das wäre gut. Also um genau zu sein, Charlie Harper Lifestyle bei Tour and a Half-Man. Half-Man, Entschuldigung. So rede ich jetzt schon, Kappa. Sehr gut. Also wisst ihr, wie ich meine? So ein Lotterleben will ich einfach haben. Das ist das, was ich brauche. Ich will machen, worauf ich Bock habe. Ich will so lange schlafen, wie ich will. Frauen, die halb so alt sind wie ich. Nee, nicht jetzt, erst in ein paar Jahren, aber dann ja. Musst du kurz rechnen. Musst du kurz rechnen, ja. Hauptsache keine feste Bindung, das ist der Key. Digga, ich hab doch gerechnet, mach jetzt keinen Zeitei, Digga. Wie du noch überlegst, ich musste gerade, jetzt ist es noch sass. Jetzt ist es noch sass, deswegen erst ein paar Jahren. Okay. Digga, ich hab keine Sniper, Digga. Schön, dass du auf mich schießt, danke. Ja, okay, ich hab verstanden, du siehst mich da hinten. Ich hab's verstanden, du siehst mich, aber ich kann nichts machen. Was soll ich jetzt machen? Soll ich mit einer Schrot auf dich schießen? Ey, Grim Reaper, was geht? Schön, dich zu sehen. Wie geht's dir, Grim Reaper? Okay, jetzt push ich dich. Du wolltest es so, jetzt wirst du gepusht. Push, push! Ich komm an und er ist dead, Digga. Was ist denn das? Hm? Oh, ist noch einer. Lel. Lel. Bald ist es zu spät, bis du sollst dir langsam eine Sugar Mami suchen. Eden, guck mal. Ich habe das Glück, dass ich... Ich bin nicht reich, ne? Nicht falsch verstehen, auf keinen Fall. Aber ich habe das Glück, dass ich unabhängig genug bin, um zu sagen, dass ich keine Sugar Mami brauche. Wenn also nicht gerade... Wenn nicht gerade Ariana Grande vor meiner Tür steht und sich anbietet, mich finanziell zu unterstützen, dann verzichte ich. Dann verzichte ich. Es muss, also die Frau muss schon einiges mitbringen, damit sie meine Sugar Mami wird. Und Ariana Grande würde mich nicht nehmen. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass ich irgendwann mal eine Sugar Mami haben kann. Es sei denn, es gibt Zeiten, in denen Spiele und Konsolen unvorstellbar teuer werden, okay? So, dass ich es mir nicht mehr leisten kann. Wenn der Tag kommt, an dem ich mir mein Hobby und alles was darum so ist, nicht mehr finanzieren kann, dann organisiere ich mir eine Sugar Mami. Dann gehe ich auch mies rein in die Faltigen. Dann gehe ich auch rein in die Faltigen, scheiß auf den Hängearsch, ich gehe da rein. Wenn sie mir eine PS6 kauft, bin ich drin in der, keine Ahnung, wie heißen alte Frauen, Angela oder so. Aber vorher nicht. Ich hatte noch nie eine richtige Beziehung. Vanessa, such dir eine für sie und danach bist du auf meinem Mindset. What I bring to the table, ich so drei Katzen und Lipgloss, das ist auch gut, Eden, das ist auch gut. Drei Katzen und Lipgloss, ja gut, okay, aber für dich ist es ja wahrscheinlich sehr viel leichter, einen Sugar Daddy zu kriegen. Also du kriegst ja wahrscheinlich jetzt schon ungewollt so viele Anfragen wie wenigstens, ne? Füchse wichtiger als Gurken, sage ich. Das klingt auch wieder merkwürdig. Also wenn die Leute den Kontext nicht verstehen, dafür klingt das immer merkwürdig, ne? Ich check's natürlich als Fuchs, ich check's. Was sagst du eigentlich zum Game Play? Muslim so groß wie deine... Was? Was sagst du eigentlich zum Gameplay, wo der Stream so groß ist wie deine Facecam?
Haben wir irgendwie Übersetzer hier? Hallo? Nee, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Du meinst die... Ja, okay, wenn er nur trollt, dann antworte ich nicht drauf. Beziehungen sind Time Waste. Mimi, ich muss sagen, dass ich in meiner 4-jährigen Beziehung eine unglaublich schöne Zeit hatte. Also die Person, mit der ich zusammen war, die hat mich schon erfüllt. Also es war nicht so, dass die Beziehung scheiße war. Ey, sie war klug, sie war hot, Mann. Sie war einfach, ey, vor allem sie war klug, Mann. Sie war wirklich klug, Mann. Sie war so klug, dass ich, sie war mit mir auf Augenhöhe und ich konnte mit ihr reden und es war alles nice. Und nicht mal mit der Alten hat es geklappt. Das heißt, es wird niemals klappen. Dementsprechend habe ich das Positive aus der Beziehung rausgenommen und schlussendlich war es das. Also, ich bin raus aus dem Beziehungsthema. Klug, ey, sie war wirklich klug. Eden, sie war wirklich klug. Und ich rede nicht von diesem, ja, sie hat was im Kopf und ist smart. Ich rede von diesem mehrere Masterabschlüsse klug. Wirklich geisteskrank klug. Ja. Hat der Gameplay mit, hat er das so gespielt? Hat er das so geschrieben? Lass mal nachgucken, Digga. Lass mal nachgucken, wie er es geschrieben hat. Okay, ja, ist er... Ach Gott, Digga, was hat er jetzt geschrieben? Was hat er zum Gameplay? Er hat tatsächlich so geschrieben und ich hab's nicht gesehen. Ey, oi, Timeouten für heute den ganzen Tag. Oi, ist raus. Ihr könnt oi, Timeouten bitte. Timeoutet den weg jetzt! Oi, du kannst es nochmal irgendwann versuchen. Übermorgen oder so. Wenn du dich dann nicht benimmst, wirst du gebannt. Nico nach der Runde Hide and Seek wäre auf jeden Fall dabei. Können wir theoretisch machen, ja, wenn sich genug Leute finden. Was hat der Dude verbrochen? Ach, der trollt die ganze Zeit rein. Der trollt die ganze Zeit rein, Eden. Und er hat jetzt irgendwas mit gay geschrieben. Also, ist an und für sich keine schlimme Sache, das so zu schreiben. Aber er hat halt wieder, er trollt halt wiederholt rein, um halt irgendwie... Also er macht es halt bewusst, um irgendwie reinzutrollen. Und das reicht dann halt. Irgendwann reicht es dann auch, ne? Irgendwann reicht es dann halt auch und ich habe wirklich eine lange Leitung. Ey, ich bin wirklich gechillt, also wissen die meisten von euch, aber irgendwann reicht es dann halt, ne? Irgendwann ist auch gut. Hide and Seek wäre nice. Okay, wir können versuchen, Hide and Seek zu machen, je nachdem, wie viele Leute reinkommen. Digga, ich komme nicht rauf. Digga, du stehst schräg, wie soll ich hier rein? Digga, ich will mitfahren. Die einzige von der zweiten Klasse macht das Schluss, also sie meinte, dass ich den nicht weiß genug... Digga, what the fuck, sie... Jedes Mal, wenn ich eine Dampferpause machen will. Digga, fuck you, bro. Okay, Ariana, ja, ich weiß, das war ein Ariana-Skin. Das war ein Ariana-Skin, aber ich konnte ihn leider nicht. Immer kommt die Action, wenn ich eine scheiß Dampferpause machen will. Nee, das wollte ich nicht machen. So. Also war sie doof, weil halt auf deine Augenhöhe? Nee, Kami, das mochte ich bei Frau. Also, ich weiß, viele Männer können das nicht verstehen, aber ich stehe auf starke Frauen. Also, ich stehe nicht auf körperlich starke Frauen, also so Bizeps-mäßig, sondern ich stehe auf Frauen, die im Leben stehen, Mann, die auf den Typen scheißen, weil sie selber alles so haben, die ficken auf dich, Mann. Wenn die sind nur mit dir zusammen, wenn sie es wirklich wollen, die scheißen auf alles, was du hast, weil sie es selber haben. Im besten Fall haben die sogar mehr als du, Mann. Die sind so geisteskrank ambitionierte Frauen, die richtig krass im Leben stehen. Auf so eine Frauen stehe ich. Das ist mein Typ. So richtige, ich kann es nicht sagen, also im Manzen klingt so falsch, aber eigentlich schon. Die es einfach drauf haben, Mann. Ich stehe einfach auf Frauen, die es drauf haben. Muss stark und ambitioniert gestaltet sein. Ja, weiß ich nicht, ob das unbedingt die Charakterbeschreibung ist, aber wie soll ich das sagen? Ich finde es halt, wenn sie so Ziele haben, die sie verwirklichen, die Ziele, die sie verwirklichen und auch dahinter stehen und sie brauchen halt eigentlich niemanden, aber sind froh über denjenigen, den sie an ihrer Seite haben. Aber nicht, weil sie ihn brauchen, ne? Nicht, weil sie ihn brauchen, sondern weil sie ihn wollen. Das ist so der Typ, aber das gibt's so gut wie nie, Digga. Ich liebe den Hamster-Trend. Was für ein Hamster-Trend? Boss-Bitches nennt man sowas? Ja, vielleicht sogar Boss-Bitches, ja, kann man so sagen. Besser mag Frauen, die Gym 24-7 gehen. Nee, nicht körperlich, Digga. Nicht körperlich. Also, das ist mir relativ egal. Oh, man kann Cora freischalten. Yes, ich habe sie schon freigeschaltet. Kennst du nicht den Hamster-Trend? Nee, was ist der Hamster-Trend? Markus, na klar, kannst du mitspielen.
Mit der Geigenmusik? Nee. Nee. Ich bin jetzt auf. Ey, Huibu, hau rein, danke, dass du da warst. Leute, jeder von euch kann mitmachen, theoretisch. Aber wir gehen nach der Runde, gehen wir in Hide and Seek, Markus, ne? Ich hab nicht den Battle Pass. Wieso hast du nicht den Battle Pass? Ey, Banane! Warte, ich schick dir bei Insta. Okay. Buh, ich dachte, ich sterbe vor Sorgen. Digga, was ich versteck die Konversation zwischen Rufschi und Dings, verstecke ich halt null. Muss ich auch nicht, oder? Digga, wenn deine beste Freundin stärker ist als du, würde ich mich schämen. Wieso würdest du dich schämen, Sleepy, wenn deine beste Freundin stärker ist als du? Also warum würdest du dich schämen? Stell dir vor, du hast so eine Gym-Freundin, Digga, die mies pumpen geht, Digga, und die dich wegklatschen würde mit der linken. Was willst du denn machen, Digga? Willst du dann hier die Freundschaft kündigen? Also in der Regel sind Männer körperlich natürlich stärker, aber wenn du ein ambitioniertes Alter hast am Start, die Selfie jeden Tag pumpen geht, kann schwierig werden, ne? So. Also mir ist scheißegal, was für stärker, Digga, wen juckt das? Also. Vor allem, wenn es meine beste Freundin ist, juckt mich doch nicht, wie stark sie ist. Beschreibst du gerade mich? Bist du stark, Mimi? Hast du ein Fett? Bist du also körperlich stark, meine ich? Also ich weiß nicht, ob ich dich beschreibe. Dazu kenne ich deinen Körper zu wenig. Das klingt falsch, ne? Aber du weißt, was ich meine. Also deine Gym-Gewohnheiten kenne ich zu wenig. Nicht dein, also du weißt schon, wie ich es meine jetzt. Ich meine es nicht eklig, ne? Digga, Bro. Okay, können wir jetzt bitte das Thema wechseln und irgendwo hingehen? Ich komme hier nicht mehr raus. Kann mal jemand anderes fahren? Ich brauche eine Dampferpause. Kami, bitte keine Zuschauerzahlen reinschreiben. Ist mir egal. Bitte schreibt mir keine Zuschauer rein. Keine Zuschauerzahlen rein, weil es juckt mich nicht. Wirklich, es juckt mich null. Ich weiß nicht, was mein Zuschauerrekord war. Wir hatten am Samstag einen recht guten Peak. Also Samstag waren wir... War das Samstag? Nee, Sonntag hatten wir, also ohne Raid, ich rede nur von ohne Raid, ne? Mit Raid, weiß ich nicht, was mein Peak war, aber ohne Raid waren wir bei so 86 Peak oder so. Das war ganz gut. Aber ich gucke immer erst nach dem Stream drauf. Muskel-Mami-Mimi, okay. Zeig Bizeps. Ich habe dir mal 3 geschickt, damit du weißt, wie der Hamster angewendet wird. Okay. Ich versuche ihn dann auch richtig anzuwenden, okay? Im richtigen Kontext in Zukunft. Hilft der mir bei meinem Riss? Also hilft mir dieses Meme beim Riss? Kann ich damit irgendwie auf Tinder punkten oder so, wenn ich das weiß? Machst du Stream hauptberuflich? Einfach nur jo. Guck mal. Ich sag dir ganz ehrlich, um es hauptberuflich machen zu können, musst du ungefähr, würde ich behaupten, 2000 netto verdienen, okay? 2000 netto. Und vorher kannst du es nicht hauptberuflich machen. Das ist unmöglich. Und 2000 netto bedeutet brutto noch mehr. Dementsprechend kannst du dir die Frage selbst beantworten, ob ich es hauptberuflich mache, weil das gar nicht möglich ist. Also klar, man verdient ein bisschen was. Man verdient ein bisschen was durch Streaming, man verdient ein bisschen was durch YouTube, man verdient ein bisschen was durch Epic und so weiter. Ne? Das ist alles cool und so, aber es ist halt nicht so viel, dass du davon leben kannst. Das auf keinen Fall, okay? Mann! Hab gedacht, weil du halt so oft live bist und lange. Nee, einfach nur jo. Also, wenn wir von Zahlen sprechen, dann... Also auf keinen Fall. Schreib einer Perle, antworte Bitty und dann den Hamster. Ich schwöre, die wird jemand antworten. Okay, ich probiere es ihnen. Ich schicke dir Verläufe, okay? Ich schicke dir Verläufe von Tinder irgendwann. Und wenn das nicht funktioniert, dann musst du mich verkuppeln mit irgendjemandem. Also einfach gesagt, wieso mach Social Media nebenberuflich sozusagen, ja. Also ich bin schon stolz darauf zu sagen, dass man schon... Also es ist schon mehr als ein Minijob, auf jeden Fall. Das ist cool. Es ist mehr als ein Minijob, aber längst nicht so viel wie ein Hauptjob, auf keinen Fall. Wo arbeitest du? Gejostet, ich bin selbstständig. Seitdem ich 24 bin, bin ich selbstständig. Also mit dem Erreichen meines 24. Lebensjahres bin ich selbstständig gewesen und auch geblieben bis heute. Und ja, ich bin 24. Ungefähr. Hey, Pokechamp, was geht? Wie geht's dir? Lange nicht gesehen.
Was machst du? Wie heißt deine Firma? Ich habe keine Firma. Und ich sag nicht, was ich, womit ich mein Geld verdiene. Also nicht im Internet. Darüber spreche ich nicht. Also wenn du mich suchst, Gejostet, dann würde ich dir raten, schau einfach mal bei Hure for You vorbei, google mal Rattiger Bizzer und dann findest du mich, okay? Spaß. Banane muss rebooten. Dachte, Bizzer wäre arbeitslos, ja. Vielleicht wegen dem Bart, ne? Muss mein Handy laden und Steckdose auf der anderen Seite des Rahmens. Oh mein Gott, das ist richtig schlimm, ne? Das ist so kacke. Du schaffst es, des Raumes, ja. Das ist so kacke. Da musst du aufstehen, Eden. Wie schaffst du das, Mann? Hör auf. Okay, Leute, wir machen Private Lobby und versuchen mal. Wir machen Private Lobby. Versuchen Hide and Seek. Okay. Mal gucken, wer mitmacht. Wie viel bekommst du netto, wenn man das wissen darf? Also von Twitch und so. Soll ich das sagen oder nicht? Sagt man sowas oder nicht? Ich weiß nicht. Ich bin nicht so bewandert in Gepflogenheiten, ob man sowas sagt. Ich selber finde es, glaube ich, cringe. Aber Shisha-Bar, Besitzer-Bar, das wäre geil. Reason hat auch geleakt. Mal machen. Ne, warte, ich habe falsch eingestellt. Noch nicht suchen, Jungs. Ne, ich sag mal so... Ich sag mal so zwischen 400 und 700, okay? So in dem Dreh. Und Zano, willkommen, wie geht's dir? Aber mit allem, ne? YouTube, Twitch, Epic, alles. Heute herausgefunden, dass ich 22 Jahre gesammelt. Oha, nice, was machst du damit? Okay, Leute, Code ist Müsse1. Das ist der Code. Da ist der Code, Jungs, okay? Und Mädels natürlich. Ich gönne ich dir. Dankeschön, Daniel. Dankeschön. Danke für die netten Worte. Ich habe alle eingelost, liegen im Regal rum. Nice. Habub Ü30. Dankeschön für dein Follow, Habub Ü30. Wie geht's dir? Da ist der Code, okay? Ich warte. Ja, er muss erst Fortnite reingehen. Ja, easy, Leute, ich warte. Ganz gut, ganz gechillt. Seit wann ist ein Update? Digga, das ist der Code. Code habe ich gerade reingeschickt. Was wollte ich denn jetzt machen? Spielst du eigentlich auch mal mit Sprachchat? Banane mache ich auch mal, wenn ich Ranked spiele. Wenn ich Ranked spiele, bin ich im Sprachchat, ansonsten nicht. Weil ich finde es hinderlich für den Stream, wenn dauerhaft zu viele Leute im Sprachchat sind. Das nervt. Das therapiert meiner Ansicht nach den Stream und läuft dann nicht so gut. Ich wollte gerade irgendwas machen, ich weiß nicht was. Leute, was wollte ich denn gerade machen? Kann mir das einer sagen? Können wir danach noch eine Runde Duos? Ja, können wir machen. Also eine Runde Hide and Seek, eine Runde Duos. Was haltet ihr davon? Nee, das ist Solo. Solo. Ich wollte jetzt Hide and Seek mit euch machen, ne? Ist das okay für euch? Nur Zero Build, ja. Habt ihr braucht 10 Minuten? Ja, kein Stress. Mimi sage ich. Nessie, dankeschön, mache ich jetzt. Und dann weiß ich auch, was ich jetzt machen wollte. Dankeschön, Matze, ich mache es jetzt, bin schon dabei. Und dann weiß ich auch, was ich machen wollte. Kann jemand von euch den Titel auf Hide and Seek ändern? Also Fortnite Hide and Seek. Da sind jetzt 16 Leute drin. Der Code ist Bizzer1, Mardi. Ich habe ihn dreimal reingepostet oder so. Bizzer mit großem B und dann eine 1. Das ist der Code. So, okay. Wir lösen ganz kurz auf, Jungs und Mädels. 3, 2, 1 und go. Zahl hat gewonnen. Digga, irgendwie gewinnt Zahl viel öfter als Kopf. Leute, Zahl hat gewonnen. Bizzer können wir erst Duo will bei Hide and Seek mitmachen. Nee, geht nicht, weil wir schon auf Solo gestellt haben. Aber kannst du auch so. Schick mal Link von deiner Webseite. Was für ein Link von meiner Webseite, Giosu, was meinst du? Du meinst jetzt von meiner Selbstständigkeit. Ich veröffentliche das nicht, Digga, hä? Giosu, ich veröffentliche nicht, was ich mache. Geht nicht, doch der Code geht auf jeden Fall. Es sind 16 Leute drin, ne? Zahl ist zurzeit Bombe, ja. Wird nicht gefunden, doch wird gefunden. Du musst auf Ranked aus, Solo, ohne auffüllen und dann wird's auch gefunden. Es sind schon 16 Leute drin, ne?
Also Misa, ich finde es krank, dass du so selten einkaufen gehst, obwohl du irgendwie Supermarkt in deiner Nähe hast. Im Winter war es doch immer. Toslo, was heißt selten einkaufen? Ich bestelle halt oft Einkauf, ne? Machst du eigentlich einen 2K-Follower-Special auf Twitch? Macht man das? Macht man 2K-Follower auf Twitch-Special oder nicht? Macht man das oder nicht? Ich weiß nicht. Haben nie drüber nachgedacht. Gegoogelt Milky Cow Bizza. Leute, ich werde niemals öffentlich irgendwie was sagen, was ich tatsächlich mache. Mach, please. Nein, gejostet mache ich natürlich nicht. 2-Stunden-Stream kann man schon machen. Naja, kann dann bei Hide and Seek nicht mitmachen. Wieso? So. So. Nein, ich meine Spezial. Ach so, okay. Also Leute, wer von euch kennt die Regel von Hide and Seek? Und wir brauchen noch einen Sucher eigentlich, ne? Ey Leute, wer will eigentlich suchen? Wer ist das bei mir? Nur Bock? Oder ist Midas raus aus der... Ich weiß nicht, ob Midas raus ist. Leute, wer von euch will eigentlich suchen? Sag mal. Haben wir jemanden, der suchen will? Warte, ich muss ganz was tun. So. Okay. Alle, die suchen wollen, schreiben bitte jetzt einmal eine 1 in den Chat. Wer doppelt schreibt, sucht nicht. Madi, bist du drinne? Bist du drinne, Madi, oder nicht? Okay, haben wir alle? Nein, es geht nicht. Dann kannst du auch nicht suchen, Madi. Wie willst du suchen, wenn du nicht drin bist? So, okay, dann haben wir alle, oder? Ich hole kein E-Scooter-Emote. Hast du mich schon? Nein, Noah, willst du auch suchen? Jetzt habe ich dich. Gelber Tod, dich habe ich aufgeschrieben, ja. Gejustet, Gelber, ja, habe ich alle, ja. So, okay. Weil das Vorteil ab der 7 Minuten brauchst, ja, easy. Alles gut. Okay, vielleicht machen wir auch mehrere Runden, ich weiß noch nicht. So, Jungs, Mädels, okay. Hast du mich, Tami? Nein, du hast aber auch nicht eins reingeschrieben, oder? Ja, dich habe ich. Dich habe ich, okay. Wie schreibt man das? Wie schreibt man was? Markus, wie schreibt man was? Was genau meinst du? Wäre schon cool. Hast du mich? Rufschi, willst du auch suchen? Rufschi, willst du auch suchen? Das stimmt nur, ja. Ups. Rufschi, willst du auch suchen oder nicht? Verpiss dich. Nein, bin noch unterwegs. Lass es mit Trollen. Okay, besser ist es. So, okay. Möhre, dich habe ich ja. Ja. Okay. So, okay. Dann losen wir jetzt aus, wer sucht, okay? In 3, 2, 1, go. Raven, dankeschön für deine Watchtime. Dankeschön für 17 Tage. Möhre, du bist Sucher, okay? No, God! No, God, please, no! No, no, no! No! Möhre, du bist Sucher, okay? Okay. Ihr kennt die Regeln, oder? Ist irgendjemand dabei, der neu hier ist und die Regeln nicht kennt? Nee, oder? Müssten eigentlich alle die Regeln kennen. Ja, Raven, aber trotzdem danke für deinen Watchtime. Irgendjemand, der jetzt dabei ist und die Regeln nicht kennt? Ich? Okay. Also Leute, die Regeln sind folgendermaßen. Diejenigen, die sich verstecken unter euch, die dürfen keinerlei Schusswaffen benutzen. Flügel und Impulsgranaten sind erlaubt, aber nur so lange, bis ich etwas anderes sage. Ihr landet bitte in dem Gebiet, das ich euch gleich ankündige, und verlasst es auch nicht, bis ich etwas anderes sage. Mobilitätsitems sind erlaubt, sowas wie Flowberry Jizz oder diese komische Beere. Alles erlaubt, bis ich etwas anderes sage. Der Sucher darf alles benutzen und landet bitte, wo ich es sage. Es ist verboten, mit dem Auto Damage zu machen. Es ist verboten, mit den Flügeln Damage zu machen als Verstecker, okay? So. Ich kann dich nicht einladen, das geht nicht, Madi. Du musst mit Code kommen. Machst du YouTube-Video? Weiß ich noch nicht, ob ich daraus ein YouTube-Video mache. Mal gucken.
Ich nehme immer auf und wenn ich dann spontan... Ich kann dich nicht einladen, weil wir auf Solos sind, Mardi. Das geht nicht. Das geht nicht. Leider, leider. Ich würde dich einladen, aber es geht nicht. Der Code war Bizza1 mit großem B. Ich habe es ja jetzt schon ein paar Mal gesagt. Bizza1 mit großem B war der Code. Leute. Okay, gut. Bizza, machst du heute länger als 0 Uhr? Weiß ich noch nicht. Rufschi, das weiß ich leider noch nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Okay. Die Sucher verstecken sich, die Verstecker verstecken sich bitte allesamt in Reels, wie immer, okay? Das ist unser erster Punkt. Unser erster Punkt ist Reels und Möhre, du befindest dich wie immer hier, okay? Alles klar? Möhre hier, Versteckende hier. Und ihr verlasst bitte nicht das Gebiet, nicht am Rand oder sonst was, nur in Rest und Reels. Gut. Alles klar, Ruschi, schau einfach, ne? Nein, Noah, geht es nicht. Good luck an alle, good luck an alle. Möhre, welchen Skin hast du? Möhre hat rote Ruby. Ist aber nett, du wieder auf. Was soll ich aufladen, Jibrain? Du meinst V-Bucks, wenn was Gutes kommt? Wenn was Gutes kommt. Misa ist auf der Startinsel. Ist der weg? Ist der weg oder was? Ich weiß nicht genau. So, okay. Sollen wir eigentlich später jemanden zum Raiden raussuchen oder eher nicht? Hey, bin wieder da, sehe gerade einen Sieg. Wie viele Runden noch? Lucius, ich weiß nicht. Wir machen gerade die erste Runde. Und immer so lange, wie ich Lust habe, Lucius. Immer so lange, wie ich Lust habe. Jetzt ist erstmal das Wichtigste, dass ich mich nicht erwischt. Ey, steck mir nicht die Banane weg, Digga. Ey, was pickaxst du mich, Digga? Mann, das war meine Banane, Digga. Ey, no. Möhre, guck nicht auf den Bildschirm, ne? Nicht vergessen, bitte. Bildschirm minimieren, nur zuhören. Leute, ich brauche irgendein Mobilitäts-Item. Bitte, Impulsgranate oder so. Kommt schon. Ey, hier muss doch irgendwo was sein. Das kann doch nicht wahr sein. Na, okay, Vanessa. Kann schon sein, dass wir noch eine Runde machen. Ich habe halt nichts, ne? Ich habe halt wie immer kein Item. Digga, das ist doch kein Versteck. Hier ist alles open, Digga. Hier ist alles open. Und es ist Bock. Ach, Digga, Bro. Hier kann man sich verstecken. Das ist gar nicht gut, Jungs. Das ist gar nicht gut, Jungs. Was macht ihr? Ich glaube, ich suche jetzt einfach ein Versteck. Ich muss irgendwo safe sein. Ich muss irgendwo safe sein, Jungs. Safe, safe. Ich brauche ein safes Versteck. Am besten, ja, hier so ist okay. Ich würde mal hier so einfach den Anfang machen. Obwohl da drüben, ja, doch. Okay, gut, 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 gut. Dankeschön. Dankeschön für Blue Life. Es ist Burg. Darf ich suchen? Ja, du darfst suchen, Möhre. Darfst du? Normal. Okay. Schafft man das? Nein, 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 nein. Okay, hier ist gut. Achtet auf rote Ruby, okay? Wer ist neben mir? Ich weiß nicht sagen. Ich weiß keine Ahnung, wer neben dir ist, Digga. Footlooker Skin. Digga, ich hab guten Spot eigentlich, ne? Ich hoffe, dass er gut ist. Ey, Lian, was geht? Schön, dich zu sehen. Ey, du da, den ich gerade angucke. Du Wichser! Wer war das? Das ist ein Schatz. Schatz, 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 Schatz. Okay, Wisa, vor mir sitzt eine nette Dame. Wie soll ich sie ansprechen? Wo bist du denn gerade? Bist du in der U-Bahn, Rufschi, oder wo bist du?
Ich würde so gerne mal suchen. Die Suchtrommel ist gar nicht so full gerade. Also es könnte sogar sein, dass du mal suchen kannst. Guck. Seht ihr? Ihr seht, ne? Er war unter mir und im Bus. Sag, ich bin zwar kein Fahrkartenkontrolleur, aber darf ich trotzdem mal deinen Ausweis sehen, damit ich dich bei Insta adden kann? Ich glaube mir, das zieht. Leute, sag mir wegen Zone Bescheid, ne? Oh mein Gott, Digga. Ich sehe, ey, krank. Da. Schau, das ist so ein guter Place, ne? Guck mal, Stibis Nachricht. Stibi, kannst du nochmal copy-pasten? Das ist alles auch so gut. Minty, was laberst du? Was soll die Scheiße? Ich komme gleich wieder, okay. Achso, mein Spruch ist nicht gut. Mein Spruch ist super, Minty. Was soll das? Robin Player 10 ist außerhalb. Robin Player 10. Geh bitte innerhalb des Suchfelds, ansonsten muss ich dich leider löschen und blockieren. Achtet mal darauf, ob Robin wieder reingeht, ansonsten muss ich ihn löschen und blockieren. Add doch einfach, du dummer Keck. Haha. ADS, Lach-Emoji, Spaß. Okay. Witzig, Lian. Witzig. Mal ein bisschen Respekt hier, Lian. Was soll die Scheiße? Bevor ich dich besuchen komme, Digga. Und haha, Spaß in dein Arschloch schiebe. Kappa. Alles gut, Lian, alles gut. Ich habe geiles Versteck. Wo? Ich brauche auch ein geiles Versteck. Ich habe so ein schlechtes Versteck. Geht gerade rein. Okay, danke, Stibi. Das Versteck war gemeint. Ach so. Ey, ich kann mein geiles Versteck von vorhin wieder 2.0. Doch nicht schwach. Ey, nein. Ich dachte, ich komme da. Mann, warum habt ihr mein Versteck kaputt gemacht, ihr Wichser? Skill-Issues. Warum Skill-Issues, Digga? Ich hatte so ein gutes Versteck, Mann. Probier, ich schaff's nicht, Digga. Soll ich nochmal probieren? Soll ich nochmal probieren oder nicht? Sag mir wegen Zone Bescheid. Okay, easy Zone, easy. Jetzt hat er mich gesehen. Jetzt hat er mich auch noch gesehen, Digga. Hat jemand. Ey, Leute! Bitte jemand eine Pulsgranate! Bitte! Bitte, Jungs! Bitte irgendjemand eine Pulsgranate! Es ist Bock! Es ist Bock! Ich kann mich nicht bewegen! Mann! Es war Bock. Ach Mann, ist verbockt. Den Code schreibt man so, aber das geht jetzt gerade. Es geht nur außerhalb der Runde. Digga, das ist so ein scheiß Bug, Mann. Ich schau gleich rum. Warum ist das so, Digga? Warum ist das so? Ich kann das alles nicht mehr. Sergen, Digga. Digga, Sergen trägt einfach Dings Dach als Mütze. Wow, Raven. Okay, Raven weiß ich wohl. Hau ab. Oh mein Gott, das ist erst dead. Spawn, das war's. Ja, ich schau gerade, aber ich glaube, es ist. Ja. Ja. Holzgranaten, alles gut. Alles gut. Feuerwehr. Rip-Feuerball. Nee, ist alles gut. Alles gut. Wir waren bei jedem drauf. Alles gut. Wir gehen jetzt einfach wieder auf Möhre und gucken ein bisschen zu. Gejostet. Benene. Diamond ist auch drin. Ja, farblich. Möhre. Okay, Möhre, zeig, was du kannst.
Ich war das mit der Impuls, was soll das nur? Was soll das? Ich habe Code falsch geschrieben, ja, das tut mir leid, Martin. Das ist dann natürlich dumm, ne? Wenn du Code falsch schreibst, dann ist ja klar, dass nichts geht, ne? Ist ja klar. Den Code sollte man schon richtig schreiben, ne? Digga. Okay, Möhre, zeig, was du kannst, Digga. Ich bin mal gespannt, wo die Tone hingeht. Ich glaube, die nächste Tone wird außerhalb gehen, oder? Hilfe, ich bin stuck, Digga. Bei mir war es ein Bock. Ich muss gleich mal probieren, ob das funktioniert mit Fortnite löschen und wieder installieren. Minus 9 Aim von Möhre, Digga, Bodenlos. Okay, das war gut, das war gut. 70 GB downloaden, oh mein Gott, Digga, Daniel. Boah, ich bin so müde, Alter. Ist echt nicht gut, so wenig geschlafen zu haben. Ist das Wasserbändigen-Ding erlaubt? Nein, das ist eine Waffe, Digga. Wasserbändigen ist natürlich nicht erlaubt. Nein, 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 nein. Damit machst du ja Todesdamage, Digga. Auf keinen Fall. Okay, da wurde er in die Porta Forts geschmissen. Das ist auf gar keinen Fall erlaubt. Ja, das wäre es dieser Pelikan, Digga. Okay, dead. Ich guck rum. Nee, keiner hat Wasserbändigen. Nee, farblich auch nicht. Nee, keiner hat Wasserbändigen. Keiner hat's. Nicht so schnell, Junge. Daniel, ich hab nur geguckt, ob jemand eine Waffe hat. Ich hab nur geguckt, ob jemand eine Waffe hat. Wir waren gerade nicht beim Zuschauen. Ja, Daniel? Let's go, Lipex. Die Zone muss mal kommen. Ja, die kommt jetzt gleich, wahrscheinlich. Ey, der ist auch Bug! Der ist auch Bug! Digga, farblich hat den gleichen Bug wie ich. Ey, farblich, dieser Bug ist so nervig, Digga. Er ist so ein Hurensohn-Bug, Digga. Fix das endlich, scheiß Fortnite! Das ist so unfair. Weil wir gerade in einer Runde sind, Markus. Wenn man so schnell macht... Nee, das Inventar wurde schon übertragen. Siehst du? Ah, tatsächlich, warte mal. Ey. Kami, Wasserbändige ablegen. Du hast recht, Daniel. Wasserbändige ablegen, Kami. Kami! Ablegen. Dankeschön, Jungs, dass ihr es gesagt habt. So, Zone kommt. Wir gucken jetzt. Okay. Du hast noch 30 Sekunden, Möhre, da musst du aufhören zu schießen, okay? Sobald da eine Minute steht, hörst du bitte auf zu schießen. Wir warten, wir überwachen's. So, wo geht's danach hin? Pleasant, würde ich fast sagen, oder? Ja, danach Pleasant. Stellt euch schon mal ein in 3, 2, 1. Stopp, Möhre, alle Pleasant. Alle jetzt Pleasant, okay? Digga, die umarmen sich, Leute. Alle Pleasant Plaza. Sie fand den Text scheiße. Ey, ruf sie jetzt nicht gut, Digga. Alle Pleasant Plaza. Okay, Kami, alle Pleasant. Alle Pleasant, Kami, du auch Pleasant. Alle Pleasant. Lass das Item liegen, Kami. Gut. Alle Richtung Pleasant. Konnte mich nicht bewegen. Geiles Game. Ey, geh mal tot. Das ist ein Fortnite-Bock. Das ist ein Fortnite-Bock. Den haben wir alle gerade. Also alle PlayStation-Spieler haben diesen Bock. Man kann nichts dagegen tun, ne? So nervig. Okay, oh mein Gott, was für ein geiler Skin, Digga. Ey, Robin, was hast du für einen geilen Skin, mein Bruder? Robin, Bro, was ist das für ein geiler Skin? Sehr gut, Rufschi. So muss sein. Leute, alle Pleasant. Alle Pleasant Plaza. Sleepy, sehr gut. So, und sobald die nächste Zone kommt, ist es auch wieder verboten, Impulsgranaten zu benutzen, sowie, also noch nicht jetzt, aber gleich. Ich sag nur noch mal Bescheid.
Okay, du darfst wieder töten, Möhre, in... In genau, exaktomento 20 Sekunden ab jetzt. Sobald da 40 Sekunden steht, darfst du wieder jeden killen, den du siehst. Gelber Tod, ich überlege, OG Battle Pass, der ist geil, Digga, der ist geil, der Skin. Ich überlege, ob ich noch eine Runde mache oder schlafen gehe, also offline gehe. Mal gucken, ich bin schon sehr müde. Und, guck mal, Möhre, warte richtig die Zeit ab, Digga. Jetzt darfst du wieder. Jetzt darfst du wieder. Tschüss, Digga, Möhre, Digga. Bissa, ich spiele bei dir nur noch den Kondomskin, damit jeder weiß, dass ich jetzt bin. Nice, Noah, nice. Aber viele spielen den Kondomskin. Da ist kein Pleasant, ich weiß nicht, wahrscheinlich laufen die Leute gerade zu Pleasant. Wer auch immer nicht in Pleasant ist, bitte nach Pleasant gewesen. Wenn du müde bist, geh auf. Ich bin schon sehr müde, ja, leider. Am Ende gar keine Granaten mehr, nee, weil damit haut ihr den Sucher aus der Zone und könnt ihm Schaden machen. Am Ende sind Granaten sowie Flügel verboten. Aber immer Flamingo ist auch gut. Boah, Leute, ich bin wirklich kaputt, ne? Ich weiß noch nicht. Weiß noch nicht. Einer geht noch. Ein gelber Tod. Ich habe 3 Stunden geschlafen oder so. Wirklich 3 Stunden, maximal 4 Stunden gepennt. Oh, kein Treibstoff. Leute, jetzt überprüfe ich, ob ihr alle Pleasant seid. Pleasant. Möhre ist jetzt auch in Pleasant, Sergentagi. Grim Reaper kannst du, okay, beide Pleasant, sehr gut. Pleasant, sehr gut. Pleasant, perfekt, Pleasant. Das ist nicht Pleasant. Sleepy, beweg dich nach Pleasant, Digga. Schneller, Sleepy. Sehr gut, Pleasant, oh mein Gott, er wird gerade angegriffen. Joste wird gerade mit Wasserdinger angegriffen. Wie ist dein Username? BizzaBossTTV. Banane. Ich liebe Bananes Alert immer noch so hart, ne? So, okay, Leute. Sobald die Zone angekommen ist, okay? Sobald sich der Zonenkreis schließt, rund um Pleasant Plaza, ist die Zone eure Zone, okay? Ihr könnt dann überall in der Zone sein. So lange müsst ihr in Pleasant bleiben. Okay. Boah, Rufschi wird wahrscheinlich schwierig, weil ich sehr müde bin. Aber Leute, ich bin übermorgen wieder live, also ganz, ganz, also easy, ne? Übermorgen bin ich ja wieder live. Oh mein Gott. Flieger ist das sogar, oder? Das ist der Flieger-Skin, stimmt. Gelber Tod, das geht nicht. Das würde ich nicht machen. Das ist Punkte-Waste. VIP wird vermutlich ab Juni auch teurer, ne? Denke ich mal. Oh, Hit. Die Hits kommen. Eingeholt, okay. Jetzt Zone ist Zone. Und sobald die nächste Zone erreicht ist, nirgendwo hin, Sleepy, die nächste Zone ist die Zone. Sobald diese Zone hier erreicht ist, sind Impulsgranaten verboten und Flügel verboten, okay? Ab diesem Bereich hier. Du kannst einfach in 5 Sekunden weitermachen, Dark Möhre. Das hat sich nicht geändert. Selber killen. Wenn ich immer aktiv bleibe, geht es dann nie weg? Nee, gelber Tod. Wenn du immer aktiv bleibst, geht es nie weg. Du musst auch als VIP nicht jeden Tag da sein. Auf keinen Fall. Aber so ein gewisses Level. Wenn du einmal VIP erreicht hast, du verlierst es halt nicht so leicht, wie du es... Es ist schwerer, es zu bekommen, als du es zu verlieren. Aber wenn du halt wirklich erheblich weniger da bist, dann verlierst du es halt, ne? Eishooks machen wir. Ah, ja, nee, heute nicht mehr, aber bald dann, ne? Bald dann. Fico Fanboy, Dankeschön für deinen Follow, mein Lieber. Vielen, vielen Dank, weiß sehr, sehr zu schätzen. Danke dir.
Vielen, vielen Dank. Wie geht's? Ey, mir geht's sehr, sehr gut. Danke, mein Bro. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Ich hoffe, dir geht's auch gut. Ich spiele gerade noch ein bisschen Hide and Seek. Bist leider heute etwas spät dran, weil ich nicht mehr allzu lange mache. Aber im nächsten Mal kannst du gerne mitmachen bei Hide and Seek, Customs, whatever, ne? Ist heute auch nicht so viel los, Fico. Deswegen, genau. Also beim nächsten Mal kannst du gerne dabei sein. Ich bin aber halt etwas müde, weil ich habe nur 3 Stunden geschlafen, Bro, okay? Deswegen, ich muss wirklich langsam Schluss machen. Auf jeden Fall genießen wir jetzt noch die Runde Hide and Seek und gucken mal, wer gewinnt. Aber mich über Leute, ich überlebe auch gerade nur wegen Red Bull, ne? Ich, Real Talk, nur wegen Red Bull. Nur wegen Red Bull überlebe ich gerade. Ist wahrscheinlich die letzte Runde, Lipex. Tut mir wirklich leid, Bro. Aber ich bin wirklich müde, Bro. Bin wirklich, wirklich müde. Du hast gar nicht geschlafen, Emil. Wie existierst du, Digga? Wie kannst du noch leben ohne Schlaf? Dankeschön, Lipex. Alles klar, Daniel, rein. Ich komme von Benane. Oh, nice. Schön, dass du da bist, Fico. Schön, dass du da bist. Den Benane habe ich beim letzten Mal geradet, falls du es nicht wusstest. Benane kenne ich, den habe ich beim letzten Mal geradet. Sehr, sehr sympathischer Streamer, fand ich. Also, sehr, sehr sympathisch. Wollt ihr, dass wir heute nochmal nach einem Raid gucken oder scheißen wir drauf? Macht bitte keine Raid-Vorschläge im Chat. Ich will keine Vorschläge heute. Sollen wir jemanden raiden oder nicht? Nochmal, Raid, ja. Ja, Raid suchen. Seine Reaktion war süß gewesen, ja, safe. Also cool, geh davon aus, dass wir Benano mal wieder zu dir. Ey, Dankeschön. Bayer, Dankeschön. Der Typ von letztens. Ich raide ungern zweimal die gleiche Person. Ich würde gerne mal jemanden neuen raiden. Irgendwie. Irgendjemand Neues, den wir noch nicht geradet haben, vielleicht. Habt ihr? Nee. Ah, nee, ich guck selber. Ich guck aber selber gleich, okay? Wollt ihr eher, dass ich einen raide, der in meiner Größe ist? So, warte, wie viele Zuschauer haben wir denn gerade? Ja, so 50, 60 Zuschauer oder eher einen kleineren Streamer? Kleiner, damit du heute früher irgendwie schlafen musst. Ich fix ja eh mir das so wichtig, ne? Ich schwör, das ist so wichtig. Ein kleineren Zone. Die Zone ist die Zone, Sleepy. Die Zone ist die Zone. Du musst in der Zone bleiben. Egal für mich, kleiner. Janis, was schreibst du da rein? Janis, willst du gebannt werden? Hey Fico, danke, dass du die Follower-Emotes benutzt. Danke dir, mein Lieber. Okay. Könnt ihr mir dann helfen? Können wir das wenigstens gleich zusammen machen? Nessie, bei einfach mal gucken, da steht, der hat da Fotze geschrieben, auch wenn es ein bisschen komisch ist. Jan ist mal im Auge behalten. Wenn der frech wird, dann bann. Seht ihr nicht, das ist im YouTube-Chat. Alter, Raven ist da gerade hochgekommen, ne? Grimgate ist halt gut gerade, ne? Eine richtig gute Möglichkeit abzuhauen. Raven kann es auch ganz gut schaffen. Wen haben wir hier? Sergen ist auch noch gut aufgestellt. Ja. Oh. Kami auch gut dabei. Die Flügel bitte ablegen. Kami, Flügel ablegen. Flügel ablegen und einfach nur Jo, bitte Flügel ablegen. Flügel ablegen, einfach nur Jo, bitte Flügel ablegen, dankeschön, keine Flügel mehr. Oh. Das war's dann wohl mit der Zonentod. Der Möhre hat eigentlich noch genug Muni, um irgendwas zu schaffen, ne? Janis, warum so machen? Ist so, Noah, ist so, Digga, warum so machen? So, okay. Oh, ich weise diese Unterstellungen zurück. Unterstellungen sind ein journalistischer Trick. Oh mein Gott, Digga, Raven.
Oh mein Gott, oh mein Gott. Möhren, hol ihn doch, Digga! Hä? Oh mein Gott, Möhren geht out of zone, Digga. Holy shit. Du bist echt sympathisch, ey. Wie, Vico, danke dir, mein Lieber. Danke dir. Sehr, sehr nett von dir. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Ey, ich bin nicht dumm, Geostet, okay? Ich bin nicht dumm. Digga, du machst mit Pump auf der Entschwernung 7 Damage, Möhre. Möhre, Mann, guck, die hüpfen alle von hier oben. Die spucken auf dich, Möhre. Die sagen, du triffst uns nicht. Die sind... Möhre! Ach, Möhre, Digga. Ach, Möhre. Während der Versteckzeit gekillt, oh no. Möhre, das geht gar nicht. Die sind noch in der Blase, aber... Ey, Frage. Kann man in der Blase out of zone überleben? Geht das? Leute, kann man in der Blase out of zone überleben? Ich würde L dancen, ey. Nein, geht nicht. Nee, nee, okay, das wäre ja geisteskrank gut, ne? Okay, okay. Hart, hart, harte Shots. Okay. Wer hat da Flügel? Ich habe bei jemandem Flügel gesehen, wer war das? Okay, doch. Ey! Leg die Flügel ab, Sleepy! Sleepy, Flügel ablegen! Gut, Sleepy hat Flügel angehabt. War die Scheiße. Sleepy hätte wahrscheinlich gewonnen, aber er hat nicht gewonnen. Der, der vor Sleepy gestorben ist, hat gewonnen. Sleepy hat geschummelt mit Flügeln. Sleepy hat nicht gewonnen, Digga. Er hat Flügel gehabt. Banane an Zone gestorben. Ja, passiert. Passiert, ne? Das ist ja klar. Man stirbt ja immer irgendwie an Zone. Man stirbt ja irgendwie immer an Zone, früher oder später. Aber es geht halt nicht, dass jemand die Flügel benutzt. Das ist nicht gut. Alle nur am Rumdashen, ja, ist so. Deswegen sage ich ja keine Flügel. Achso, am Rumdashen geht ja. Das ist das Safe. Bin leider nicht mehr hochgekommen. Banane passiert, ne? Passiert. Ist ja nicht so schlimm. Okay, Leute. Helft mir. Wen sollen wir raiden? Ein Mädle oder ein Junge? Wollt ihr ein Mädle oder wollt ihr ein Junge? Ich war Dritter. Oh, Vanessa, sehr strong. Sehr, sehr, sehr strong. Mädel, Junge, Ah, wir gehen einfach nach Sympathie, oder? Wir gehen nach Sympathie. Wer ist das? Cool, Werbung. Sollen wir wieder was reinschreiben und gucken, wie die reagieren? Mach wieder Ich liebe dich. Sollen wir Ich liebe dich machen? Sollen wir Ich liebe dich machen? Okay, wir machen Ich liebe dich. Der Ich liebe dich Move, okay? Chat nur für Follower, da bin ich direkt raus. Was für Chat nur für Follower? Da bin ich raus, Digga. Kein Chat nur für Follower. Mit dem Emote? Okay. Aber nicht bei Chat nur für Follower. Ey, Banane, dankeschön für deinen Raid, Digga. Was geht? Ey, Leute, was geht? Was geht? Was geht? Was geht? Willkommen an die lieben Leute von Banane. Mein Name ist Bizzaboss. Ich streame sehr, sehr viel Fortnite in letzter Zeit. Schön, dass ihr da seid. Ihr kommt gerade zum Entscheid, wen ich raiden soll. Mach rein den Sieg. Ich mache heute gar nichts mehr. Ich überlege gerade, wen ich raiden soll. Willkommen auf jeden Fall. Und danke für den Raid. Gerne mal einen Shoutout geben an Banane. Und danke für den Follow. Warum ist das eine Handynummer, Digga? Dankeschön für den Follow. Komische Nummer. Und ja, wir suchen uns gerade einen raus zum Raiden. Leute, wir suchen uns gerade einen raus zum Raiden. Vielleicht mache ich auch für Kanalpunkte mal Raid-Vorschlag. Was haltet ihr davon? Okay, hier, was ist das für eine Katze, Digga? Warum ist denn ein Katzenbild? Warum ist hier ein Katzenbild, Jungs? Warum ist hier ein Katzenbild, Digga? Also, sollen wir es jetzt versuchen, ja? Okay. Ihr seht es nicht. Warte, Cam. Mal Chat aus, damit ihr es besser sehen könnt. So, wir versuchen es, ne? Hallo, ich liebe dich. Kannst du mich grüßen?
Digga, warum geht ihr immer schon rein, bevor ich geradet habe? Darf ich die Namen nicht zeigen? Welchen Emote wolltet ihr? Dieses Herzding, ne? Okay, wir gucken, wie sie reagiert. Jungs, passt auf. Ich hab Ton an. Hallo, ich liebe dich. Kannst du mich grüßen? Hallo, Bitzerbutz. Oh, ja, sie hat mich gegrüßt. Sie hat mich gegrüßt, oder? Also, sie war ein bisschen... Es war, ist auch eine Cringe-Nachricht. Ist eine Cringe-Nachricht, aber sie hat gegrüßt. Du bist die Schönste. Raiden? Ja, safe, oder? Sie hat gegrüßt, Jungs. Sie hat schon gegrüßt, auch wenn es war eine Cringe-Nachricht, aber sie hat gegrüßt. Oder was meint ihr? Safe, oder? Okay. Dann gucken wir mal gleich, wie sie reagiert. Leute, nehmt die Punkte beim Raiden auf jeden Fall mit. Ich mach's jetzt. Und für alle Leute, die es jetzt noch nicht mitbekommen haben, ich streame wieder am... Wann denn eigentlich? Übermorgen. Das bedeutet am Donnerstag. Für alle, die dabei sein wollen, kommt gerne am Donnerstag. Ey Leute, danke schön euch allen fürs Dabeisein. Ich küsse eure Herzen. Vielen, vielen Dank für den ganzen Support. Wirklich ehrenhaft. Dankeschön. Und ja, wir sehen uns Donnerstag. Hat wieder mega Spaß gemacht. Und bis dahin. Ciao, ciao. Lasst gerne Liebe da. Dreht die Bärchen. Sie muss durchdrehen, Digga. Dreht die Bärchen komplett, okay? Bis Donnerstag. Ciao, ciao. Ich wollte zu Jason fahren. Es sind einfach 80 Teams da hinten. Ja, aber alles Bots. Wo seht ihr schon 80 Teams?